Schaffe ich es 100 Tage in einer Minecraft-Zombie-Apokalypse zu überleben? Die Rote Zone. Ein gefährliches Gebiet voller Zombies. Jede Rote Zone hat ihren Ursprung und ich wurde losgeschickt, um diesen Ursprung herauszufinden. Warum gerade ich? Ich habe bereits eine andere Rote Zone beim Luton-Gefängnis überlebt. Als ich dort das Labor gefunden hatte, wurde ich von Zombies überrannt. Ich hatte Glück, bei meiner Flucht auf einen Militärkonvoi zu treffen. Sie nahmen mich mit und die Militärforscher stellten Untersuchungen an mir an. Es stellte sich heraus, dass ich gegen das Virus immun bin und daher baten sie mich, mit ihnen in eine andere Rote Zone zu fliegen und dort den Ursprung des Viruses zu finden. Die Soldaten und ich stiegen in einen Helikopter und flogen los. Ich konnte ja nicht ahnen, was dort auf mich warten würde. In den roten Zonen gibt es jede 10. Nacht einen Blutmond. Das bedeutet, dass in dieser Nacht ganze Zombie-Horden spawnen werden. Aber nicht nur das, nach und nach werden mehr mutierte Zombie-Arten aus dem Labor freigelassen. Werde ich das Labor finden und schaffen, das Virus aufzuhalten? Möchtest du das Modpack selber spielen? Dann lad es dir gerne auf CrossForge herunter. Und gefällt dir so eine Art Content? Dann lass gerne ein Abo und ein Like da. Viel Spaß mit dem Video. Ich schien den Helikopterabsturz überlebt zu haben. Mein Kopf schmerzte noch sehr, als ich zu mir kam und mir wurde sofort bewusst, ich befand mich mitten in einer roten Zone. Ich musste mich beeilen und nach Überlebenden im Militärhelikopter suchen. Es hat alle Soldaten erwischt. Das kann doch nicht sein. Moment, vielleicht der Pilot? Nee, der Pilot ist auch nicht mehr bei Bewusstsein. Was hat er noch dabei? Helikopter? Wir müssten gleich in der roten Zone landen. Bei uns ist dieser eine Überlebende, der im Luton-Gefängnis dieses Labor entdeckt hatte. Aber ohne militärische Ausbildung wird der nicht weit kommen. Naja, dafür hat er uns dabei. Das heißt, ich muss jetzt hier komplett allein überleben, oder was? Was hat er noch dabei? Oh, wenigstens eine Fernkampfwaffe, perfekt. Die ist auch noch fast voll geladen. Hat er auch noch ein bisschen Munition hat er dabei, eine Bandage, perfekt. Auch noch Bandage, ein bisschen Munition, okay, dann habe ich wenigstens ein bisschen was. Und Nahrung dabei. Ah, und das war die Nahrung, die wir mitgenommen hatten. Damit wir hier in ein paar Tage erstmal alles auskundschaften sollten. Aber jetzt bin ich hier wirklich komplett allein, oder was? Wo laufe ich denn jetzt am besten hin? Da liegt noch einer, perfekt. Oh nein, wo kommen die ganzen Zombies her? Ich muss genau zielen. Ich darf am besten keinen Schuss verschwenden. Am besten genau zielen. Okay. Vielleicht einer ist noch übrig. Ich habe kaum noch Munition. Die krieg ich aber auch noch. Ah, perfekt. Okay, da lag noch einer. Vielleicht ist der ja noch lebendig. Aber das bezweifle ich, um ehrlich zu sein. Nee, tatsächlich nicht. Was hat der denn noch dabei? Noch ein anderes Buch. Was steht denn da drin? Ich habe dort hinten ein Dorf gesehen. Vielleicht bekomme ich dort Hilfe. Der war wahrscheinlich noch lebendig und wollte zum Dorf. Deshalb hatte ich auch den Stock, den er bei sich hatte. Der wollte wahrscheinlich dorthin humpeln. Aber der hat sich überlebt. Vielleicht finde ich da noch irgendjemanden. Vielleicht gibt es da ja noch Überlebende. Ich kann doch jetzt nicht einfach so allein in der roten Zone überleben. Ich brauche unbedingt etwas Holz und muss mir erstmal ein paar Werkzeuge machen. Und dann schaue ich erstmal weiter. Natürlich habe ich sofort die Holzwerkzeuge aufgebessert. Ich grub mir ein kleines Loch und habe in diesem gleich nach Stein gesucht und es auch gefunden. Zu tief graben durfte ich jedoch nicht, denn ich wusste nicht, was mich dort, sollte ich Höhlen finden, erwarten würde. Mit der Steinaxt besorgte ich mir gleich noch etwas mehr Holz und machte mich dann auf den Weg. Ich hoffte, das Dorf zu finden, was einer der Militärsoldaten in seinem Buch beschrieben hatte. Wenn ich Glück haben würde, dann gäbe es dort Hilfe. Oh, tatsächlich sind da hinten ein paar Häuser. Vielleicht gibt es da wirklich noch Überlebende. Aber es sieht mir ziemlich verlassen aus. Also, wenn ich jetzt mal hier so vom Weiten schaue, die ganzen Dächer sind alle eingestürzt. Oh nein, tatsächlich. Das ist auch alles komplett verwildert hier. Hier ist, glaube ich, schon lange nicht mehr niemand mehr gewesen. Aber eigentlich höre ich. Ich höre kein komischen Schrei dieser komischen Monster. Der scheint hier wirklich komplett verlassen zu sein. Ein paar Betten stehen hier noch rum. Was ist das? Eine Baseballschläger. Und habe ich wenigstens eine Waffe, um mich zu verteidigen. Perfekt. Gibt es hier noch irgendwas? Ein paar Federn? Nee, nichts weiter. Vielleicht gibt es hier im Kühlschrank. Hier gibt es tatsächlich noch ein paar Konserven. Perfekt, die nehme ich erstmal mit. Aber sonst noch irgendwas? Nee, tatsächlich nicht. Ich sollte am besten mal die anderen. Das wird auch schon langsam dunkel. Ich sollte tatsächlich auch mal ein paar andere Häuser vielleicht noch untersuchen. Vielleicht finde ich ja hier noch was. Das ist alles verbarrikadiert. Nee, hier komme ich nicht so einfach rein. Vielleicht gibt es noch ein anderes Gebäude. Vielleicht muss ich mir auch erstmal eins für die Nacht suchen. Der Ort schien schon seit längerem nicht mehr bewohnt zu sein. Jedenfalls sahen die Häuser schon sehr verlassen aus und hier und da hingen auch schon Spinnenweben. Außerdem waren einige Fenster schon vernagelt oder schon eingeschlagen. Vielleicht war es keine so schlechte Idee, erst einmal hier zu bleiben. Nach dem Militärkodex hieß es, dass man versuchen würde, innerhalb von 20 Tagen Hilfe zu schicken. Das würde bedeuten, dass ich maximal 20 Tage am besten hier in diesem Ort oder in der Umgebung bleiben musste. Ich hoffe, dass es schneller gehen würde und sie mich hier schnell finden würden. Ich meine, das Wrack vom Helikopter würde man doch bestimmt sehen, oder? Ich suchte mir ein etwas abseits stehendes, verlassenes Haus und versuchte, den groben Schaden am Haus auszubessern. Hier und da fehlten die Fenster und das Dach war teilweise nicht mehr vorhanden. Ich
Ich würde definitiv noch mehr Materialien benötigen und entschied mich, bevor die Nacht kommen würde, noch etwas Holz vom Rande des Waldes zu holen. Zu lang durfte diese Aktion aber nicht dauern, da schon die Sonne dabei war, unterzugehen. Nachdem ich am nächsten Morgen eine der Dosen, die ich aus dem abgestürzten Helikopter mitgenommen hatte, zum Frühstück geöffnet hatte, entschied ich mich, das Dorf noch etwas weiter zu untersuchen. Ich befand mich ja immer noch in einer roten Zone und musste wirklich aufpassen, nicht von den Zombies entdeckt zu werden. Aber hier im Dorf schien es noch ruhig zu sein. Ich meine, auf Leben brauche ich hier nicht zu hoffen, aber vielleicht finde ich ja noch irgendwelche Hinweise, was hier passiert ist. Und seit wann das Dorf hier schon so leer steht. Ich meine, es ist ja schon ganz schön verwildert hier alles. Und tatsächlich, hier wachsen auch schon, die Bäume. Was ist denn das hier? Ohne Messer. Das nehme ich unbedingt noch mit. Vielleicht kann ich das ja neben dem Baseballschläger auch noch benutzen. Gibt's hier auch noch? Hier gibt's auch noch tatsächlich ein bisschen Nahrung. Aber ob das noch alles gut ist, weiß ich nicht. Aber ich nehme es erstmal sicherheitshalber mit. Vielleicht kann ich ja die Nahrung wirklich noch gut gebrauchen. Oh, hier gibt's auch noch irgendwas. Oh, was ist denn das noch? Jagd. Okay, was steht denn hier drin? Opa und ich gehen bald jagen. Wir müssen nur noch auf Vollmond warten. Oh, ich hoffe mal, dass sie rechtzeitig losgelaufen sind. Und hier... Oh, was ist denn das hier? Noch das Jagdgewehr. Oh, das nehme ich mit. Und ein bisschen Munition dazu auch noch. Oh, das sieht ganz gut aus. Was sind hier oben? Hier auch noch... Oh, noch ein bisschen Munition. Na, perfekt. Gut, dann bin ich erstmal... Wenn mich erstmal was Munition geht, bin ich erstmal etwas abgesichert. Da ich nicht immer wieder aus Versehen dieselben Häuser durchsuchen wollte, entschied ich mich dafür, noch mehr Holz zu besorgen und diese dann zu Schilder zu verarbeiten, da ich dann dadurch die Türen markieren und abriegeln können würde. Dadurch würde ich dann auch einen besseren Überblick im Dorf haben und sollte sich dort in einem der bereits durchsuchten Häuser doch noch ein Zombie aufhalten, würde dieser nicht einfach so nach draußen kommen können. Zumindest so in der Theorie. Hier sind auch schon so viele Krähen. Oh, das ist eigentlich kein gutes Zeichen, wenn hier Krähen unterwegs sind. Ich meine, eigentlich habe ich noch keines dieser... Was war das denn gerade? Keines dieser Dinger gefunden. Moment, da habe ich... Ist das hier drin, oder was? Hier ist noch Munition auf dem Boden. Oh, was habe ich denn da gehört? Oh nein. Das ist eines dieser Dinger. Mal ganz vorsichtig. Hier... Nee, hier ist es nicht. Wo ist das denn? Das muss irgendwo anders sein. Am Rande des Dorfes an einer großen Straße stand eine Bushaltestelle. Wenn ich der Straße folgen würde, würde ich bestimmt noch auf andere Orte treffen, wo es wahrscheinlich auch noch kostbare Artefakte geben würde. Aber ich musste warten, bis der neue Helikopter hier landen würde. Ohne die Hilfe vom Militär wäre die Lage schon fast aussichtslos. Das scheint wirklich nur ein kleines abgelegenes Örtchen zu sein. Aber hier ist irgendeine Stromleitung oder sowas. Oder irgendwelche Strommasten. Oh, die Krähen fliegen schon wieder. Oh, die Krähen... Oh, was ist denn das hier? Oh, das ist einer dieser Monster-Lock-Kasten. Die muss ich sofort entfernen. Nicht, dass dadurch hier noch mehr von diesen Zombies auftauchen. Oh, die Krähen fliegen auch umher. Da ist tatsächlich schon eins von diesen Dingern. Um das Ding kümmere ich mich. Am besten mit meinem Baseballschläger. Solange es nur eins von diesen Monstern ist, ist es überhaupt kein Problem. Ah, perfekt. Aber das war's dann auch, ne? Ich hau nicht weitere. Nee. Und doch, hier ist auch noch so ein Monster-Lock-Kasten. Kommen die Dinger von hier, oder was? Ja, wahrscheinlich. Oh, hier ist auch noch ein Feuerzeug. Das nehme ich mal mit, vielleicht kann ich das ja gut gebrauchen. Hier oben, ja, habe ich hier noch irgendwas? Nee, das ist alles komplett leer. Oh, hier gibt es noch ein bisschen Nahrung. Die nehme ich unbedingt mit, die kann ich gut gebrauchen. Ja, mit den Schildern kann ich das jetzt hier einfach abriegeln. Na, perfekt. Jetzt weiß ich ganz genau, dass ich hier nicht nochmal reingehen soll. Was ist denn das hier für ein kleines Gebäude? Hier scheint doch irgendwie der Strommasten hinzuführen. Und was ist denn das? Oh, hier ist noch ein Monster-Lock-Kasten, der muss sofort weg. Das ist halt wirklich gefährlich. Was ist das hier für ein Schalter? Was ist denn das? Da wurde irgendwas geöffnet. Was wurde denn jetzt geöffnet? Habe ich jetzt hier irgendwas aktiviert, oder? Das scheint ja auch irgendwo hinzuführen. Aber ich sollte erstmal beim Dorf bleiben und auf den Militärhelikopter warten. In vielen Kühlschränken gab es zwar wegen der fehlenden Stromversorgung keine Kühlung mehr, dafür gab es aber immer noch einige Lebensmittel, die immer noch haltbar zu sein schienen. Bis der Helikopter mich abholen würde, bräuchte ich mir keine Gedanken, um Nahrung zu machen. In diesem Gebäude hier war ich auch noch nicht. Das sollte ich auch unbedingt mal. Oder so. Hier sind schon die ganzen Ranken runtergewachsen. Was ist denn das hier? Ist noch ein Bett, noch ein paar Fässer? Vielleicht hier im Kühlschrank noch was? Nee, ist alles komplett leer. Vielleicht hier noch was? Nee. Oh, was ist denn das? Hier scheint irgendjemand ein Loch gegraben zu haben oder sowas. Ach, aber es geht nicht weit rein. Ah, oh, Moment. Ich sollte lieber erstmal zurückgehen. Aber hier muss ich unbedingt nochmal herkommen. Zum Ende des Tages besserte ich noch weiter das Haus, in dem ich zurzeit mein Lager errichtet hatte, aus. Bretter hatte ich ja erst einmal genug. Mit den richtigen Materialien könnte ich dieses Haus vielleicht auch zombiesicher machen. Oh, hier hinterm Dorf ist noch ein kleiner Fluss. Vielleicht sollte ich einfach mal flussaufwärts laufen und vielleicht find ich ja da oben noch irgendwas Besonderes. Aber ich glaube nicht. Oh, tatsächlich. Moment, da scheint es auch irgendwas zu geben. Oh, wie einen Campingplatz. Na gut, kein Campingplatz, aber ein paar Tische. Ein paar Campingtische und auch ein schon wieder so ein Monster-Lock-Kasten. Schnell weg damit. Ach, tatsächlich. Hier haben sie damals wahrscheinlich kampiert oder sowas.
Oh, ein Hirsch oder sowas. Oh, gut zu wissen. Was haben wir hier drin? Oh, ein bisschen, ein paar Getränke und hier hat jemand versucht, irgendwelche Flussfische zu angeln. Warte, hier geht's noch weiter nach oben. Vielleicht, ich glaube, ich nehme mir erstmal noch mal ein bisschen Holz mit. Sicher ist sicher. Lieber haben als brauchen. Ich war bereit, den Mineneingang, den schon die Bewohner zuvor angefangen hatten, weiter zu graben. Ich hatte zwar zur Zeit nur eine Steinspitzhacke, aber trotzdem würde ich damit schon weiterkommen. Vielleicht gäbe es ja in den Höhlen auch noch Eisen. Dadurch hätte ich dann eine bessere Verteidigung gegen diese Zombies. Ich frage mich vor allen Dingen, warum die das hier gegraben haben. Also was haben die denn versucht? Vielleicht haben die auch versucht, hier diese seltenen Erze in der roten Zone zu finden. Aber ich meine, wussten die Bewohner überhaupt davon? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind doch eigentlich streng geheime militärische Informationen. Das kann doch gar nicht sein. Aber ich glaube, ich werde erstmal versuchen, ein bisschen weiter zu graben. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Ich meine, vielleicht habe ich ja das Glück und ich finde sogar Eisenerz. Das könnte ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Oh, hier scheint es auch eine Art Höhle zu geben. Aber ich muss unbedingt aufpassen, nicht, dass ich einfach runterfalle. Und dann warten da unten wahrscheinlich irgendwie die Zombies auf mich oder sowas. Naja, lieber nicht. Ich sollte lieber erstmal, Moment, ich baue mir am besten erstmal hier eine Werkbank und dann am besten auch noch gleich ein paar Leitern oder sowas. Weil damit würde ich einfach wieder nach oben kommen, beziehungsweise nach unten klettern können. Moment, wenn ich die jetzt hier einfach befestige, geht's hier geht's auch gerade nach unten. Aber wenn ich da jetzt einen Stein platziere und jetzt einfach alles hier mit der Leiter verbinde, na perfekt, dann komme ich doch jetzt einfach nach unten und nach oben. Oh, ich höre diese Dinger schon. Ah, da unten sind sie. Tatsächlich hier auch in den Höhlen. Aber hier ist auch ein bisschen Eisenerz, perfekt. Das brauche ich, das nehme ich unbedingt mit. Daraus kann ich mir dann vor allem auch erstmal eine Eisenspitzhacke bauen oder vielleicht sogar schon eine Rüstung, wenn ich noch mehr finde. Da habe ich wenigstens ein bisschen mehr Schutz. Ah, da unten warten sie alle auf mich. Ah, da gehe ich lieber noch nicht runter. Das ist mir noch ein bisschen zu gefährlich. Ich glaube, ich sollte erstmal ein bisschen Stein mitnehmen und dann wieder zurück. Ich hatte zwar etwas Eisen, wollte mir aber zuerst in einem Ofen etwas Holzkohle herstellen. Dadurch hätte ich dann auch gleich die Möglichkeit, mir ein paar Fackeln herzustellen und die Mine etwas weiter auszuleuchten. Mit dem Ausleuchten der Umgebung an der Oberfläche wollte ich noch etwas warten, denn jede Lichtquelle würde Zombies anlocken. Ich musste so lange wie möglich unentdeckt bleiben. Dennoch war es keine schlechte Idee, das Haus, in dem ich mich befand, auszuleuchten. Diese dunklen Räume ohne Licht konnten sehr schnell beengend wirken. Und da ich noch ein paar Tage aushalten musste und nicht genau wusste, wann der Militärhelikopter hier auftauchen würde, musste ich es mir so angenehm wie möglich machen. Naja, so angenehm, wie es eben in einer roten Zone möglich war. Mit dem ersten Eisen aus der Mine stellte ich mir gleich eine Eisenspitzhacke her. Ich wusste, da unten würden noch mehr Ressourcen auf mich warten. Aber das Gefährliche waren da unten immer noch die Zombies. Ich musste mich also Stück für Stück nach unten durchgraben und aufpassen, nicht in eine weitere Höhle gefüllt mit Zombies zu stolpern. Es war praktisch, denn die ganzen Steinblöcke aus der Mine konnte ich gleich zu Mauern verarbeiten. Ich hatte versucht, die Ruinen der ehemaligen Mauer mit meiner Steinmauer zu verbinden, aber das funktionierte nicht so richtig, denn es blieb ein Spalt, durch den die Zombies einfach hindurchspazieren konnten. Von daher entschied ich mich dazu, die Mauer eine Ebene tiefer zu bauen und das Gelände später noch etwas einzuebnen. Die Mauer aus der früheren Zeit ließ sich trotzdem stehen. Vielleicht würde sie ja einige Zombies aufhalten. In den roten Zonen gab es alle 10 Tage einen sogenannten Blutmond, welcher die Zombies in Rage verfallen ließ und merkwürdigerweise viel mehr Zombies auftauchen ließ. Warum das so war, konnte bisher noch nicht herausgefunden werden. Man vermutete, dass es mit den Artefakten in der roten Zone im Zusammenhang stehen musste. Aber ob das wirklich so war, konnte nicht nachgewiesen werden. Ich wusste nur, dass, sollte bis dahin kein Helikopter angekommen sein, ich mich in meinem Haus verbarrikadieren musste. Jetzt habe ich wenigstens ein paar Fackeln bei mir und kann jetzt versuchen, einfach weiter tiefer in die Höhle zu gehen. Vielleicht finde ich ja da unten wirklich noch ein paar Erze, die ich gebrauchen kann. Ich meine, ein bisschen Eisenerz hatte ich ja schon gefunden, aber ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht von irgendwelchen Zombies da unten überrascht werde. Vor allem, wenn das hier auch so dunkel ist. Aber bis jetzt höre ich noch nichts. Nee, hier unten waren aber ein paar, da muss ich wirklich aufpassen. Na, bis jetzt ist alles noch voll in Ordnung. Ich habe zwar ein paar Zombieschreie gehört, aber... Oh ne, die werden aber immer lauter. Aber bis jetzt gibt es hier oben, wo ich mich jetzt aufhalte, bis jetzt noch keine Zombies. Vielleicht unten, na, da sehe ich schon ein paar Augen. Da sehe ich schon ein paar Augen aufblitzen, aber die können ja nicht so einfach hochklettern. Ich nehme am besten die Erze mit und gehe dann wieder nach oben. Als ich wieder nach oben an die Oberfläche geklettert bin, war ich erleichtert zu sehen, dass es noch Tag war. Ich beeilte mich und kehrte zu meinem kleinen Häuschen zurück. Ich hatte genug Stein, um damit die Mauer weiterzubauen. Ich muss am besten versuchen, die komplette Mauer hier um mein kleines Häuschen zu ziehen. Und vor allen Dingen muss ich auch noch die ganze Erde wegmachen. Und wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Aber die scheinen ja jetzt auch nach und nach aufzutauchen. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Da ich nicht wusste, wie viele Soldaten in dem Helikopter sein würden, dachte ich mir, dass es sinnvoll wäre, für alle etwas Nahrung zu besorgen. Die einzige Möglichkeit, Nahrung zu beschaffen, ohne das Dorf verlassen zu müssen, wäre das Anbauen von Weizen. Dafür besorgte ich mir vom nahegelegenen Fluss Wasser und fing an, die ersten Felder anzulegen.
Da ich mein gesamtes Stein für Mauern aufgebraucht hatte, blieb mir nur eine Schaufel aus Holz, um das Gelände einzuebnen. Und ja, mit einer Holzschaufel hat es ewig gedauert und von der Haltbarkeit will ich erst gar nicht anfangen. Ich brauchte bald wieder Steine oder besser noch Eisen aus der Mine. Eines der Häuser im Dorf war mit Holzbarrikaden verschlossen. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis ich diese mit meiner Steinaxt entfernen konnte. Aber vielleicht würde ich diese Barrikaden noch für mich verwenden können. Es dauert wirklich lange, bis die abgebaut. Oh, hier drin ist alles komplett dunkel. Hier hat sich jemand wirklich komplett verbarrikadiert. Vielleicht sollte ich hier erstmal ein bisschen Licht machen. Oh ne, hier ist alles komplett verlassen in dem Gebäude. Vielleicht gibt es hier im Kühlschrank noch was? Ne, auch komplett leer. Oh, was ist denn das? Oh, hier ist noch ein bisschen. Was ist denn das? Gold? Das muss ich gleich mal lesen. Es geht alles den Bach runter. Ich muss weg hier. Wie man mich selbst nicht das Gold vergessen. Ob man das Gold wirklich in einer Zombie-Apokalypse gebrauchen kann, glaube ich halt nicht. Ich glaube, das wäre es besser, wenn ein bisschen mehr Nahrung mitgenommen hätte. Aber den Rucksack scheint er hier vergessen zu haben. Ich guck mal weiter hier oben. Gibt es hier oben noch irgendwas? Hier ist auch alles komplett schon. Was ist das hier hinten? Ist noch? Ach, hier ist das ganze Gold drin. Na gut, dann nehme ich das halt mit. Aber ob ich das wirklich gebrauchen kann, glaube ich nicht. Es ging wieder ab in die Höhlen. Hier unten wurden die Zombies immer mehr. Aber da ich im Dorf einige Waffen gefunden hatte, konnte ich diese nutzen und mir die Zombies auf Distanz halten. Ich musste nur darauf achten, dass die Zombies nicht zu mir nach oben kommen würden. Aber da ich eh sicherheitshalber immer ein paar Blöcke unter mir freiließ, konnten sie mich nicht erreichen und ich konnte sie nach und nach erledigen. Da die Zombies am Ende des Tages aber doch einen Weg zu mir gefunden hatten, entschied ich mich, wieder nach oben zu klettern. Stein hatte ich ja jetzt hoffentlich genug bei mir, um die Mauern endlich fertig zu bauen. Bevor ich aber die Mauern setzen wollte, war es an der Zeit, die Erde noch etwas weiter einzuebnen. Sollte ich das nicht machen, würden die Zombies bestimmt einen Weg finden, um über die Steinmauer zu springen. Vielleicht wäre ja auch noch ein Graben sinnvoll. Es war doch mehr Erde, als ich erwartet hatte, aber letztendlich war ich mit dem Ergebnis zufrieden. Ich nahm mir den ganzen Vormittag Zeit, um die Barrikaden an einem der Häuser im Dorf zu entfernen und sie dann an meinem Haus zu befestigen. Da ich immer noch nicht wusste, wann der Helikopter auftauchen würde, musste ich bei der Hausverteidigung auf Nummer sicher gehen. Den Rest des Tages nutzte ich dafür, das Feld noch weiter zu vergrößern. Ich wusste ja immer noch nicht, wie lange ich hier festsitzen würde, aber sollte die Hilfe später als erwartet landen, dann bräuchte ich eine Nahrungsversorgung. Tag 9 verbrachte ich damit, ein bisschen wildes Weizen in der Umgebung zu sammeln und das Feld noch weiter zu vergrößern. Ich wusste nicht, ob die Zombies die Felder gezielt angreifen würden, dachte mir aber, dass sie wohl eher mich angreifen würden, anstelle über die Felder zu laufen. Da die Mauer noch nicht fertig gebaut war, hieß es wieder ab in die Minen. Neben dem ganzen Stein fand ich außerdem auch noch ein seltenes Erz, das ich bereits schon aus der roten Zone beim Gefängnis kannte. Oh, was ist denn das hier? Das scheint mir so ein Artefakt-Erz zu sein. Oh, tatsächlich. Ah, oh, das kenne ich doch. Das habe ich doch schon mal bei der anderen roten Zone gefunden. Oh, jetzt kommen immer mehr von diesen Biestern. Oh, die scheinen mich irgendwie hier unten gefunden zu haben oder so. Aber Moment, wenn es nur so wenig sind, dann geht das noch, solange die mich nicht überrennen. Je länger ich in den Minen war, desto mehr Zombies tauchten auf. Ich war also nach einer gewissen Zeit gezwungen, wieder nach oben zu klettern. Oben angekommen, wandelte ich die Steine aus der Mine wieder in Mauern um und umzäunte dann mein Haus. Außerdem fing ich auch an, das Gebiet innerhalb meiner Mauern auszuleuchten, denn ich wusste, es war bereits 10 Tage her, dass ich mit dem Helikopter abgestürzt bin. Und da in der Nacht, als wir mit dem Helikopter hierher gekommen waren, ein Blutmond war, würde jetzt auch wieder ein Blutmond anstehen. Ich nutzte so viel Eisen wie möglich, um mir eine Rüstung herzustellen. Außerdem wollte ich versuchen, die Wand meines kleinen Häuschens noch etwas mit Barrikaden des großen verlassenen Hauses zu verstärken. Ich wusste, dass die nächste Nacht gefährlich werden würde. Oh, es ist soweit. Der Blutmond geht auf. Ein Glück habe ich hier alles noch komplett umzäunt und ausgeleuchtet. Na, obwohl, vielleicht lockt das ja jetzt die Zombies an. Aber es jetzt scheint alles ruhig zu sein. Aber ich höre schon ein paar Schreie von diesen Dingern. Bis jetzt ist alles noch ruhig. Oh, da kommen sie schon. Da kommen sie schon gelaufen. Oh, aber ich meine, gut, solange die Mauern hier stehen, habe ich eigentlich ziemlich guten Schutz. Ich muss sie einfach nur auf Distanz halten. Oder da kommen schon die nächsten. Oh, es werden immer mehr. Okay, ich dachte, es würden nicht so viele auftauchen, aber es sind jetzt doch viel mehr als erwartet. Wo kommen denn die jetzt auf einmal alle her? Die scheinen jetzt aus der ganzen Umgebung wahrscheinlich hierher gekommen zu sein. Die können wahrscheinlich irgendwie untereinander kommunizieren oder so. Aber das ist schon merkwürdig, dass jetzt so viele gezielt hierher laufen. Und scheinen auch immer mehr zu werden. Aber wo kommen die denn überhaupt alle? Das sind so viele von diesen Dingern. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht zu sehr meine Waffen benutze. Wie viele sind denn das? Was ist denn das? Was ist das da hinten? Oh, was ist das da hinten für ein komisches Ding? Ich muss sofort in mein Haus zurück. Was war denn das, bitteschön? Am besten hier schnell verbarrikadieren. Schnell zumachen. Und hier muss ich hier warten, bis wieder Tag wird. Ja, hoffentlich kommen die Dinger nicht hier rein. Was war das denn? Na perfekt, ich habe den Blutmond überlebt. Aber was war denn das am Rande vom Wald? Da hinten dieses komische... Ding? Was war denn das? Waren irgendwie mehrere Zombies zusammen? Ich kann das ganz schnell beschreiben.
Was sind auch so viele hier? Ist das Ding immer noch da hinten? Der scheint jetzt weg zu sein. Jetzt sind nur noch die Zombies hier. Der ist tatsächlich weg. Ah, das war ja merkwürdig. Das war ja richtig komisch. Was sind immer noch so viele von diesen Dingern hier? Ich meine, ich kann jetzt probieren. Nee, ich kann doch niemals hier... Ich kann die doch niemals alle... Ich kann mich doch niemals um die ganzen... Dann mache ich doch meine ganzen Waffen kaputt, wenn ich jetzt hier weiterkämpfe. Ich muss am besten renne ich weg. Am besten lenke ich die ab und lock die irgendwie weg hier vom Dorf. Weil sonst kann ich hier... Sonst kann ich hier keinen Schritt mehr vor dem anderen machen. Ich laufe am besten... Moment, ich laufe am besten halt in den Wald rein. Einige konnte ich jetzt schon abhängen, aber mich verfolgt immer noch dieser kleine Zombie hier. Das heißt, es hat tatsächlich alle erwischt. Und ich muss weiter in den Wald laufen. Und die verfolgen mich immer noch. Warum sind die denn auch so schnell? Am besten verstecke ich mich hier irgendwo. Ich muss mich irgendwo verstecken. Ich meine, jetzt ist schon eine ganze Weile vergangen. Vielleicht sind die jetzt alle weitergezogen. Ich laufe jetzt am besten mal langsam zum Dorf zurück und gucke einfach mal. Vielleicht habe ich ja wirklich Glück gehabt und mein Plan hat funktioniert. Aber das scheint jetzt... Also ich sehe jetzt von hier hinten... Von hier hinten sehe ich keinen Zombie weiter. Das Dorf war wieder komplett leer. Wohin sind all die Zombies verschwunden und was war das für eine riesige Kreatur am Rande des Waldes? Hatte ich damals im Lumpengefängnis nicht auch so ein riesengroßes Monster im Labor besiegt? Wie kann es sein, dass so eine Kreatur hier wieder auftaucht? Beim nächsten Blutmond wollte ich vorbereitet sein und mir eine Art Wachturm auf das Dach meines Hauses bauen. Ich musste aber aufpassen, nicht herunterzufallen. Aber da ich mich dann immer noch innerhalb der Mauer befinden würde, war es an sich kein großes Problem. Aber dennoch würden hier oben ein paar Sicherheitshörner bestimmt nicht schaden. Der erste modifizierte Zombie hat das Labor verlassen. Damit ich mich nicht einfach so hinter den Mauern verstecken kann, wurde dafür der Bomber-Zombie freigelassen. Bei der kleinsten Berührung jagt er sich selbst und alles in seinem Umkreis in die Luft. Ich wollte anfangen, endlich die restlichen Häuser im Dorf zu untersuchen. In einigen fand ich diese komischen Kisten, die andere Zombies anlocken würden. Innerhalb meiner Mauer warteten ein paar Zombies auf mich. Ich musste wirklich darauf achten, jedes Mal den Weg wieder zu versperren, damit keines dieser Biester hier einfach so hineinlaufen würde. Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das für ein komisches Ding? Das macht doch richtig komische Glucksgeräusche oder... Was ist denn das? Moment, das halte ich mir lieber auf Distanz. Aber ganz vorsichtig. Ah, das war's, oder? Das war ja richtig merkwürdig. Was war denn das für ein Zombie? Ah, das große Gebäude hier habe ich noch gar nicht untersucht. Ah, das ist ein Einkaufsladen oder so. Oh, hier gibt's noch ein bisschen Nahrung. Perfekt, das scheint auch alles noch ungeöffnet zu sein. Ja, das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Platz bei mir, aber ich kann wenigstens mal ein paar Sachen kann ich schon mal mitnehmen. Was ist denn das? Das lasse ich mal hier. Damit locke ich ja eher die Zombies an. Aber vielleicht kann ich das ja noch irgendwie für mich nutzen oder so. Was gibt's hier oben noch? Nee, hier oben gibt's nichts weiter, oder? Ja, hier ist auch noch ein Gebäude, in dem ich noch nicht war. Das scheint auch ein kleiner Laden zu sein. Oh, hier gibt's auch noch ein bisschen Nahrung. Das nehme ich mir alles mit. Ein Glück habe ich vorhin mein ganzes Inventar in eine Kiste geleert. Dann kann ich einfach die ganzen Sachen mitnehmen. Was ist denn das hier? Batterien? Und was war das eben gerade? Was ist denn das? Eine Batterie oder was? Ah, die kann ich auch für ein paar Gegenstände verwenden. Ah, vielleicht kann ich das ja... Das kann ich später doch bestimmt noch verarbeiten. Und am besten nehme ich auch hier die komplette Nahrung aus dem kleinen Einkaufsladen mit. Wenn ich die bei mir habe, dann... Oh, hier gibt es auch noch viel mehr. Das nehme ich am besten alles mit. Und gibt's... Was gibt's... Vielleicht sollte ich noch weiter nach oben gucken. Was gibt's denn hier noch? Das brauche ich erstmal nicht. Was sind hier? So eine Melone und einen Kürbis? Immerhin, die ganzen Spinnenweben nehme ich mit. Die kann ich später auf jeden Fall noch gut gebrauchen. Das Weizen auf dem Feld war bereits fertig gewachsen. Und jetzt war es an der Zeit, alles zu ernten. Es war am Ende mehr als erwartet. Und ich hätte jetzt genügend Saatgut, um das Feld noch weiter zu vergrößern. Aber die aktuelle Größe reichte mir erst einmal aus. Ich musste also nur alles wieder bepflanzen. Da aber bald die Verstärkung auftauchen musste, bräuchte ich das eigentlich nicht zu machen, da sie hoffentlich genügend Nahrung dabei haben würden. Jetzt, wo ich aber auch meinen Nahrungsvorrat in einer Kiste eingelagert hatte, fiel mir auf, dass selbst das mehr als genug war, um die nächsten Tage zu überleben. Ich ging wieder in die Mine, um nach diesem besonderen schwarzen Erz zu suchen. Da ich wusste, dass sich dieses Erz nur in der roten Zone befinden würde, wollte ich für diesen Forschungstrupp so viel wie möglich von diesem Erz sammeln. Die Höhlen waren ein gefährlicher Ort, vor allem jetzt, wo immer mehr von diesen explosiven Zombies auftauchten. Warum waren diese Dinger plötzlich hier? Die gab es doch damals nur in der Nähe des Labors in der anderen roten Zone. Hat sich diese Mutation etwa bis hierher verbreitet? Die Spinnenweben aus den Lahn konnte ich gut für eine extra Verteidigung verwenden. Ich platzierte sie vor meinem Haus und sollten sich die Zombies in diesem Spinnennetz verfangen, dann würden sie viel langsamer sein und ich könnte mich einfacher um sie kümmern. Langsam machte ich mir Sorgen. Es war immer noch kein Militärhelikopter am Himmel zu sehen, geschweige denn zu hören. Ich durfte mir aber nicht zu viele Gedanken machen, denn schließlich würden sie hier garantiert auftauchen, oder? Um mich etwas abzulenken, kletterte ich wieder in die Mine und suchte nach diesem
diesem schwarzen Erz. Das Gute daran war, dass ich dadurch auch viel Kohle und auch Eisen finden konnte. Langsam aber sicher hatte ich einen guten Vorrat in meinem kleinen Häuschen und könnte das Eisen bestimmt noch sinnvoll verarbeiten. Aus dem ganzen Eisen konnte ich mir endlich ein paar ordentliche Werkzeuge herstellen. Vor allem wollte ich endlich mal eine Eisenaxt haben, denn dadurch würde ich viel schneller Bäume fällen können. Ich musste langsam auch mal anfangen, meine ganzen Gegenstände zu sortieren. Sollte der Helikopter wirklich nicht mehr kommen, dann würde ich ein großes Problem haben und musste nach einer Lösung suchen. Aber noch gab es Hoffnung. Noch wollte ich an nichts Schlimmes denken. Es musste einfach Hilfe kommen. Ich fand heraus, dass ich aus Eisengittern und etwas Holz einen Stacheldrahtzaun herstellen konnte. Ich hatte die Idee, diesen über meiner Steinmauer zu setzen. Denn sollten die Zombies wirklich versuchen, hinüber zu klettern, dann würden sie durch den Zaun nicht weit kommen. Ich fühlte mich dadurch schon viel sicherer als zuvor. Ich glaube, Nahrung müsste ich doch jetzt erstmal genug haben, oder? Was war denn das? Was ist denn das für eine Explosion? Das ist ein Militärhelikopter. Da muss ich sofort hin. Was ist da passiert? Moment, habe ich sicherheitshalber ein paar Waffen mitnehmen. War das gerade ein Militärhelikopter oder was? Oh, endlich seid ihr da. Endlich seid ihr... Moment. Warum greift er mich an? Was macht das Ding für komische Geräusche? Das sind keine menschlichen Laute mehr. Was ist hier passiert? Nein, die sind infiziert. Die sind infiziert. Wir müssen uns um die kümmern. Oh nein, die kommen immer näher. Eigentlich habe ich da. Eigentlich habe ich die Spinnenweben platziert. Dadurch sind die verlangsamt. Oh nein, was war denn das? Oh, das war die Hilfe vom Helikopter, auf die ich jetzt gehofft habe. Ist der hier abgestürzt oder was? Wahrscheinlich waren die vom Virus infiziert. Und ist dieser Helikopter einfach abgestürzt. Ist alles in Trümmern. Gibt's hier drin vielleicht noch irgendwas? Nee, tatsächlich nicht. Dieses Ding kann man auch nicht mehr starten. Das ist hier einfach abgestürzt. Das war meine Hoffnung, dass ich hier endlich rausgeholt werde. Oder besser gesagt, dass ich mich hier besser fortbewegen kann. Was soll ich denn jetzt am besten machen? Das Militär hat versucht, Hilfe zu schicken, aber es hat nicht funktioniert. Die werden definitiv nicht nochmal einen Helikopter herschicken. Vor allem jetzt, wo der zweite auch noch abgestürzt ist. Ich glaube, ich bin auf mich allein gestellt. Durch den Absturz des Helikopters hat sich die Mutation, die die Soldaten in sich getragen haben, weiter verbreitet. Der Zomja ist eine gefährliche, gut ausgerüstete Zombie-Mutation. Ich war verzweifelt und wusste nicht, was ich machen sollte. Ich konnte mich daran erinnern, dass der Schalter im kleinen Stromhäuschen am Ende der Strommastenverbindung irgendeine Tür entriegelt hatte. Sollte ich vielleicht versuchen, den Strommasten zu folgen? Aber das würde bedeuten, dass ich mein sicheres Haus verlassen musste. Vor allem jetzt, wo bald der Blutmond anstand, sollte ich lieber hierbleiben und versuchen, wenigstens bis nach dem Blutmond durchzuhalten, ehe ich mich auf Erkundungstour begeben würde. Vielleicht gäbe es hier in der roten Zone noch irgendwo andere Menschen. Zu allem Unglück fing es auch noch an zu regnen. Da der zweite Helikopter abgestürzt war, entschied ich mich, das schwarze Erz, was ich eigentlich für die Wissenschaftler des Militärs aufgehoben hatte, in eine Rüstung umzuwandeln. Dadurch hatte ich jetzt Schuhe und ein Oberteil, das durch das schwarze Erz und durch das Eisenerz fast schon so stark wie eine Militärrüstung war. Eigentlich habe ich hier noch die ganze Nahrung sortiert. Dann kann ich jetzt erstmal noch ein bisschen weiter durchhalten, aber... Oh nein, der Blutmond geht auf. Es geht los. Ich dachte, zum nächsten Blutmond wäre ich endlich weg hier. Aber jetzt muss ich den Blutmond auch noch durchhalten. Und dann kann ich mich endlich auf... Da kann ich endlich weiter erforschen. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwo andere Menschen. Und vielleicht habe ich ja Glück und bei dem Blutmond tauchen nicht so viele von diesen Dingern auf. Aber da kommen schon die Ersten. Die kommen auch schon auf mich zu, oder? Ja, die kommen... Vor allem werden es auch immer mehr. Ich höre schon wieder so viele von diesen Dingern. Aber die verfangen sich hier alle in den Spinnenweben. Das ist eigentlich ganz gut. Dadurch kommen die nicht einfach so zu mir. Und vor allen Dingen können die auch nicht hier über... Moment, ich muss hier ein bisschen weiter... Da komme ich noch besser an die ran. Da kann ich die vielleicht von hier oben sogar versuchen, mit meiner Axt zu erwischen. Ah, da, das funktioniert. Perfekt. Die können sich ja durch die Spinnenweben nicht weiter bewegen. Ah, es werden auch immer mehr. Vielleicht habe ich ja Glück und der Stacheldrahtzaun macht noch mehr Schaden. Bis jetzt sieht eigentlich alles noch ganz gut aus. Da hinten kommen auch noch ein paar mehr. Aber so viele sind das gar nicht. Was ist da hinten passiert? Ah, da ist wahrscheinlich der Blitz eingeschlagen. Und jetzt, wo es nicht mehr regnet, verbreitet sich das Feuer. Aber gut, das ist mein... Ich meine, das Haus da hinten brauche ich ja nicht. Was war das gerade? Was war denn das für eine riesige Explosion? Oh nein. War wahrscheinlich eine dieser explosiven Zombies. Die hat die ganzen Zaun weggesprengt. Wir müssen schnell alles zubauen. Habe ich noch irgendwas bei mir? Ich brauche unbedingt... Am besten hole ich mir gleich noch Stein. Ich habe noch Stein im Vorrat. Ich muss schnell was holen. Sonst kommen die einfach hochgelaufen. Ich muss mich sofort beeilen. Ich kann gar nicht klar denken. Moment. Schnell zum Vorrat. Moment, wo hatte ich das alles? Das war doch hier hinten, hatte ich doch die ganzen Steine. Hier ist die Nahrung. Hier hinten sind die Steine gelagert. Ja, perfekt, das ist noch genug.
Ich war in Panik und konnte nicht klar denken. Einer dieser Bomber-Zombies hatte fast meine komplette Mauer inklusive Bohnen weggesprengt. Ich musste mir schnell etwas überlegen. Oh nein, die Dinger klettern hier hoch. Die Dinger haben mein Haus überrannt. Ich muss sofort hier weg. Sonst machen die hier noch alles kaputt. Ich muss sofort mein Haus hier verlassen. Was war das für eine Explosion? Nein, die haben mein Haus in die Luft gejagt. Na, schon wieder. Mein Nahrungsvorrat kann ich jetzt voll vergessen. Ich muss sofort weg hier. Die haben ja alles komplett überrannt. Das waren schon wieder diese explosiven Zombies. Ich muss am besten schnell weg. Aber wo soll ich jetzt am besten hingehen? Bin ich schon wieder eins von diesen explosiven Dingern. Oh, was war denn das gerade? Das war so eine Mini-Explosion oder was? Schnell weg. Am besten folge ich... Genau, ich folge am besten hier der großen Straße. Oh, hier sind noch mehr von diesen komischen Zombie-Kisten. Oder war schon wieder einer vom infizierten Militär? Hatten hier etwa noch mehr Soldaten hierher geschickt oder was? Was hört immer mehr von diesen Dingern auf? Oh, schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Am besten folge ich einfach der Straße. Vielleicht finde ich ja da noch irgendwas, wo ich mich verstecken kann. Am besten immer weiterlaufen. Da kommt noch mehr. Da sind auch diese explosiven Dinger. Immer weiterlaufen. Am besten ignoriere ich die einfach. Am besten alle hinter mir. Am besten immer weiter. Solange die einfach alle hinter mir bleiben, ist alles in Ordnung. Immer weiterlaufen. Was kommt denn da für eine Zombie-Horde auf mich zu? Aber am besten laufe ich hier einfach in den Wald rein. Ich verstecke mich am besten hier irgendwo. Am besten immer weiterlaufen, am besten gar nicht umdrehen. Ich finde hier irgendwas, wo ich mich verstecken kann. Die sind auch hier alle im Wald, das kann doch gar nicht sein. Wo gehe ich denn jetzt am besten hin? Zurück zu meinem Haus kann ich nicht, da ist alles weggesprengt. Oh, hier ist ein See. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Da habe ich Glück gehabt, dass hier im Wald dieses kleine... Was ist hier? Ein Floß oder was? Hat jemand schon versucht hier irgendwas? Tatsächlich. Ich muss am besten schnell zumachen. Schnell das hier wegmachen. Und jetzt muss ich mich hier am besten verstecken. Und jetzt warte ich einfach bis... Ich hoffe mal nicht, dass sie hierher kommen. Die scheinen alle weg zu sein. Haben die mich hier nicht aufs Wasser verfolgt oder was? Am besten warte ich noch ein bisschen ab, bis die Sonne endgültig aufgegangen ist. Vielleicht kann ich jetzt mal nach draußen gucken. Aber was soll ich denn jetzt machen? Jetzt mein komplettes Haus, das komplette Dorf wurde überrannt. Und auch alles wurde weggesprengt. Da kann ich doch jetzt nicht mehr zurückgehen. Nicht, dass da wieder dieses große komische Ding auf mich wartet. Oh, jetzt muss ich mir überlegen. Vielleicht versuche ich jetzt einfach mal der großen Straße zu folgen, wenn die Zombies jetzt alle weg sind. Vielleicht finde ich da ja was. Ich schaute nach draußen und bemerkte, dass kein Zombie mehr zu sehen war. Anscheinend haben sie meine Spur verloren. Aber wo ist diese ganze Horde an Zombies hingezogen? Dieser Gedanke war mir aber in diesem Moment egal, denn ich wusste, dass ich vorerst sicher war und wieder zurück zu der großen Straße gehen konnte. Zurück zum verlassenen Dorf konnte ich nicht, denn mein Haus wurde von diesen Explosionszombies zerstört. Von daher entschied ich mich einfach der Straße zu folgen. Oh, das ist ein Auto. Vielleicht kann ich das noch benutzen. Aber das sieht nicht so aus, als würde das noch funktionieren. Hier hinten ist noch was. Ne, hier ist nichts weiter drin. Hier vorne gibt es noch was. Oh, was ist denn das? Noch ein Anzug? Ein bisschen Munition. Die Munition nehme ich auf jeden Fall mit. Ich habe ja kaum noch was. Und hier geht es auch noch ein bisschen weiter. Was ist denn das da hinten? Das sieht mir aus wie ein Tunnel oder so. Oh, hier liegen auch Minen auf dem Boden. Und da ist auch noch so ein Stoppzeichen. Hier muss ich vorsichtig sein. Und hier ist auch schon irgendwas explodiert. Das war bestimmt ein Zombie, der auf die Mine gelaufen ist. Hier sind auch lauter Barrikaden, lauter Absperrungen. Oh, das sieht mir hinten aus wie jetzt was vom Militär gewesen. Vielleicht... Oh, die Dinger schießen ja auf mich. Das sind irgendwelche Geschütztürme. Aber warum schießen die auf mich? Denken die, ich bin ein Zombie oder was? Die sind bestimmt darauf einprogrammiert, einfach auf jede Bewegung zu schießen. Ich kam an eine große Kreuzung und wusste nicht genau, in welche Richtung ich laufen sollte. Was würde mich hier alles in der roten Zone erwarten? Rettung vom Militär konnte ich vergessen, denn das hat ja bereits erfolglos Hilfe geschickt. Ich musste einen Weg finden, mich alleine hier durchzukämpfen. Dafür brauchte ich aber bessere Waffen. Auf einem kleinen Transporter fand ich einige Werkzeuge, darunter eine Spitzhacke, eine Axt und eine Schaufel. Dieser Transporter schien von einem Militärgelände zu kommen. Vielleicht gäbe es ja dort Menschen, aber ich musste mich auf das Schlimmste vorbereiten. Am Waldrand sah ich ein Schaf stehen und entschied mich, mir erst einmal etwas Wolle zu besorgen, damit ich mir dann daraus ein Bett herstellen können würde. Ich musste dringend Schlaf nachholen, denn in der letzten Blutmondnacht konnte ich kein Auge zutun und ich bemerkte, wie langsam die Erschöpfung an mir nagte. Vielleicht gibt es ja hier auf dem Militärgelände noch Überlebende. Ich meine, der Zaun sieht ja noch relativ intakt aus. Vielleicht kann ich es ja auch einfach verwenden, um hier erstmal weiter zu überleben. Das sieht schon ganz schön verlassen aus. Ich glaube, hier ist niemand weiter. Aber ich muss trotzdem ein bisschen weiter gucken. Vielleicht finde ich ja sogar noch irgendwie... Oh, schon wieder. Oh nein, der Militärschutzpunkt wurde auch schon überrannt. Oh, ich muss unbedingt Abstand halten von diesen Dingern. Ich muss auch sparsam mit meiner Munition umgehen.
muss ich mal hier reinschleichen. Ganz langsam und schnell um die Ecke. Nee, hier ist niemand weiter. Hier ist tatsächlich niemand weiter. Ist alles komplett leer. Und hier sind auch noch große Gebäude. Vielleicht finde ich ja hier sogar noch... Die Sonne geht auch langsam unter. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo noch einen Wagen, den ich benutzen kann. Vielleicht funktioniert ja noch eins von diesen... Autos. Oder von diesen Transportern da hinten. Das ist ja alles komplett verlassen. Und hier ist auch noch eine Blutspur auf dem Boden. Was haben wir denn noch alles hier? Ich darf auch nicht zu lange hierbleiben. Nicht, dass hier noch mehr von diesen Dingern auftauchen. Ich meine, der Gewehrschuss wird wahrscheinlich schon andere Zombies angelockt haben. Aber ich glaube, ich sollte auch einfach nur Gebäude für Gebäude untersuchen. Vielleicht ist ja hier drin irgendwas noch. Hier ist auf jeden Fall ein Bett. Das nehme ich unbedingt mit. Weil dann kann ich auf jeden Fall erstmal die Nacht irgendwo verbringen. Aber auf keinen Fall hier auf diesem Militärgelände. Oh, ich höre die Dinger schon wieder. Oh, wo kommen die denn? Da kommen sie tatsächlich. Da kommt eins von diesen Dingern. Ich muss hier erstmal weg. Ich kann hier nicht bleiben. Ich entschied mich, meinen Unterschlupf außerhalb des Militärcamps zu errichten. In dem kleinen Wald würde ich die perfekte Tarnung haben und mich würden die Zombies hoffentlich nicht so einfach finden. Die Sonne ging langsam unter und ich wusste, dass ich die Umgebung am nächsten Tag noch weiter untersuchen musste. Ich war mir sicher, dass es im Militärcamp noch Ausrüstung geben musste, die ich selber noch gut gebrauchen können würde. Ich stellte mir eine Schere her und zog los, um ein paar Blätter von den Bäumen abzuschneiden. Diese Blätter würde ich dann als extra Tarnung für meinen Holzunterschlupf nutzen. Schließlich wusste ich ja immer noch nicht, sollten sich hier draußen noch Menschen aufhalten, ob diese mir dann feindlich gesinnt wären. Etwas weiter von meiner Hütte entfernt fand ich einen großen Behälter aus Steinen. Ich dachte zuerst, dass es sich hierbei um irgendeinen Bunkereingang handeln musste. Aber als ich genauer nachschaute, fand ich heraus, dass es eine Art Wassertank gewesen sein musste. Ich ließ dieses Ding wieder zurück und widmete mich der Tarnung meines kleinen Unterschlupfs. Jetzt war dieser von außerhalb des Waldes so gut wie nicht mehr zu erkennen und ich konnte nun in aller Ruhe die Nächte durchschlafen. Sollte aber bald wieder ein Blutmond anstehen, müsste ich mir etwas überlegen, denn dieser Unterschlupf würde nicht den Horn der Zombies standhalten. Da ich mir auch noch Eisen besorgen wollte, fing ich an, ein kleines Loch neben einen Baum zu graben. Sollte ich tief genug graben, dann würde ich bestimmt noch nützliche Erze finden. Außerdem bräuchte ich auch noch Kohle, um mir einige Fackeln herstellen zu können. Oh, ich höre schon wieder diese Dinger. Die sind hier irgendwo in den... Nein! Oh nein, schnell weg. Oh, das sind so viele von... Das ist auch so ein explosives Ding. Das habe ich wahrscheinlich von dort oben gehört. Ich dachte, die wären irgendwo in den Wänden gewesen oder so. Aber eigentlich habe ich noch ein paar Blöcke dabei. Oh, das sind so viele. Ich muss am besten den Eingang... Oh nein, das ist das explosive Ding. Ich muss schnell weg. Ich muss am besten dieses Loch finden, wo ich reingefallen bin. Wo ist das? Ah, hier oben. Hier leuchtet was. Perfekt, hier einfach nach oben bauen. Schnell weg. Ey, das war richtig knapp. Das wäre es fast gewesen. Ich muss unbedingt vorsichtig sein. Ich musste versuchen, mich langsam nach unten zu graben und mir dadurch einen sicheren Weg zu bauen. Ich durfte nicht noch einmal einfach so in die Tiefe stürzen. Mein Glück war es, dass ich nicht auf einen dieser explosiven Zombies gefallen bin, denn sonst wäre es aus mit mir gewesen. Hier in dieser Höhle sammelten sich viele Zombies an. Das musste bedeuten, dass es hier irgendwo einen Ein- bzw. Ausgang geben musste. Oder die Biester sind schon länger hier unten und der Eingang der Höhle ist bereits eingestürzt. Jetzt müsste ich eigentlich den größten Teil erledigt... Oh, was hat mich denn da gerade runtergeschubst? Jetzt gibt es hier nur noch diese komischen kriechenden Zombies. Das war's dann auch. Ah, hier unten sind auch noch welche. Aber die kommen hier nicht hoch, oder? Nee, perfekt. Ah, ich höre auch schon wieder dieses komische... Ah, schon wieder so ein explosives Ding. Ja, das darf mich auf keinen Fall... Was war denn das gerade? Das darf mich auf keinen Fall berühren. Weil dann war's das wirklich. Aber jetzt sind hier unten keine Zombies weiter, oder? Nur noch in dieser Hülle da. Moment, wenn ich die jetzt einfach hier aus diesem Loch rauslocke... Oh, das kann doch gar nicht sein. Oh, die sind aber stark. Oh, das war richtig knapp. Ich wollte einfach nur die beiden Zombies hier rauslocken aus diesem... Aus diesem Höhlenloch. Aber hier unten gibt es auch noch was. Und ich höre schon wieder diese Zombie-Schreie. Hier unten scheint es noch viel mehr von diesen Dingern zu geben. Ich muss unbedingt aufpassen. Nachdem ich genug Zeit in der Mine verbracht hatte, entschied ich mich, das Militärcamp noch weiter zu untersuchen. Mir war klar, dass hier keine Menschen überlebt haben, aber vielleicht gäbe es ja hier noch etwas Munition oder ein paar Waffen. Ein Glück habe ich die Fackeln dabei, da kann ich jetzt ja wenigstens alles ein bisschen ausleuchten. Und hier kommt schon wieder eins von diesen Dingern. Aber hier habe ich auch das Bett mitgenommen. Oh, hier gibt es ein bisschen Munition. Das scheinen so eine Art Munitionskisten oder so zu sein. Und da hinten kommen auch noch mehr von diesen Biestern. Und die Sonne geht langsam unter. Ich muss schnell zurück. Ich komme am besten am nächsten Morgen wieder her. Am nächsten Morgen ging ich wieder zum Militärcamp und untersuchte noch weitere Munitionskisten. Und wie auch in denen zuvor fand ich eine große Menge an Munition für meine Fernkampfwaffe. Ich wusste also, dass ich vorerst wieder einen Schutz gegen die Zombies hätte. Ich nahm mir eine der Waffenkisten mit, denn ich wollte in meinem kleinen Holzunterschlupf die Munition lagern, da diese viel Platz in meinen Taschen einnahmen.
Aber da ich jetzt so viel Munition bei mir hatte, musste ich damit auch nicht mehr sparsam umgehen. Das Einzige, worauf ich jetzt noch achten musste, war, dass die Zombies wahrscheinlich von dem lauten Knall der Fernkampfwaffe angelockt werden würden. Ich musste also in gewisser Weise immer noch darauf achten, an welchen Orten ich diese Waffe verwenden würde. Aber bei einem Blutmond spielte es ja keine Rolle, denn dort war es ja egal, ob man Lärm verursachen würde oder nicht, da sowieso überall Zombies umherlaufen würden. Beim weiteren Untersuchen des Militärcamps fielen mir wieder diese Stromleitungen auf. Solche hatte ich ja schon einmal beim verlassenen Dorf gefunden, und als ich dann in diesem Verbindungsraum einen Schalter umgelegt hatte, wurde auch irgendwo in der Ferne eine Tür entriegelt. Ich wollte nachschauen, ob es hier auch wieder so einen Raum gab, und tatsächlich war es auch so. Nur leider brauchte ich für diesen eine Zugangskarte, denn anders konnte man die Tür nicht öffnen. Vielleicht würde ich ja diese hier noch irgendwo im Militärcamp finden. Da meine Taschen durch die Munition zu voll waren, lief ich erst einmal wieder zurück zu meinem Versteck und lagerte dort alle Dinge, die ich später noch brauchen würde. Natürlich hatte ich immer noch etwas Munition bei mir, sollten mich wirklich einige Zombies überraschen. Ich entschied mich, das erste große Gebäude zu untersuchen. Hier gab es einen großen Kasten mit ein paar Sicherungen, die aber alle entweder durchgebrannt waren oder fehlten. Strom konnte ich hier also im Militärcamp vergessen. Außerdem stand hier auch noch ein Wagen herum, aber auch der war zu nichts mehr zu gebrauchen, denn der Motor wurde bereits demontiert. Hier geht's wirklich noch weiter nach oben. Und hier ist auch noch eine Blutspur auf dem Boden. Und die Ranken sind hier auch schon... Ich glaube, das Militärcamp ist hier schon seit längerem verlassen. Oh, was ist denn das? Eine riesengroße Karte. Ah, das scheint hier sowas wie eine Kommandozentrale gewesen zu sein. Ja, tatsächlich. Hier ist das Militärcamp. Und... Ja, tatsächlich. Das ist noch eine riesengroße Karte. Vielleicht kann ich die auch für mich nutzen. Oh, da hinten ist auch noch ein Gebäude. Und da ist auch dieser, das ist der Weg, von dem ich gekommen bin. Und da war auch der Strommasten. Die Strommasten war dort zu sehen. Aber sonst gibt es hier oben anscheinend nichts weiter. Ah doch, hier gibt's noch einen Weg. Moment, ich guck mal hier raus. Oh, hier hat tatsächlich jemanden erwischt. Oh, hier ist auch noch ein Buch. Die letzten Worte. Moment, was steht denn da drin? Ich habe es aufs Dach geschafft, aber ich schaffe es wahrscheinlich nicht mehr lebendig hier raus. Ich werde... Warte, was? Nein, bitte! Wahrscheinlich kamen diese Dinger auch hier raus. Der hat's nicht überlebt. Je länger ich im Militärcamp blieb, desto mehr Zombies tauchten auf. Ich musste mich auf meinen Erkundungstouren also immer beeilen. Vielleicht würden die Zombies ja weniger wären, wenn ich es schaffen würde, all diese Monsterkisten zu zerstören. Aber zurzeit hatte ich noch nicht das ganze Camp abgesucht und musste daher immer aufpassen, nicht von irgendwelchen Zombies überrannt zu werden. Je weiter man in die rote Zone ging, desto merkwürdiger wurde die Umgebung. Bei dieser schien es so zu sein, dass die Erze ein merkwürdiges Licht ausstrahlten. Ob dieses Licht aber gefährlich für mich war, wusste ich nicht. Ich machte mir auch keine weiteren Gedanken und entschied mich einfach, die Erze weiter abzubauen. In den Höhlen warteten auch schon einige explosive Zombies auf mich. Wenn mich diese berühren würden, dann wäre es das mit mir gewesen. Hier musste ich dringend auf Abstand bleiben und meine Fernkampfwaffe benutzen. Vor allem musste ich aber darauf achten, nicht von hinten überrascht zu werden. In den Minen machte ich mir einige Wasserquellen zu nutzen. So konnte ich tiefe Löcher einfacher betreten und diese dann dank des Wasserstroms auch wieder einfach verlassen. Außerdem würde es auch Zombies, die auf mich zukommen würden, etwas zurückdrängen. Solange es nicht zu viele Zombies werden würden, wäre ich dadurch auch im Vorteil. Das Ding hier ist komplett verriegelt. Aber du musst es doch irgendeinen Eingang geben. Oh, tatsächlich. Hier geht's nach oben. Hier kann ich einfach hochklettern. Oh, hier habe ich auch einen ziemlich guten Überblick über das Militärgelände. Oh, soll ich hier wirklich einfach reingehen? Ich meine, warum nicht? Ich kann ja vielleicht die Ranken nutzen, um hier runter zu klettern. Hier ist auch das Dach eingestürzt. Das wurde hier anscheinend alles verriegelt. Hier sind auch irgendwelche Betten, eine Blutspur, ein paar Fliegen fliegen hier rum. Was ist denn das? Warum wurde es überhaupt verriegelt? Oh nein, Hier haben sie wahrscheinlich irgendwie versucht, die Infektion zu bekämpfen. Einen Haufen Bandagen. Das nehme ich mal alles mit. Oh nein, hier haben sie versucht, wahrscheinlich die Infizierten wirklich zu behandeln. Und die haben es nicht geschafft. Was ist denn das hier draußen die ganze Zeit für ein Geräusch? Ach, eine Waschbär! Oh hier, du bekommst ein Brot von mir ab. Oh, der Waschbär. Der hat hier in dieser Apokalypse überlebt, in dieser roten Zone. Das kann doch gar nicht sein. Ja, die Tiere überleben ein Glück. Hier ist auch ein bisschen was beim Eingang eingestürzt. Aber was ist denn das hier für ein... Hier ist aber auch... Nee, hier ist kein Zombie weiter. Perfekt. Aber wieder ein Haufen Munition. Oh, das ist sehr gut. Oh, die ganze Munition nehme ich mit. Was ist denn das? Das scheint ja irgendwie ein Flakgeschütz oder sowas zu sein. Aber das kann ich nicht benutzen. Was ist denn das? Security? Oh, das scheint ja irgendein... Oh Mann, hier gibt es noch mehr Munition. Aber die nehme ich am besten alle komplett mit. Was sind hier noch irgendwelche Schränke? Oh, was sind... Oh, eine Bazooka. Oh, hier gibt es auch noch ein paar Waffen. Ah, das scheint ja wahrscheinlich die Waffenkammer gewesen zu sein. Ein Revolver? Und der ist auch besser als meine jetzige Fernkampfwaffe. Perfekt. Und die Shotgun nehme ich auch mit. Die Bazooka lasse ich lieber hier. Die ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich habe mir ein bisschen zu viel Sprengkraft. Hier sind noch ein paar Minen, ein paar Granaten. Oh, ich scheine ja wirklich irgendwie die Waffenkammer gefunden zu haben. Ein bisschen Munition noch.
Das sieht doch richtig gut aus. Aber hier unten liegt auch noch eine Schlüsselkarte. Vielleicht kann ich hier... Die kann ich tatsächlich dafür benutzen. Für den Security-Raum. Oh. Okay. Oh, was hat... Hier liegt auch noch einer. Hm. Oh, das sieht nicht gut aus mit der... Mit der Waffe da unten. Was ist denn das hier noch? Lauter Stacheldraht. Ein paar Geschütztürme. Oh, einen Koffer. Und ein paar Bärenfallen sind ja auch noch. Ein paar Lichter, einen Alarm. Vielleicht kann ich das alles später noch gebrauchen. Ich meine, der Blutmond steht ja eh früher oder später an. Aber jetzt muss ich erstmal zurück und die ganze Munition sortieren. Ich meine, jetzt habe ich schon eine Menge Fernkampfwaffen für mich. Zurück in meinem kleinen Versteck versuchte ich, an den Waffen, die ich im Militärcamp gefunden hatte, herumzuschrauben. Tatsächlich konnte ich auch an einigen Zielvorrichtungen anbringen. Mir fiel auf, dass ich sogar eine ziemlich starke Waffe gefunden hatte. Diese brauchte aber leider spezielle Munition, von der ich noch nicht so viel bei mir hatte. Von daher durfte ich diese Waffe nur im absoluten Notfall einsetzen. Ein mit dem Zombie-Virus infizierter, gepanzerter Soldat. Der Juggernaut-Zombie hat eine hohe Verteidigung und schützt dadurch andere Zombies. Oh, hier ist noch ein infizierter Soldat. Der sieht aber diesmal ein bisschen anders aus. Der scheint eine ganze Ausrüstung zu haben. Der hält aber viel aus. Der hat fast zwei komplette Magazine aus. Der war ja gefährlich. Da muss ich unbedingt aufpassen, nicht, dass noch mehr von diesen Dingern hier sind. Aber ich meine, das ist ja auch das Militärgelände. Hier waren ja schon infizierte Soldaten. Und das war so ein gepanzerter infizierter Soldat. Ich muss die Gebäude noch ein bisschen weiter untersuchen. Vielleicht finde ich ja noch... Und hinten ist auch noch so einer. Das ist noch so ein gepanzerter. Wo kommen die denn auf einmal her? Wahrscheinlich waren die hier im hinteren Bereich dieses Militärgebiets. Da war ich ja noch nicht. Also ich meine, wenn die so auf Distanz sind und alleine sind, sind die überhaupt kein Problem. Aber sobald die mit mehreren auftauchen... Oh, hier ist schon wieder so ein kleines Ding. Werden die gefährlich. Ich erkundete das Militärcamp weiter und fand eine Art Garage. Jedenfalls stand hier ein Militärjeep, der repariert werden sollte. Aber je weiter ich das Camp erforschte, desto erschreckender wurde es. Ich fand immer mehr Soldaten, die einen Zombieangriff nicht überlebt haben. Oder war es wirklich ein Zombieangriff oder etwas ganz anderes gewesen? Ich fand in einigen Kisten nützliche Gegenstände. Zurzeit wusste ich aber noch nicht, was ich damit anstellen sollte. Später würden diese Gegenstände aber noch dafür sorgen, dass ich eine starke Waffe herstellen können würde. Ich durfte keine Kiste übersehen und musste alles sicher bergen. Neben einigen Soldaten lagen sogar noch Waffen herum. Ich nahm mir eine mit und war überrascht, dass meine Munition dort hineinpasste. Ich ging wieder in den Kommandoraum und entschied mich dafür, hier mein Lager aufzuschlagen. In ein paar Tagen würde wieder ein Blutmond anstehen und in meinem Versteck im Wald würden mich früher oder später die Zombies finden und dann überrennen. Von daher sah die Kommandozentrale bei weitem sicherer aus. Einige Zombies hatten mich schon bemerkt und versuchten, zu mir zu kommen. Ich musste den Eingang absichern. Das würde am besten mit einer Stahltür funktionieren. Da aber der Eingang nicht dafür gedacht war, dort Türen zu platzieren, musste ich erst noch die Wand etwas weiter bearbeiten. Ich höre schon wieder Zombies, das kann doch gar nicht sein. Sind die über mir auf dem Dach? Moment, kommt man da irgendwie aufs Dach? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube, das Dach ist leer, sonst wären die auch schon runtergekommen. Wo kommen denn diese Geräusche her? Nee, hier draußen, hier drin schon wieder. Oder sind die etwa unter mir? Ich machte mich daran, den großen Tisch in der Kommandozentrale zu entfernen. Da noch eine große Karte an der Wand hing, entschied ich mich, die kleinere Karte zu zerstören, da ich sie selber nicht mehr gebrauchen konnte und diese nur im Weg sein würde. Da ich die Garage nicht richtig ausgeleuchtet hatte, konnten sich dort unten noch einige Zombies verstecken. Am meisten machten mir aber immer noch die explosiven Zombies Sorgen. Diese Zombie-Mutation konnte einfach so die Wände wegsprengen und dann würden die Zombies einfach so zu mir nach oben laufen können. Ich musste alle möglichen Gefahrenquellen beseitigen. Bevor hier nach dem Blutmond alles mit Zombies überrannt werden würde, wollte ich die anderen Gebäude untersuchen. Ich fand auch noch eine Kiste, in der etwas Nahrung und eine Nachtsichtpille war. Diese Pille würde, so wie es auf der Verpackung stand, meine Sicht für einen kurzen Moment verstärken. Und dadurch könnte ich mich besser in der Nacht orientieren. Ich wollte mir dieses Medikament für die Blutmondnacht aufheben. Oh, hier ist auch noch eine Glühbirne drin. Was macht denn die? Die kann ich doch bestimmt auch irgendwie... Na perfekt, das kann ich doch irgendwie... Oh nein... Und dann jetzt habe ich sie zerstört. Das kann doch gar nicht sein. Aber hier sind noch ein paar Barrikaden, die nehme ich unbedingt mit. Aber jetzt habe ich hier die Lichtquelle zerstört. Das gibt's noch nicht. Was gibt's hier noch? Oh, hier gibt's noch ein paar Zäune und auch noch ein paar Holzbarrikaden. Oh, und ein paar Sägeblätter. Und Bananenschalen. Und eine Uhr. Und das nehme ich alles mit. Was war's hier drin eigentlich alles? Ah, Moment, hier ist noch der Rucksack. Was ist denn hier drin? Ein bisschen Plastik. Und Uranium. Na gut, ich nehme sicherheitshalber mal mit. Vielleicht kann ich es ja noch gebrauchen. Für die schlimmen Tage dann. Ich wusste, dass diese Nacht der Blutmond anstehen würde und ich wollte mir aus den Minen noch etwas Eisen und vielleicht, wenn ich Glück haben sollte, noch ein paar Diamanten besorgen. Vielleicht könnte ich mir dann noch aus Eisen einen Stacheldrahtzaun herstellen.
Ich hatte an diesem Tag tatsächlich vollkommen vergessen, dass in dem einen Lagerraum sich noch eine große Menge an Stacheldrahtzäunen befinden würden. Aber diese würden später noch sehr wichtig werden. Ich scheute mich nicht mehr davor, in den Minen meine Fernkampfwaffe zu verwenden. Zwar lockten meine Schüsse immer mehr Zombies an, aber das war es mir wert. Denn mit einer Fernkampfwaffe konnte ich mir die Zombies auf Distanz halten und müsste mich nicht darum sorgen, von diesen Dingern gebissen zu werden. Da die Sonne langsam unterging, hieß es für mich wieder, so schnell wie möglich zurück zur Kommandozentrale. Durch die Eisentüren hoffte ich, dass die Kommandozentrale richtig abgesichert sein würde. Aber man konnte bei diesen Explosionszombies nie genau wissen, ob es wirklich so sicher war. Oh, jetzt geht's los. Der Blutmond geht wieder auf. Ich höre schon draußen die ganzen Zombies. Aber hoffentlich bin ich hier oben in der Kommandozentrale sicher. Müsste ich doch eigentlich, oder? Ich kann doch jetzt eigentlich ganz entspannt warten, bis der Blutmond wieder untergegangen ist. Aber ich muss schauen. Nicht, dass ich hier irgendwie noch hochklettern oder so. Nee, das glaube ich nicht. Die können hier nicht einfach hochklettern, oder? Oh, der Blutmond geht auf. Das sieht wirklich heftig aus. Da draußen sind sie auch schon. Da draußen sind schon wieder so viele von diesen Dingern. Oh, wo kommt der denn her? Wo kommt der denn auf? Der kommt vom Dach. Die kommt vom Dach runter. Haben die den Weg aufs Dach gefunden oder was? Ein Glück habe ich das jetzt gesehen. Nicht, dass hier so ein Explosivzombie ist und hier die ganze Tür wegsprengt. Oh, schnell wieder rein. Ich habe auch schon wieder so ein Militärzombie gehört. Die laufen da draußen jetzt wahrscheinlich alle. Ich muss unbedingt vorsichtig sein. Vielleicht kann ich die ja vom Dach aus. Vielleicht habe ich ja Glück. Oh, ich habe schon wieder auch einen Explosivzombie. Das ist dieses komische Glucksen von diesem Explosivzombie. Ich guck mal hier runter. Nicht, dass die hier irgendwie in der Garage sind oder so. Oh, hier unten ist noch alles sicher, oder? Tatsächlich, hier unten scheint alles sicher zu sein. Nee, hier ist auch nichts weiter. In der Garage auch nicht da draußen. Oh, das sind so viele. Haben die mich schon gesehen? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, die haben mich noch nicht gesehen. Ich gehe schnell wieder nach oben. Ich glaube, die wissen noch nicht, dass ich hier drin bin. Außer die konnten natürlich mit den Zombies auf dem Dach irgendwie kommunizieren oder sowas. Das habe ich sowieso das Gefühl, dass sie irgendwie untereinander sich irgendwie irgendeine Kommunikation untereinander haben. Vielleicht sollte ich hier doch auf dem Dach versuchen noch ein bisschen. Kommt von oben noch einer? Ne, von oben. Ich glaube, das waren alle von oben. Da unten sind auch noch ein paar. Wie viele sind das überhaupt? So viele sind das schon. Also, hier kommen schon wieder welche vom Dach. Klettern die da irgendwo hoch oder was? Ich meine, ich habe genug Munition bei mir. Das ist erstmal kein Problem. Ich muss hier erstmal nur die Stellung halten. Das sind so viele Zombies da unten. Das sind ja richtig unglaublich viele Zombies. Was soll ich denn da machen? Die kann ich doch nicht alle von hier oben. Oh, die klettern schon wieder hoch. Die klettern hier an den Rand hoch. Oh nein! Schnell weg! Wie ist denn das gerade passiert? Und mir kommen hier die ganzen Zombies entgegen. Was war das gerade? Ich muss sofort weg hier. Oh nein, jetzt bin ich runtergefallen. Da sind so viele. Vor allem kommen ja auch wieder diese kleinen, schnellen Zombies. Ich muss so schnell wie möglich zurück zur Kommandozentrale. Ich kann nicht hier draußen bleiben. Erstmal laufen. Erstmal die ganze Zombie-Meute abhängen. Oh, wie viel Schaden machen die denn? Diese infizierten Militärsoldaten. Die sind wirklich richtig gefährlich. Ich muss am besten erstmal laufen. Erstmal laufen und wirklich ein bisschen Abstand gewinnen. Ein Glück habe ich noch das ganze Brot bei mir. Dass ich wenigstens ein bisschen Nahrung noch bei mir habe. Jetzt muss ich wirklich darauf achten, dass mich nicht diese Militär. Die sind vor allen Dingen auch so schnell. Die machen so viel. Die haben so viel Kraft und sind so unglaublich schnell, diese Militärzombies. Ich kann wirklich nicht zurück zur Kommandozentrale. Die sind immer wieder davor. Als wüssten die, dass ich da hingehen möchte. Am besten laufe ich erstmal weg und vielleicht locke ich die einfach alle von diesem Militärstützpunkt weg. Vielleicht klappt das ja. Aber da kommen noch so viele andere. Es werden immer mehr, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt. Aber vor allem, die kommen ja auch von allen Seiten. Und schon wieder so viel. Das gibt's doch gar nicht. Also Militärzombies, die sind wirklich die gefährlichsten. Und vor allen Dingen auch die Explosivzombies. Da weiß ich noch nicht mal, ob ich überhaupt eine Explosion von den Dingern überleben würde. Vielleicht komme ich ja jetzt zurück. Vielleicht komme ich... Nee, das sind schon wieder so viele. Vielleicht komme ich ja irgendwie von der anderen Seite rein oder so. Also ich kann den normalen Weg kann ich nicht gehen. Ich versuche den irgendwie immer abzuschneiden. Den Weg. Hier kommt ja auch nicht... Oh, hier kommen die alle. Oh nein, schnell weg. Schnell weg. Ich muss am besten mehr auf meine Fernkampf... Ich darf aber auch nicht zu auf meine Fernkampfwaffe benutzen. Oh nein, das... Schnell durch hier. Ja, das war wirklich unglaublich knapp. Vielleicht kann ich hier selber auch die Ranken hochklettern, aber dann kommen die auch sofort hinterher. Moment, vielleicht kann ich den Weg einfach hinter mir absperren. Muss eigentlich gehen, oder? Oh, nee, das hat natürlich nicht funktioniert. Oder Moment, doch. Ich glaube, ich habe den Weg jetzt abgeschnitten. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht genau gesehen. Oh, da ist auch der Blutmond. Der steht noch voll am Himmel. Und das ist so ein gepanzerter Zombie. Ne, gegen den kann ich auch nichts ausrichten. Ich muss jetzt irgendwie zurück zur Kommandozentrale kommen. Jetzt ist es frei. Moment, schnell die Tür wegmachen und schnell hinter mir zumachen. Ich hab's geschafft. Okay, erstmal beruhigen. Kommen die hinterher? Ne, die kommen nicht hinterher. Am besten laufe ich einfach nach oben.
Und das sind so viele da unten. Ich höre die doch alle. Vor allem sind das sind so viele Militärzombies da unten. Und auch Explosivzombies. Und auch die stehen sogar auf den Dächern. Die sind da wahrscheinlich irgendwie hochgeklettert. Moment, ich schaue hier nochmal nach draußen. Ich darf nicht nochmal nach unten fallen. Ey, das war wirklich ein riesengroßer Fehler. Die sind alle auf den Dächern da oben. Und da kommen auch noch. Da kommen noch viel, viel mehr. Wo kommen die denn alle überhaupt her? Das sind so viele und die scheinen auch nicht weniger zu werden. Ja, im Gegenteil. Endlich ist die Sonne aufgegangen. Ich hab's überlebt. Da draußen sind wahrscheinlich immer noch so viele, oder? Obwohl, es geht jetzt eigentlich. So viele sind das gar nicht. Ah, doch. Was war das denn gerade? Oh nein, diese kleinen Biester kommen durch. Oh nein, die kleinen Biester. Oh, das sind so viele. Es werden immer mehr. Schnell zurück. Und noch mehr hoch? Das wär's ja auch schon wieder fast gewesen. Ich meine, von den kleinen Dingern kommt jetzt nichts weiter durch, aber es sind trotzdem noch so viele. Und ich höre immer noch diese explosiven Dinger. Tatsächlich, jetzt sind so viele von denen da draußen. Und da war gerade so ein explosives Ding. Ich muss eigentlich hier auf Abstand bleiben. Weil sobald diese Dinger hier diese Tür kaputt machen, dann war es das wirklich. Ich muss mich unbedingt früher oder später noch einen Notfallausgang zulegen oder so. Sonst wäre ich ja hier oben. Sonst bin ich ja hier gefangen. Vielleicht kann ich die ja irgendwie von der Tür weglocken. Und dann einfach raus. Aber warum soll ich da rausgehen? Ich meine, ich habe ein bisschen Munition, habe ich noch. Vielleicht muss ich die wirklich versuchen, von hier oben oder von unten alle zu beseitigen. Unten am Boden waren immer noch viel zu viele Zombies und langsam aber sicher wurde meine Munition immer weniger. Ich musste mir eine Möglichkeit überlegen, diese ganzen Zombies zu bekämpfen, ohne zu viel Munition zu verwenden. Oh, es werden immer weniger. Meine Munition... Ne, es werden nicht weniger. Da kommt schon wieder so eine... die Horde lang. Meine Munition wird immer... Ein bisschen habe ich noch, oder? Das Gefährliche sind eigentlich gar nicht diese normalen Zombies, sondern eher diese Explosiven und diese Militärzombies. Ich meine, dieser eine Militärzombie, der ist extrem schnell und stark und der andere ist langsam, hat dafür aber eine riesengroße Verteidigung. Habe ich noch Munition? Ein bisschen, aber das sind meine letzten Schüsse. Das hat gerade so gereicht. Da sind auch kriechende Zombies. Ich meine, den Rest kann ich doch wahrscheinlich eigentlich tatsächlich von hier einfach ganz in Ruhe mit dem Baseballschläger, aber... Und die haben auch so eine hohe Reichweite. Da muss ich wirklich aufpassen. Aber jetzt wird's ruhig. Ich glaube, das war's langsam. Das müsste es langsam gewesen sein. Jetzt kann ich mich nach draußen wagen. Da war noch einer. Da ist so ein Gepanzerter. Ah, da muss ich auch auf Abstand bleiben. Ein bisschen Munition habe ich noch. Oh, und das hat gerade so gereicht. Das war's jetzt aber. Jetzt ist es auch ruhig. Irgendwo ist hier noch einer. Ich entschied mich dazu, die Umgebung noch etwas weiter zu untersuchen. Sollte ich das Militärcamp noch weiter ausbauen, dann würde sich dieses Camp als perfekte Festung eignen, denn alle Seiten waren von einem Zaun umgeben und es gab nur zwei Eingänge. Dennoch wollte ich wissen, wohin die Straße am anderen Ausgang führen würde. Oh, was ist denn das da hinten? Das sieht irgendwie aus wie so ein Sendeturm oder so. Achso, abgeriegelt. Oh, jetzt steht noch ein Auto. Gibt's vielleicht in dem Auto noch irgendwas? Nee, scheint nicht so. Aber ich sollte mal zu diesem Funkturm hochgehen. Vielleicht finde ich ja da was. Oh, das ganze Ding hier scheint abgeriegelt gewesen zu sein. Aber irgendwie ist hier irgendwie die Tür kaputt gegangen. Und hier geht's auch noch nach unten, aber die ganzen Fässer hier sind leer. Und das Ding muss hier auch sofort weg. Ne, hier ist nichts mehr. Hier geht's nach unten, da müsste ich mal langlaufen. Ich lief die Treppen hinunter und dachte, dass es hier unten entweder eine Art Bunker oder aber irgendein Notstromaggregat geben würde. Als ich aber weiter nach unten ging, fiel mir sofort ein Schild auf. Sicherheitssektor A. Unter diesem Schild gab es eine große Eisentür, die bereits geöffnet wurde. Als ich noch weiter nach unten lief, fand ich ein verschlossenes Tor mit dem Schild Sicherheitssektor B. Was hatte es damit auf sich? Weiter kam ich hier unten nicht und ich entschied mich dann, wieder nach oben zu gehen und den Turm weiter zu untersuchen. Aber die Dinge haben mich schon gefunden, das kann doch gar nicht sein. Hat das Ding mich etwa vom Militärcamp bis hierher verfolgt, oder was? Oh, hier geht's noch nach oben. Ich kletter mal hoch. Was sind das hier oben? Lauter Schalter. Okay, hier ist anscheinend hier oben irgendwie vom Sendemast irgendwas. Oh, was ist denn das? Hier liegt noch jemand. Experimental, das Labor. Das muss ich gleich mal lesen. Sie haben es irgendwie geschafft, das Labor zu verriegeln. Irgendwo da draußen muss es diese Schalter geben. Ich konnte etwas aus dem Labor stehlen, aber leider wurde ich angeschossen. Hat er das Serum mitgenommen? Ja, das nehme ich mal mit. Und irgendwo da draußen muss es Schalter fürs Labor geben? Ich musste also zurück zum Militärcamp und versuchen, das Häuschen beim Ende der Strommasten zu öffnen. Sollte es stimmen, was dort im Buch stand, dann müsste sich dort ein Schalter befinden, der ein weiteres Tor öffnen würde. Befand sich etwa dort unten, hinter diesen Türen, das Labor der Roten Zone? Tatsächlich, wie beim Dorf.
wie beim Dorf ist jetzt hier auch dieses Häuschen. Das hatte ich ja schon gesehen. Moment, komm. Aber ich komme hier nicht so einfach rein, oder? Nee, tatsächlich. Ich habe doch eine Schlüsselkarte. Vielleicht funktioniert die ja. Nee, die scheint nicht zu funktionieren. Ich brauche irgendeine andere Schlüsselkarte. Da bald wieder ein Blutmond anstehen würde, musste ich mich nicht nur auf die Suche nach der Karte für den Stromkasten machen, sondern auch noch etwas Munition sammeln. Es gab ja noch einige Transporte und auch noch ein großes Gebäude, das ich noch nicht untersucht hatte. Oh, hier ist die ganze Wand weggesprengt worden. Tatsächlich, das sieht schon fast aus wie so ein Granateneinschlagsort oder sowas. Und hier sind lauter Blutspuren auf dem Boden. Wir müssen diese ganzen Kisten hier wegmachen. Oh, hier liegt auch noch eine Waffe. Also es ist genau dieselbe Waffe, ne, die ich schon habe. Und die ist auch leider komplett leer. Na gut, dann bringt ihr mir nicht ganz so viel. Oh, es gibt auch noch eine zweite Etage. Vielleicht finde ich ja hier oben noch irgendwas. Das sieht so ein bisschen aus wie in der Kommandozentrale hier oben. Da liegen auch noch die ganzen... Oh, hier ist auch noch irgendwas. Lauter Truhen gibt es hier auch noch. Aber hier ist auch noch ein Infizierter. Aber das war's jetzt auch, oder? Tatsächlich, ich höre nichts weiter. Ich schien das Essenslager des Militärcamps gefunden zu haben. Hier oben war alles voll mit Dosen und Getränken. Viele Dosen waren noch ungeöffnet und ich konnte sie mitnehmen. Damit hätte ich für die nächsten Tage genug Essen. Neben diesem Nahrungslagerraum gab es auch noch einen Raum mit vielen Betten. Neben diesen Betten gab es die ganzen Soldaten, die es leider nicht geschafft haben. Was ist hier nur in diesem Camp vorgefallen? Meine größte Sorge war, dass diese ganzen Soldaten, die sich hier überall befanden, auch den Virus in sich tragen würden und früher oder später auch zu diesen Dingern werden würden. Aber das ist im letzten Blutmond nicht passiert, also würde es auch nicht beim nächsten Blutmond passieren, oder? Hier ist auch noch ein Transporter, den ich noch nicht untersucht habe. Hier war auch eins von diesen Dingern drin. Ah, hier ist... Oh, hier ist noch Munition drin. Oh, sehr, sehr gut. Perfekt. Hier ist auch die ganze Wand eingestürzt. Vielleicht finde ich ja hier oben irgendwo eine Schlüsselkarte. Ne, ah, das ist schon wieder so ein Monster. Ne, Moment. Da ist schon wieder so ein Kasten. Den muss ich sofort zerstören. Sonst lockt das wieder die ganzen Zombies an. Oh, hier geht es auch nochmal nach draußen. Gibt es hier noch irgendwas? Ne, tatsächlich nicht. Aber da hinten ist noch irgendwas. Irgendwelche Zelte oder so. Aus den Tiefen der Höhlen steigt ein Zombie empor, der sich der Dunkelheit angepasst hat und nur darauf wartet, sich auf seine Beute zu stürzen. Der Nightcrawler. Ich erinnerte mich, dass es noch dieses Loch mit Wasser gab. Vielleicht ist ja die Person, die Schlüsselkarte bei sich hatte, dort hinabgestiegen und hat es dann nicht wieder nach oben geschafft. Vielleicht würde ich ja da unten eine Antwort finden. Ah, hier ist dieses Loch. Und was sind hier eigentlich? Ah, die ganzen Ausrüstungsgegenstände dafür. Eine Laterne und ein bisschen was zum Runterklettern. Ich meine, die Nahrung, die da drin ist, kann ich später bestimmt noch gut... Nein, die nehme ich am besten jetzt schon mit. Und jetzt muss ich einfach hier nach unten, oder was? Okay, erstmal ganz langsam. Ganz, ganz vorsichtig. Oh, hier leuchtet ja alles voll mit diesen... mit den Erzen. Was habe ich denn hier unten gefunden? Ich muss am besten noch ein bisschen weiter nach unten. Vielleicht finde ich ja da tatsächlich unten noch irgendwas. Oh, was ist denn das? Oh, was kommt denn da auf mich zugerannt? Was ist denn das für ein komisches Ding? Das ist der... Das, ist das ein Zombie? Ich meine, klar, was soll es denn sonst sein? Aber was ist denn das für ein Zombie? Den habe ich ja zuvor noch nie gesehen. Kommt er hier aus der Höhle oder was? Was macht denn der auch für komische Geräusche? Der hält aber auch viel Schuss aus. Oh, hier unten sind auch die ganzen Erze. Wow. Ach, deshalb haben die hier wahrscheinlich... Wollten die wahrscheinlich runtergraben. In dieser Höhle gab es zwar diese schnellen Zombies, dafür gab es hier unten aber auch einige Diamanten. Endlich hatte ich ein paar Diamanten gefunden und wenn ich Glück haben sollte, dann würde ich damit meine Rüstung verbessern können. Wer weiß, was hier unten noch alles auf mich warten würde. Da oben leuchtet noch irgendwas Blaues und da ist schon wieder so ein Ding. Vor allem, wie schnell das ist. Oh, ne, schnell weg. Kommt das hinterher? Ich glaube, es kommt nicht hinterher. Doch, da kommt er. Wie sieht denn dieses Ding aus? Was ist denn mit den Armen passiert von diesem Ding? Das scheint ja irgendwie Tentakeln oder sowas zu haben. Oh, hier ist noch dieses schwarze Erz, das nehme ich unbedingt mit. Da ich in der Höhle unter dem Militärcamp keine Schlüsselkarte zu diesem einen bestimmten Raum fand, musste diese noch irgendwo im Militärcamp sein. Ich machte mich also auf den Weg, die Gebäude noch genauer zu untersuchen und fand dann auch noch das Dach, auf dem die Zelte aufgebaut waren. Ach, hier geht's noch nach draußen. Ach, hier sind die ganzen Zelte. Und da ist auch schon wieder eine Blutspur auf dem Boden. Und Nahrung gibt's hier auch. Was ist denn das hier? Status? Moment, ist ein Statusbericht wahrscheinlich. Wir brauchen Hilfe. Unsere Kameraden sind gefallen und wir sitzen hier oben fest. Nahrung haben wir genug, aber ich weiß nicht, wie lange die Tür diese Dinger noch von uns trennt. Einer meiner Kollegen ist gebissen worden und will das Dach runterspringen, um uns in Sicherheit zu halten. Ich will mir nicht vorstellen, was hier als nächstes passieren wird. Ach, das ist der da unten zwischen diesen Steinen lag. Oh je, die wurden hier oben auch überrannt. Oh, Munition gibt's ja. Ah, tatsächlich, die haben hier oben auch nicht überlebt. Was ist denn das hier noch? Oh, den nehme ich auch mit. Oh, die Sonne geht langsam unter. Was ist hier? Die Schlüsselkarte. Das ist die Schlüsselkarte für den Raum. Perfekt. Und ein Whisky ist ja auch noch. Was kann ich denn hier rausbauen?
Da kann ich auch noch was Bestimmtes draus bauen. Oh, Munition gibt's ja auch noch. Ich nehme am besten mal die ganze Munition mit. Jetzt, wo ich endlich die Schlüsselkarte hatte, war es an der Zeit, den Raum mit dem Schalter zu öffnen. Oh, da hinten ist auch schon der Schalter. Hier sind noch ein paar Computer. Perfekt. Ah, Sicherheitssektor B geöffnet. Achtung, Sensoren haben eine große Menge an Zombies bemerkt. Die Horde wird sich in einem Tag aus westlicher Richtung der Basis nähern. Was denn für eine Zombie-Horde? Oh, hier wurde auch Munition gelagert. Eine Zombie-Horde wird sich in einem Tag aus westlicher Richtung nähern? Moment, wo ist denn hier überhaupt Westen? Moment, die Sonne? Moment, da muss ich aber schauen. Die Sonne geht da lang unter. Da muss hier doch Westen sein. Das heißt, ich muss mich jetzt auf den großen Zombie-Angriff vorbereiten, oder was? Und da muss ich erstmal alles zusammentragen, was ich alles habe. Ich brauche noch mehr Munition. Ich entschied mich, die ganzen Waffen-Upgrades, die ich auf dem Dach gefunden hatte, an der großen Fernkampfwaffe, die ich gerade gefunden hatte, anzubringen. Für diese hatte ich ja jetzt genügend Munition. Aber was würde das bedeuten? Es würde eine Zombie-Horde auf mich zukommen. Ich musste also den Rest des Tages nutzen, um die Westseite des Militärcamps abzusichern. Ich erinnerte mich daran, dass es in einem Militärgebäude diesen Security-Raum gab. In diesem gab es ja noch die ganzen Stacheldrahtzäune und auch ein paar automatische Geschütztürme. Wenn ich all diese Verteidigungsgegenstände richtig platzieren würde, dann könnte ich mich bestimmt von dieser Zombie-Horde schützen. Als erstes platzierte ich den ganzen Stacheldraht. Ich ließ aber die Haupteingänge frei, da ich sonst im Notfall, sollten mich die Zombies von hinten angreifen, nicht fliehen können würde, sollte ich wirklich den Eingang damit versperren. Außerdem platzierte ich auch gleich noch ein paar Geschütztürme und aktivierte sie auch gleich. Sie sollten sofort auf jede Gefahr schießen. Ob diese Dinge aber effektiv sein würden, wusste ich nicht. Hier und da stellte ich auch noch ein paar Barrikaden auf. Dadurch würde ich vielleicht etwas mehr Zeit gewinnen. Zu guter Letzt waren noch die Bärenfallen, die ich auch im Security-Lager gefunden hatte, an der Reihe. Ich musste mich mit der Vorbereitung beeilen, denn die Sonne war schon dabei unterzugehen. Ich konnte mir immer noch nicht vorstellen, wie viele Zombies auf mich zukommen würden, aber mit der Verteidigung fühlte ich mich schon etwas sicherer. Bevor die Sonne richtig aufging, lief ich noch einmal zum Raum, in dem ich die große Fernkampfwaffe gefunden habe, denn ich erinnerte mich daran, dass ich dort noch etwas Munition zurückgelassen hatte. Ich nahm alles mit und lief in Richtung Westtor. Das ist ja alles relativ ruhig, also ich sehe noch keine Zombie-Horde. Ich meine, vielleicht haben sich ja die Sensoren auch geirrt. Ich hoffe mal, dass sie sich geirrt haben. Aber nee, von hinten greift auch nichts weiter an. Aber ich habe doch gerade dieses komische Ding gehört. Oh, da kommen sie. Da kommen sie alle. Oh, das sind so viele. Die kommen wirklich von allen Seiten. Oh, ich hör mal, die Geschütztürme arbeiten. Oh, die schießen schon. Die Geschütztürme schießen schon. Oh, wie viele sind das denn? Was sind da? Moment, wir müssen unbedingt darauf achten, mal ein geladenes Magazin zu haben. Oh, die kommen alle. Aber ich höre auch, wie die Geschütztürme schießen. Vielleicht halten die ja die Zombies so ein bisschen auf. Oh, die kommen alle durch. Oh nein, die kommen alle durchgelaufen. Oh, das sind so viele. Die sind durch die Verteidigungsmauer durchgebrochen. Boah, wie viele das einfach sind. Am besten laufe ich immer weiter zurück und benutze einfach die ganze Munition. Ich meine, Munition habe ich ja erstmal genug. Und die Waffe richtet auch eigentlich genug Schaden an diesen Dingern an. Aber es ist einfach nur die Masse an Zombies. Ich meine, die muss ich am besten mal auf Distanz halten und am besten mal einfach draufhalten. Ja, die kommen nicht bis zu mir. Perfekt. Es werden trotzdem immer mehr. Es werden einfach nicht weniger. Man soll auch mit der Munition aufpassen. Aber das sind noch mehr. Das sind noch viel, viel mehr. Und vielleicht kann ich hier irgendwie zu den Geschützen zurücklocken. Aber hier scheint es nicht so viele. Nee, das scheint nicht mehr zu kommen. Die sind jetzt aber alle im Militärcamp drin. Oh, ich muss vorsichtig sein. Ich muss unbedingt vorsichtig sein. Was war das denn gerade? Die Zombies schienen nicht weniger zu werden, meine Munition jedoch schon. Ich hatte aber das Problem, dass ich nicht genau nachschauen konnte, wie viel Munition ich noch übrig hatte. Ich musste also einfach weiterfeuern, bis nichts mehr ging. Von der großen Munition habe ich nichts mehr übrig, aber wenigstens kann ich die Waffe hier noch benutzen. Da draußen sind noch mehr von diesen Dingern. Aber diesmal sind das infizierte Militärsoldaten. Oh, tatsächlich. Ich muss am besten die den meisten Schaden machen, sofort beseitigen. Weil die Gepanzerten, die sind zwar langsam, aber machen nicht viel Schaden. Durch den Kampf gegen die ganzen infizierten Soldaten fand ich auch von einigen die übrig gebliebene Kampfausrüstung. Diese Kampfausrüstung war außerordentlich resistent, aber dafür schon ganz schön abgenutzt. Ich entschied mich, diese trotzdem für mich zu nutzen. Die Kamera, die ich auch im Security-Raum gefunden habe, brachte ich über meinen Eingang an. Das würde mir bestimmt in der nächsten Blutmondnacht helfen, denn dann hätte ich einen besseren Überblick darüber, wie viele Zombies da draußen auf mich warten würden. Ich wollte nachschauen und sicher gehen, dass jetzt die zweite Tür vom Funkturm aufgegangen war. Wenn das so sein sollte, dann würde sich dort unten, wie im Buch beschrieben, das Labor befinden. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Also wenn hier unten wirklich die Tür offen sein sollte, dann befindet sich hier unten das Labor der roten Zone. Ich meine, der erste Sicherheitssektor A ist offen? Jetzt bin ich gespannt. Sicherheitssektor B tatsächlich ist geöffnet. Komme ich jetzt zum Labor runter?
Sicherheitssektor C. Es gibt noch mehr. Da ich noch ein paar Baustrahler vom Security-Raum hatte, platzierte ich diese vor meinem Eingang. Dann hätte ich auch noch für die Kamera genug Licht und würde sehen, wie viele Zombies beim nächsten Blutmond dort unten auf mich warten würden. Außerdem wollte ich für den nächsten Blutmond einen Notfallgang vorbereiten. Na, eigentlich kann ich doch jetzt hier direkt dann vom Dach aus hier direkt so eine Brücke rüberbauen. Und dann kann ich hier doch einfach tatsächlich einfach rüberlaufen. Ich meine, früher oder später werden die unten bestimmt irgendwie in der Lage sein, diese Metalltür zu zerstören. Und darauf will ich erstmal vorbereitet sein. Ich kann nicht einfach oben in der Kommandozentrale bleiben. Da habe ich ja überhaupt keine Chance. Also wenn die mich da oben überrennen, dann war es das wirklich. Ich entschied mich dazu, die Notfallbrücke, die ich gebaut hatte, noch mit Steinmauern zu stützen. Ich weiß, das ist eigentlich nicht notwendig, sieht aber besser aus. Macht ihr sowas auch immer? Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Um genügend Materialien für meinen Notfallgang zu haben, ging ich wieder in die Mine. Ich hatte ganz vergessen, dass ich auch unter Militärgelände eine Mine befand. Stattdessen bin ich aber wieder zurück zu meiner ersten Mine beim Wald gelaufen. Jetzt habe ich erstmal genug Stein beisammen. Das müsste jetzt erstmal ausreichen. Weil hier sind schon wieder so komische Geräusche. Aber diesmal andere. Oh nein, hier sind schon wieder diese komischen Dinger. Die scheinen irgendwie immer in Höhlen aufzutauchen. Vielleicht mögen die ja dunkle Orte. Also muss ich vorsichtig sein. Aber hier gibt's auch keine weiteren Zombies. Ah doch, jetzt höre ich wieder welche. Aber ich meine, eigentlich habe ich noch genügend Munition bei mir. Aber wahrscheinlich würde die nicht für die Blutmondnacht ausreichen. War schon wieder so ein komisches Geräusch. Das Ding habe ich verfolgt, oder was? Hier ist noch so ein Ding. Oh nein. Oh, das macht aber auch viel. Oh nein, schnell weg. Das hat aber auch viel Kraft. Okay, mit meiner Fernkampfwaffe kann ich die auf Distanz halten. Immer auf Distanz halten. Vielleicht gibt es ja hinten im Lager noch was. Ich glaube, hätte ich noch nicht alles mitgenommen. Nee, perfekt. Hier gibt es noch ein bisschen Munition. Oh ja, hier gibt es noch eine ganze Menge an Munition. Ein Glück hatte ich die noch nicht mitgenommen. Oh, hier gibt es auch noch ein paar Minen. Die kann ich vielleicht auch noch alle platzieren. Und ein paar Granaten. Oh, sehr, sehr gut. Hier gibt es noch den Raketenwerfer. Lass ich mal hier. Hier gibt es auch noch ein bisschen Ausrüstung. Was ist denn das für eine Ausrüstung? Moment, die versuche ich auch mal mitzunehmen. Was heißt dafür hier? Ist die irgendwie besser? Ne, die ist nicht besser als meine aktuelle. Aber trotzdem, nehme ich die lieber erstmal mit. Den kompletten 39. Tag kümmerte ich mich um einen Notfallgang. Am nächsten Tag würde der Blutmond anstehen und ich wusste, dass dieses Mal die Zombies noch stärker sein würden. Ich wollte die Kamera an einen anderen Platz befestigen, denn genau über dem Eingang war gar nicht so ein guter Platz. Ich dachte mir, dass es genau gegenüber besser sein würde, denn dadurch hätte ich noch einen besseren Überblick. Jetzt müsste ich doch eigentlich besser... Ja, tatsächlich. Oh, jetzt kann ich tatsächlich viel besser den Eingang beobachten. Okay, wunderbar. Das müsste jetzt eigentlich für den Blutmond ausreichen. Oh, jetzt geht's los, der Blutmond geht auf. Ich probiere mal eine von diesen Nachts... Und die scheint tatsächlich gut zu funktionieren, diese Nachtsichtpillen. Die scheinen wirklich gut zu funktionieren. Oh, ich höre schon wieder die ersten Zombies. Die sind schon wieder auf dem Weg hierher, oder was? Aber jetzt müsste hier unten doch eigentlich alles... Nee, hier draußen scheint jetzt gar nicht so viel zu sein. Tatsächlich nicht. Ist noch alles relativ ruhig. Ich meine noch wahrscheinlich. Oder hinten ist einer von diesen infizierten Soldaten. Oh, der kommt schon auf mich zu. Ja, auf Distanz sind die überhaupt kein Problem. Meine Munition hatte ich ja immer noch genug. Und das ist einer von diesen Explosivzombies. Die sind wirklich gefährlich. Also die sind wirklich eigentlich das Gefährlichste für mich. Oh, die kommen jetzt alle vom Dach gefallen schon wieder. Wie kommen die denn auf die Dächer? Die scheinen irgendwie hoch zu... Oh, da kommen sie. Wie viele sind denn das? Das ist noch eine Zombie-Horde. Das ist noch eine Zombie-Horde, die auf mich zukommt. Wie viele waren denn das? Moment, das muss ich mir gleich mal anschauen. Wie viele da unten waren. Das ist anscheinend eine ganze... Das ist eine ganze Zombie-Horde da unten. Was soll ich denn jetzt am besten machen? Was war das für eine Explosion? Die haben die Tür weggesprengt. Die Digger haben die Tür weggesprengt. Oh, das sind so viele. Ich dachte, es wäre nur eine Zombie-Horde aus dem Westen. Ich muss schnell weg hier. Ich muss sofort weg. Hier sind auch noch ein paar von diesen Dingern um. Ein Glück habe ich den Notfallgang vorbereitet. Ein Glück habe ich den vorbereitet. Schnell weg. Am besten gar nicht umdrehen. Aber die Nachtsichtpille hilft wirklich gut. Gar nicht umdrehen, einfach laufen. Die haben mit einer Explosion haben die meine ganze Verteidigung außer Kraft gesetzt. So viele sind da hinten. Haben die mich gesehen? Ja, die haben mich gesehen. Sofort weg hier. Ich muss einfach laufen. Einfach immer weiterlaufen. Moment, vielleicht laufe ich jetzt wirklich einfach durch das westliche Tor. Die kommen auch von den Dächern. Die scheinen die Dächer hochgeklettert zu sein. Und da hinten ist die ganze Horde nicht. Ich glaube, das. Wenn ich jetzt hier zu viel Munition verschwende, ich glaube, das ist gar nicht so gut. Aber ich habe noch genug. Ich habe noch genug bei mir. Was war das denn bitte? Und ich schon wieder diese kleinen, schnellen Zombies. Ich habe auch noch ein paar Granaten. Perfekt.
muss einfach laufen. Vielleicht helfen dir die Geschütztürme, aber ich glaube nicht. Die haben... Moment, vielleicht die Granate, vielleicht hilft die ja. Ah, das ist nur eine Blendgranate. Ich brauche die anderen Granaten. Oh, wie viele das sind. Oh nein, da kommen auch diese aus den Höhlen, diese Dinger. So viele. Oh nein. Ich muss laufen. Schnell weiterlaufen. Am besten gar nicht umdrehen, am besten immer weiterlaufen. Weil die Dinger kommen auf mich zu. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Hätte ich beim Militärcamp vielleicht bleiben sollen. Aber da kommt auch eins von diesen komischen Dingern. Die so schnell sind und so viel... Oh nein, das ist schon wieder so eins gewesen. Wo kommen die auf einmal denn her? Ich dachte, die wären nur in den Höhlen unterwegs. Oh nein. Einfach laufen. Vielleicht da hinten in den Wald oder so. Oder vielleicht folge ich einfach der Straße. Vielleicht finde ich da irgendwas. Oder in den Wald. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Was werden immer mehr? Ich höre vor allen Dingen auch schon wieder so einen explosiven Zombie. Ich sehe auch gar nichts hier durch das ganze Gras. Immer weiterlaufen. Am besten immer weiter. Oh, das ist schon wieder so ein Ding. Ich laufe mal weiter. Was ist denn das? Da hinten scheint es so ein Gebäude zu geben. Da hinten gibt es irgendein Gebäude. Und es werden immer mehr. Und auch mehr von diesen schnellen Monstern. Immer weiterlaufen. Einfach immer weiterlaufen. Die scheinen mich jetzt wahrscheinlich auch alle zu verfolgen. Das scheint ja irgendwie eine Tankstelle oder sowas zu sein. Oh, da kommen sie alle. Es werden immer mehr. Wo soll ich am besten hingehen? Irgendwo in den Wald? Nee, im Wald ist überhaupt nicht gut. Was sind das? Riesengroße Gebäude. Vielleicht kann ich mich da ja irgendwo verstecken. Einfach immer weiterlaufen. Das scheint ja irgendeine Stadt zu sein. Ja, tatsächlich. Oh, das werden immer mehr. Moment, habe ich irgendwie noch Granaten bei mir? Wo sind die Granaten? Schnell die Granaten ausrüsten. Vielleicht würden die Granaten ja ein bisschen mehr Schaden machen als mein Gewehr. Hat das geholfen? Ah, tatsächlich. Das hat tatsächlich ein bisschen geholfen. Aber die halten aber auch viel aus, diese Dinger. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo in der Stadt noch eine Möglichkeit, mich in irgendeinem Gebäude oder sowas zu verschanzen. Oh, wie viele das einfach sind. Oh, das hat gesessen gerade. Das hat gerade richtig gesessen. Und schon wieder. Ah, es werden immer mehr. Vor allem sind es so viele von diesen komischen Dingern geworden. Ich brauche irgendein Gebäude. Ich brauche irgendein Gebäude, wo ich mich drin verstecken kann. Oder wenigstens versuchen kann, mich zu verbarrikadieren. Hier muss doch in der Stadt irgendwas geben. Oh, wie viele das einfach sind. Wie viele das von diesen Dingern sind. Das werden irgendwie immer mehr. Ich habe das Gefühl, das werden immer mehr. Okay, am besten immer weiterlaufen. Aber die kommen mir jetzt auch entgegen. Und da war die Tür schon eingerissen. Ich brauche irgendein Gebäude, wo die Tür noch nicht komplett kaputt ist. Dass er einfach hinter mir alles absichern kann. Boah, wie viele das sind. Immer weiterlaufen. Einfach immer weiter. Ich muss am besten in irgendein Hochhaus rein. Das wäre ganz gut. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch ein Hochhaus, wo ich rein kann. Da habe ich dann da wenigstens ein bisschen Schutz. Oh, hier sind die Türen noch intakt. Schnell verschließen. Einfach nach oben laufen. Einfach nach oben aufs Dach. Hier haben die auch alles verbarrikadiert. Kommen die hinterher? Ne, die kommen nicht hinterher. Hier die Tür zu und einfach direkt verbarrikadieren. Die kommen nicht hoch, ne? Ich hab aber nichts dabei. Moment, ich brauche hier einfach ein bisschen was von... Ich hab mir auch keine Materialien. Wo kommt das Ding schon wieder her? Ich muss einfach die Tür verbarrikadieren. Einfach so schnell wie möglich die Tür verbarrikadieren, damit die hier hochkommen. Da müsste ich erstmal sicher sein. Also hoffentlich. Aber die kommen schon wieder alle vom Dach. Oder war der hier oben? Die sehen mich auch alle. Die kommen alle hierher. Oh nein, die scheinen unten auch die Türen kaputt zu machen. Und da oben auf dem Dach sind auch noch welche. Oh nein, die Tür ist kaputt. Die erste Tür ist kaputt. Das dauert doch bestimmt nicht mehr lange, bis sie hier oben die Tür kaputt machen. Ich hoffe nicht, dass sie durch Stein durchkommen. Jetzt ist aber ruhig geworden. Oh nein, da kommen sie wieder. Was ist denn das hier? Katana der letzten Hoffnung. Kommen die hier hoch? Ich muss unbedingt mal nachschauen. Die sind schon oben angekommen. Oh nein, die sind schon oben angekommen. Das ist gar nicht gut. Moment, das Katana. Das Katana muss ich nehmen. Okay. Die zerstören die Tür. Die zerstören die ganze Tür. Die kommen langsam hier hoch. Ich bin hier oben gefangen. Was soll ich denn jetzt am besten machen? Moment, vielleicht kann ich da erstmal hier irgendwie versuchen, die Stufe wegzumachen. Perfekt. Da kommt hier erstmal nicht hoch. Aber ich komme hier auch nicht mehr runter. Ich bin jetzt hier oben gefangen. Ich meine, wenigstens geht langsam der Blutmond unter. Aber was soll ich denn hier oben... Ich muss irgendwie das Gebäude. Da kommen vor allen Dingen immer mehr. Es kommen immer mehr von diesen Dingern. Und vor allen Dingen sind hier und da auch diese ganzen Explosionszombies dabei.
Ich muss irgendwie versuchen, hier dieses Hochhaus zu verlassen. So runter kann ich auf keinen Fall. Unten ist ja alles voll mit diesen Dingern. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen und von hier oben runtergehen. Als die Sonne nach dem Blutmond wieder aufging, sah ich, dass sich genau neben der Stadt wieder diese Stromleitungen befanden. Das würde bedeuten, dass es hier ganz in der Nähe wieder diesen Schalter geben musste. Sollte ich diesen finden, dann wäre ich dem Labor wieder einen Schritt näher. Ich musste langsam und vorsichtig vorgehen, denn ich wusste nicht, wie viele Zombies noch in der Stadt unterwegs sein würden. Ich muss wirklich vorsichtig sein. Nicht, dass mich hier jetzt irgendwie noch die ganzen Zombies aus der letzten Nacht überraschen. Aber es ist alles hier noch irgendwie erstaunlich ruhig. Ich meine, ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass hier alles voller Zombies noch sein wird, aber die haben sich wahrscheinlich verkrochen oder so. Was sind das jetzt noch? Irgendeine Baustelle oder so? Aber was ist denn das für ein komischer Krater? Es scheint irgendwas reingestürzt zu sein oder so. Na egal, ich muss erstmal die Stadt untersuchen. Ich brauche vor allen Dingen erstmal dieses Häuschen, wo ich diese Stromleitung aktivieren kann, und dann muss ich schnell weg aus dieser Stadt. Ich weiß halt wirklich nicht, wie gefährlich diese Stadt sein wird. Und vor allen Dingen, wie viele Zombies hier noch unterwegs sein werden. Vor allen Dingen, wenn die alle noch an die ganzen Gebäuden lauern. Es sind erstaunlich wenig Zombies unterwegs. Vielleicht habe ich ja wirklich Glück und das Tageslicht verscheucht hier so ein bisschen. Oh, den höre ich schon. Ah, da hinten sind sie. Da hinten sind ein paar von diesen Dingern. Ah, da hinten sind sie alle. Okay, ich muss am besten einen großen Bogen um das Stadtzentrum machen. Ah, die halten sich tatsächlich hier an dunklen Orten auf. Die kommen wahrscheinlich alle bei Nacht dann raus wieder. Ich muss am besten eigentlich so schnell wie möglich weg von hier. Das wäre, glaube ich, am sichersten. Ich hatte vor, mich nicht zu lang in der Stadt aufzuhalten. Mein Ziel war es, das Gebäude mit dem Stromschalter zu finden und dann schnell wieder von hier wegzulaufen. Denn hier in dieser Stadt würde es bei Nacht bestimmt nur so von Zombies wimmeln. Ich musste mich unauffällig fortbewegen. Hier sind die Stromleitungen. Da muss ich jetzt einfach nur den Stromleitungen hinterherlaufen und dann... Da hinten ist tatsächlich das Häuschen. Perfekt. Wenn ich da jetzt den Schalter aktiviert habe, dann müsste doch eigentlich eine weitere Tür aufgehen und dann kann ich einfach so schnell wie möglich weg von hier. Obwohl, vielleicht gibt es ja in der Stadt noch ein bisschen an. Am besten gehe ich gar nicht erst in die Stadt. Das ist aber, glaube ich, zu gefährlich am Ende. Komme ich hier irgendwo rein? Ah doch, hier kann ich einfach über die Schranke drüber klettern. Und hier sind auch alle Leitungen irgendwie miteinander verbunden oder so. Hier ist so ein Transporter, der ist leider komplett leer. Ich gucke einfach mal in das Häuschen rein. Oh, hier ist auch ein bisschen eingestürzt. Hoffentlich funktioniert das alles noch hier. Ah, ich glaube schon. Na, hier unten ist nur eingestürzt, oder? Oben wird doch noch alles noch intakt sein. Na, perfekt. Hier steht noch. Ah, hier ist auch der Schalter. Perfekt. Wunderbar. Okay, jetzt müsste doch eigentlich... Ja. Fehler bei der Freigabe. Oberleiterkabel überprüfen. Aber die sind doch alle noch intakt hier. Die sind doch alle noch miteinander verbunden. Das ist ja merkwürdig. Okay, dann muss ich jetzt am besten den Kabeln oben folgen. Ist hier irgendeine Stelle... Irgendeine Stelle muss da wahrscheinlich kaputt sein oder sowas. Oder sehe ich von hier schon irgendwas? Nee, tatsächlich nicht. Da muss ich erstmal. Am besten muss ich dann erstmal den Kabeln folgen. Hier führen die auch noch mal weiter, aber die sind noch alle. Oh, was ist denn das hier für ein Gebäude? Vielleicht finde ich ja hier drin noch irgendwas. Die Zeit kann ich mir schon ruhig nehmen. Aber hoffentlich sind hier jetzt nicht so viele. Ach, das glaube ich schon. Das glaube ich nicht. Die werden wahrscheinlich nur in den anderen großen Gebäuden sein. Ich meine, ich höre ja auch jetzt keine Zombies. Keine von diesen Zombies schreien. Ist ja irgendeine alte Werkstatt oder so. Was? Oh, was haben wir denn hier? Night Vision? Oh, Nachtsichtgeräte. Die muss ich gleich mal ausprobieren. Die muss ich am besten gleich mal ausprobieren. Vielleicht funktionieren die auch. Oh, tatsächlich funktionieren die. Ich meine, dadurch kann ich zwar nicht, habe ich nicht mehr so ein großes Blickfeld, aber dadurch sehe ich halt wirklich richtig gut im Dunkeln. Aber die brauche ich am besten für die Blutmondnächte. Wenn ich die dann bei mir habe, das wäre richtig gut. Aber da kommen schon die ersten Zombies auf mich zu. Tatsächlich sind die ja wahrscheinlich irgendwo alle in diesen Gebäuden unterwegs. Ich muss unbedingt vorsichtig sein. Vor allem brauche ich auch langsam einen Ort für die Nacht. Vielleicht bleibe ich einfach perfekt einfach in einem von diesen Gebäuden hier. In diesen Wohnhäusern. Die scheinen auch komplett leer zu sein. Und wenn ich mich hier unauffällig bewege, dann würden mich bestimmt auch die Zombies nicht bemerken. Ich muss einfach noch ein bisschen weiter nach oben. Hier wurde alles komplett gelootet. Hier habe ich auch ein Bett. Perfekt. Wenn ich mich jetzt hier am besten noch verbarrikadiere und am besten so wenig Licht wie möglich machen und so wenig Geräusche wie möglich machen. Den Balkon hier am besten kann ich irgendwie nicht. Ich habe nicht genug Materialien dabei. Mal überlegen. Ich glaube, ich bleibe jetzt wirklich erstmal die Nacht hier. Ich
glaube, das wäre wirklich am sichersten. Und dann gucke ich am Morgen gleich mal weiter. Die Sonne ging wieder auf und keines dieser Monster hatte mein Versteck gefunden. Auch auf den Straßen schien es ruhig zu sein und ich wusste, dass es an der Zeit war, herauszufinden, wo die Stromleitungen gestört wurden. Das war an sich kein Problem, denn ich musste nur den oberirdischen Stromleitungen folgen und irgendwann würde ich an der Stelle mit der Störung ankommen. Mich hatten immer noch keine Zombies gefunden und das musste ich ausnutzen. Glücklicherweise befand sich neben der Stadt ein kleiner Wald, den ich gleich als Sichtschutz verwenden konnte. Ich musste nur aufpassen, hier nicht zufällig auf Zombies zu treffen. Ah, hier ist die Stelle. Aber hier fehlt die komplette Leitung. Da scheint ein kompletter Mast zu fehlen. Aber was soll ich denn jetzt machen? Moment, vielleicht finde ich da ja irgendwas. Ja, hier sind das nicht lauter Trümmer? Hier ist auch wahrscheinlich ein LKW oder sowas gegengefahren. Oh nein, hier liegt der Mast. Hier liegt der Mast komplett auf dem Boden. Oh. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Aber hier liegen auch lauter... Oh, was ist das hier? Hier liegt noch ein Buch. Ja, die trauen sich anscheinend auch bei Tag raus. Diese Dinger, aber eigentlich sind es nicht zu viele. Am besten lese ich gleich mal durch hier. So ein Mist. Durch das ganze Chaos ist ein Truck in einem der Funkmasten gefahren und hat diese samt zwei Leitungen eingerissen. Ich habe diesen Vorfall sofort gemeldet und warte auf Rückmeldung. Wir bekamen den Auftrag, den Mast samt der zwei Leitungen zu reparieren. Material und Werkzeuge wurden auch schon geliefert. Ich wurde zum Leiter des Auftrags ernannt und mir wurden drei Leute zugeteilt. Wir sollen den Auftrag in 5 Tagen fertig bekommen. Auf nichts kann man sich verlassen. Erst bekamen wir zu spät Bescheid gesagt, dass wir den Mast in einer bestimmten Reihenfolge reparieren sollen und dann wurde unser Werkzeug und unser Material geklaut. Meine Leute sind dabei, folgende Gegenstände zu suchen. Ein Eisenhammer, 10 Kupferkabel, 10 Nägel. Durch das Chaos wurde uns verboten, in der Stadt nach den Materialien Ausschau zu halten. Für den Fall, dass Nachschub kommt, müssen wir alles in folgender Reihenfolge reparieren. Zuerst benötigen wir den Hammer, danach werden die Nägel benötigt und zu guter Letzt das Kupferkabel. Es ist sehr wichtig, diese Reihenfolge zu beachten, um keinen Kurzschluss und weitere Schäden zu verursachen. Leiter der Baustelle, Jeremy. Das heißt, vielleicht gibt es noch in der Stadt diese Materialien. Da kann ich den Funkmasten reparieren. Und dann wird das Signal weitergeleitet und dann wird die Tür im Labor geöffnet. Das heißt, ich muss jetzt doch hier irgendwie in der Stadt bleiben. Dann muss ich mir am besten suche ich mir erstmal einen Ort, wo ich mein Versteck aufschlagen kann. Und ich glaube, das wäre erstmal das Sicherste. Und dann von dort aus muss ich systematisch die Stadt durchsuchen. Ich glaube, das wäre das Beste. Oh, hier gibt es eine kleine Barrikade. Vielleicht hat sich hier hat sich anscheinend drin schon jemand verbarrikadiert gehabt. Vielleicht, das kann ich ja für mich am besten nutzen. Perfekt, aber ich hoffe, dass hier jetzt keine Zombies weiter drin sind. Aber diesen Kamerabildschirm brauche ich... Ah, der ist alles komplett leer hier. Den Kamerabildschirm brauche ich nicht, den lasse ich am besten hier unten. Ist komplett leer, dieses Wohnhaus. Ich höre auch keine Zombieschreie. Das ist an sich schon mal ein gutes Zeichen. Da brauche ich jetzt am besten suche ich mir jetzt selber erstmal einen Ort, wo ich bleiben kann über Nacht. Ich durchsuchte das Wohngebäude auf allen Etagen und war überrascht, keinen Zombie anzutreffen. Ich hatte Glück gehabt und konnte eines der Zimmer in diesem Haus als temporäres Lager verwenden. Ich musste sowieso meine Taschen leeren, denn diese waren immer noch mit den Gegenständen aus dem Militärcamp gefüllt. Ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, wieder zum Militärcamp zurückzukehren und nachzuschauen, ob ich dort etwas übersehen hatte. Aber um ehrlich zu sein, würde das keine gute Idee sein, denn dort wären bestimmt immer noch so viele Zombies von der letzten Blutmondnacht. Ich hatte vor, alle anderen Zimmer in diesem Wohnhaus zu verriegeln, denn ich hatte zwar grob in allen Zimmern nachgeschaut, aber konnte immer noch nicht mit Sicherheit sagen, ob wirklich alle Zimmer zombiefrei sein würden. Von daher ging ich zum nahegelegenen Wald und besorgte mir etwas Holz. Ich fand einen merkwürdigen Ort. An dieser Stelle schien irgendetwas in den Boden eingeschlagen zu sein. In dieser Einschlagstelle gab es leuchtende Steine und seltsame Pflanzen, die aus der Erde wuchsen. Aber hier in der roten Zone war so etwas gar nicht so ungewöhnlich. Diese roten Zonen sind voller Anomalien. Sicherheitshalber ließ ich aber den Einschlagskrater zurück. Es wurde langsam Nacht und ich wusste, dass ich bei Nacht nicht draußen auf den Straßen sein durfte. Vor allem musste ich darauf achten, keine Fackeln außerhalb meines Gebäudes stehen zu lassen, da das wahrscheinlich andere Zombies anlocken würde. Ich musste mich so lange wie möglich bedeckt halten, denn schließlich musste ich immer noch irgendwo in dieser Stadt Nägel, Kupferkabel und einen Hammer für die Reparatur des Strommastens besorgen. Als ich am Morgen von Tag 43 aufwachte, hörte ich irgendwo aus dem Haus, in dem sich mein Zimmer befand, ein seltsames Grunzen. Dieses Grunzen kam meistens von diesen Zombies, die eigentlich nur in Höhlen oder bei Nacht auftauchten. Ich musste vorsichtig alle Zimmer erneut durchsuchen und immer bereit sein, jeden Moment von diesem Biest überrascht zu werden. Sicherheitshalber fing ich an, alle Türen, die noch offen waren, zu verriegeln. Somit konnte ich wirklich sicher gehen, dass sich hier nirgendwo mehr Zombies aufhalten würden, beziehungsweise keine Möglichkeit mehr hätten, zu mir zu kommen. Wenn eines dieser Monster versuchen sollte, die Türen aufzubrechen, dann würde ich das sofort mitbekommen, da das einen großen Krach verursachen würde. Ich stieg bis auf das Dach des Hauses und stellte fest, dass sich hier oben nichts weiter befand. Ich hätte daran denken sollen, auch hier oben die Türen zu verriegeln, denn neben diesem Haus befanden sich noch andere Häuser, die viel höher waren. Wenn ich gewusst hätte, dass die Zombies in der Lage waren, von dem einen Dach des Hauses zum anderen zu springen, dann hätte ich hier oben noch mehr Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Aber so musste ich es wohl oder übel auf die harte Tour erleben. Ich höre immer noch die ganze Zeit dieses Grunzen. Das kann doch gar nicht sein. Oh, das ist. Wie hat sich denn das Ding hier eingeschlichen? Ich muss wirklich nochmal alle Zimmer genauestens durchsuchen. Oder gibt es hier auch einen Keller? Nee, ich glaube, einen Keller gab es hier nicht.
Ist hier doch noch irgendwas? Nee, ist alles auch komplett stockfinster. Hier hätte ich erstmal alles durchsuchen sollen. Ich muss unbedingt alle Türen vorriegeln. Ah, wahrscheinlich von hier draußen ist das reingelaufen. Okay, unbedingt. Ich brauche hier unbedingt noch mehr Materialien, um alles zu verriegeln. Ich wusste, dass es hier irgendwo in der Stadt die Materialien zum Reparieren geben musste. Von daher machte ich mich auf den Weg, weitere Häuser zu untersuchen. Ich musste jederzeit darauf gefasst sein, dass die Häuser, in denen ich mich befand, zu jedem Moment einstürzen konnten. Schließlich fehlten hier und da Bretter im Boden und die Wände sahen auch nicht mehr so stabil aus. Der Großteil der Häuser war schon leergeräumt. Wahrscheinlich waren es die Überlebenden, die vom Zombie-Virus verschont geblieben waren. Einige versuchten sogar, sich in ihren Häusern zu verbarrikadieren. Aber wie so oft fanden die Zombies einen Weg zu den Menschen. Da half selbst die beste Barrikade nicht. Sogar das Militär wurde überrannt. Ich hoffe, ich finde hier irgendwie einen Weg aus dieser roten Zone heraus. Aber vorher musste ich noch die Türen vom Labor öffnen, denn schließlich würde ich dort unten die Antwort auf meine Fragen finden, hoffe ich zumindest. Vielleicht gäbe es ja auch eine Lösung für das ganze Zombie-Problem, jedenfalls für die rote Zone, in der ich mich gerade befand. Kurz bevor ich mich auf dem Weg in diese rote Zone machte, konnte ich von ein paar Ranghöheren beim Militär ein Gespräch belauschen. Ich weiß, dem Militär war grundsätzlich nicht zu trauen, aber immerhin konnten sie mich sicher in diese rote Zone bringen. Naja, mehr oder weniger sicher. In dem Gespräch ging es um mehrere Gruppen, die sich auch in einer anderen roten Zone befanden. Um genau zu sein, waren es 4 Gruppen. Diese Gruppen haben auch nach irgendetwas gesucht, mussten dann aber von einem Evakuierungshubschrauber gerettet werden. Es endete nicht gut, denn es wurde die falsche Nachricht vermittelt, dass nur ein Evakuierungshelikopter kommen würde. Und natürlich wollte jedes Team gerettet werden. Was dann passierte, konnte man sich denken. Die Teams haben sich bekriegt und kämpften um den Platz im Helikopter. Meines Wissens nach musste das hier ganz in der Nähe gewesen sein, in irgendeinem großen Stadion. Ich hoffe, dass ich dadurch vielleicht auch noch auf andere Überlebende treffen würde oder zumindest ein bisschen Ausrüstung finden würde. Wo war denn jetzt nochmal das Gebäude, wo ich mein Lager aufgeschlagen hatte? Das war aber nicht hier irgendwo, oder? Ah, hier ist noch ein Zombie. Die kommen jetzt trotzdem nach und nach alle aus den Häusern raus. Ah, hier wurde sich auch verbarrikadiert, aber das ist nicht das Haus, in dem ich war. Hier muss ich auch vorsichtig vorgehen. Vor allem muss ich aufpassen, dass ich nicht... Oh, das ist ja alles ganz dunkel. Ich glaube, hier sollte ich erstmal nicht bleiben. Nee, ich gehe erstmal lieber wieder raus. Ich sollte nicht zu viel durchsuchen. Nicht, dass sich hier unten noch irgendwie die ganze Zombie-Meute aufhält und sich vor dem Sonnenlicht versteckt oder so. Das scheint eine Art Krankenhaus oder sowas zu sein. Vielleicht finde ich ja da noch irgendwelche Materialien. Obwohl ich das... Oh, hier ist noch so ein komisches Ding, das muss ich wegbauen. Obwohl ich das stark bezweifle. Oh, das ist ja wirklich stockfinster drin. Ich höre so viele von diesen Dingern. Vielleicht war es gar nicht so eine gute Idee, hier reinzugehen. Ich muss ganz vorsichtig vorgehen. Hier sind auch welche Barrikaden aufgebaut worden. Gab es hier einen Kampf oder sowas? Das sieht nicht so aus. Gehst du noch weiter runter? Ich durchsuche das einfach mal hier systematisch. Oh, schon wieder so ein komischer Militärzombie, den ich da gehört habe. Ich muss am besten hier alles einfach systematisch untersuchen. Einfach die ganzen großen Gebäude. Ich meine, irgendwo müssen sich ja noch die Materialien befinden. Oh, ganz vorsichtig immer weitergehen hier. Oh, hier ist die Tür offen. Was ist denn das? Das scheint ja irgendwie das Krematorium oder sowas zu sein. Oh, hier unten ist irgendwas. Oh, die Nägel. Haben die damit irgendwie... Was haben die denn damit hier unten gemacht? Ah, das will ich gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, was die unten mit diesen ganzen Nägeln angestellt haben. Okay, die Nägel nehme ich am besten einfach mit und jetzt einfach schnell raus hier. Bin ich von hier gekommen? Nee, oder? Ah, nee, hier gibt's auch noch irgendwas. Oh, was wurde denn hier angestellt? Da ist ja schon wieder dieses komische Blubbern von diesen explosiven Zombies. Ich muss unbedingt vorsichtig... Oh, da kommen sie. Aber am besten nutze ich meinen Katana. Ich darf die am besten gar nicht anlocken. Die anderen Zombies. Wo geht's denn hier lang? Hier gibt's... Ah, hier geht's in das Parkhaus rüber. Das ist wahrscheinlich das Parkhaus vom Krankenhaus oder so. Da gab's ja diesen Durchgang. Haben die mich schon bemerkt? Ich hoffe nicht. Ich glaube, die haben mich noch nicht bemerkt, oder? Ich meine, ich habe ja noch keine Schusswaffen verwendet. Die darf ich wirklich nur im allergrößten Notfall verwenden. Das hört sich ja hier schon an. Vielleicht gibt es ja hier oben noch irgendwas? Ich muss vorsichtig sein. Hier war der Operationssaal. Oh, hier gibt es aber nichts weiter. Vielleicht finde ich hier oben noch ein paar Medikamente oder so. Ich verließ das Krankenhaus und bemerkte, wie bereits draußen die Zombies auf mich warteten. Was wurde dort drin alles angestellt? Hatte sich von hier aus der Virus verbreitet? Es war meistens so in den roten Zonen. Sobald der Zombie-Virus sich ausbreitete, konnte man ihn nicht mehr aufhalten. Das Militär riegelte natürlich alle Ausgänge aus der roten Zone blitzschnell ab und sorgte dafür, dass keiner, und damit meine ich wirklich keiner, lebend aus dieser Zone wieder herauskommt. Aber das Militär wollte die rote Zone nicht vernichten. Eher war das Gegenteil der Fall. Denn in diesen roten Zonen gab es wertvolle Artefakte. Und das, was ich bisher mitbekommen habe, war, dass diese sich für Waffen jeglicher Art eignen würden. Von daher schickte man immer wieder Bergungstruppen auf den Weg in diese roten Zonen. Da es langsam Nacht wurde, lief ich zurück zu meinem kleinen Lager im Hochhaus. Ich achtete sehr streng darauf, nicht im Dunkeln umherzuziehen und verbarrikadierte jeden Abend den Ausgang. Haben mich diese Dinger jetzt etwa gefunden? Das kann gar nicht sein.
Ah doch, da unten sind sie. Warum sind die Straßen jetzt auf einmal so voll? Das kann doch gar nicht sein. Vorhin geht doch jetzt die Sonne auf. Die müssen doch jetzt eigentlich verschwinden. Oh nein, die warten hier unten vor dem Haus. Die haben mich gefunden, glaube ich. Oh, die kommen immer näher. Oh, die schleichen sich hier schon. Da draußen sind sie alle. Ah, ich habe die... Wahrscheinlich haben die mich hierdurch irgendwie gesehen. Aber ich hätte die Fackel nicht platzieren dürfen. Oh, das ist ein explosives Ding. Oh, das hat hier fast die ganze... Hat ja fast die ganze Wand hier weggesprengt. Ich muss unbedingt vorsichtiger sein. Jetzt habe ich diese Biester gefunden. Als ich von draußen kaum noch Zombies hören konnte, entschied ich mich, einen Schritt nach draußen zu wagen. Tatsächlich war der Großteil verschwunden und ich konnte in Ruhe die Umgebung weiter durchsuchen. Lag es vielleicht daran, dass die Zombies wirklich keine Sonne mochten? Sind sie etwa in den Gebäuden verschwunden und haben dort nach Schutz gesucht? Ich musste also bei anderen Gebäuden, die kaum Fenster hatten, unbedingt aufpassen. Ach stimmt, von hier bin ich ja gekommen, hier bei dieser Tankstelle. Stimmt. Moment, vielleicht finde ich ja da drin noch irgendwas. Das kann natürlich gut sein. In Tankstellen gibt es doch meistens noch irgendwelche Materialien oder sowas. Was denn hier? Es wurde alles ausgeraubt. Hier ist ja komplett leer. Ah, das kann doch gar nicht sein. Oh, hier ist auch wieder so ein komischer Kasten. Der ist wirklich komplett leer. Hier sind noch ein paar Bücher, aber die brauche ich was denn hier? Oh, einen Hammer, perfekt. Der Eisenhammer, den brauche ich unbedingt. Und damit habe ich jetzt schon zwei Sachen gefunden. Da ich nun endlich die Nägel und den Hammer gefunden hatte, wusste ich, dass der andere Gegenstand nicht weit weg sein musste. Mir fehlte nur noch das Kupferkabel und dann würde ich den Strommasten endlich reparieren können. Aber um ehrlich zu sein, wusste ich nicht, wo ich noch nachschauen sollte. Von daher musste ich die Gebäude nach und nach untersuchen und vielleicht würde ich ja auch noch etwas Ausrüstung finden. Ich fand sogar auch noch das Gebäude, in dem ich vor ein paar Nächten zum Blutmond Schutz gesucht hatte. Hier hatten sich anscheinend auch andere Überlebende versucht zu verbarrikadieren, aber lang konnte die Barrikade nicht standhalten und sie wurden überrannt. Ich hatte Glück, dass die Zombies damals nicht ganz bis zu mir aufs Dach gekommen sind. Da bald der nächste Blutmond anstehen wurde, durfte ich keine Zeit mit der Suche nach den Kupferkabeln verlieren. Ich erinnerte mich, dass es hier in der Stadt auch noch ein Gebäude gab, das aussah, als hätten sich hier einige Menschen verbarrikadiert. Ich entschied mich, dorthin zu laufen, denn vielleicht würde ich da dort noch diese Kupferkabel finden. Oh, tatsächlich haben sie sich hier verbarrikadiert. Die haben auch versucht zu kämpfen, hier liegen noch Schusswaffen rum. Aber ich glaube, die sind komplett leer, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das scheint ja auch irgendwie vom Militär oder sowas zu sein. Das sind dieselben... Oh, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Oh, das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh, hier gab es anscheinend einen großen Kampf. Oh, hier ist auch irgendwie die Decke eingestürzt oder so. Oh, der hat noch ein... Oh, das nehme ich natürlich sehr gern alles mit. Der hat noch einen Haufen Nahrung bei sich. Der versucht anscheinend zu überleben. Oh, was ist das? So ein Infizierter schon wieder. Ich muss weiter durchsuchen. Was haben wir hier drin? Hier haben sie anscheinend geschlafen. Und hier ist auch irgendwo ein Lager oder so. Oh, ich habe schon wieder diese Biester. Irgendwo scheint die hier zu sein. Wow. Wow, so viel Konserven. Und verrottete Äpfel. Na gut, mit denen kann ich nichts anfangen. Aber die Konserven nehme ich auf jeden Fall mit. Damit habe ich erstmal genug Nahrung für die nächsten Tage. Oh, hier geht's noch weiter nach oben. Hier haben sie auch alle Gänge verbarrikadiert. Mit Stühlen, Tischen und Stacheldraht oben drüber. Aber hier auch. Aber vielleicht, was ist denn auf der anderen Seite? Vielleicht finde ich ja da noch irgendwas. Ich muss nur aufpassen, dass es hier nicht über mir zusammenbricht. Hier ist auch noch so ein Lager. Ah, das ist komplett leer. Ne, hier gibt's nichts weiter hier oben. Gucken wir mal hier noch weiter. Oh, hier haben sie sogar noch andere Schusswaffen. Das ist wie beim Militär. Ach, wurde etwa das Militär... Vielleicht wurde ja das Militärcamp überrannt. Und die sind hierher gerannt. Und hierher geflüchtet. Vielleicht haben sie sich hier verbarrikadiert in der Stadt. Oh, am besten noch weiter nach oben. Vielleicht gibt es ja irgendwas... Ah, das ist ein Zombie. Am besten keine Schusswaffe. Am besten benutze ich wirklich nur mein Schwert, was ich hier bei mir habe. Was ist denn hier oben? Oh, hier sind natürlich auch noch so viele. Was sind das denn? Helikopter? Was ist denn hier oben? Hier ist so ein ganzes Camp vom Militär. Die hatten sich ja anscheinend wirklich versucht, nochmal zu verbarrikadieren oder so und hier oben zu überleben. Oh, was ist denn das? Nicht die rote Linie übertreten, Minen im Einsatz. Haben die ja versucht, das Haus wegzusprengen oder was? Warum liegen denn hier oben Minen? Ah, vielleicht... Nein, vielleicht konnten die Zombies ja wirklich die Wände hochklettern. Vielleicht sind die wirklich... Haben die sich gestapelt und sind immer höher gekommen und die haben sich hier versucht zu verbarrikadieren. Ah, die sind ja wirklich ganz weit oben. Oh, hier gibt es noch einen Haufen Munition. Aber meine ganzen Taschen sind voll. Oh, hier gibt es noch viel mehr. Ah, wunderbar. Jetzt habe ich endlich wieder ein bisschen mehr Munition. Das war wirklich knapp nach dem letzten Blutmond. Hier sind noch ein paar Zelte. Ein paar Notfallzelte, die eingerichtet haben. Und hier ist noch der Helikopter. Stimmt, da war ich auch noch gar nicht drin. Oh, ein Snipergewehr. Oh, was ist denn das? Kann ich den starten? Ja, kein Treibstoff, okay. Na, das wäre auch zu schön, um wahr zu sein.
Hier ist auch noch ein kleiner Ofen, den die errichtet haben. Oh, was ist denn das da hinten? Das sieht mir hier aus wie so ein, wie ein Grab oder so mit lauter Kerzen. Toms Duellrevolver. Oh, der sieht aber interessant aus. Den muss ich mitnehmen. Der hat doch irgendwelche, der wurde irgendwie modifiziert oder so. Hier gibt es auch überall noch diese, die ganzen Munitionstone. Was ist denn das hier? Blutige Trauer. Was ist denn hier passiert? Oh nein. Ich habe was verbrochen. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es so endet, aber es musste ja dazu kommen. Ich habe meinen Freund blutend zurückgelassen, aber diese Dinger haben mir zu sehr Angst gemacht. Ich hatte zu sehr Angst. Ich weiß, ich hätte ihn retten können, aber stattdessen bin ich feige davongelaufen. Als ich aber dann angefangen habe zu bereuen, ich will mit meinem Leben bezahlen, auch wenn meine Tat nicht zu vergeben ist. Es tut mir leid. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Oh nein. Oh nein, was hat er getan? Das Militärcamp wurde hier wirklich komplett überrannt. Oh, okay, der Revolver lässt sich aber leicht zu bedienen. Das wahrscheinlich... Ist das auch von ihm, der Revolver? Oh nein, der hat wahrscheinlich alleine überlebt und konnte damit nicht umgehen. Da meine Taschen bereits voll gefüllt waren, kehrte ich zu meinem Versteck zurück. Ich wollte am nächsten Morgen erneut auf das Dach klettern, denn dort gab es noch einige Gegenstände zu holen. Das Militär schien dort oben versucht zu haben, mit einem Helikopter zu fliehen. Aber sie hatten keinen Treibstoff mehr und waren dadurch auf dem Dach gefangen. Nachdem ich die Nacht nutzte, um meine Gegenstände zu sortieren, machte ich mich gleich bei Tagesanbruch auf den Weg zu diesem vom Militär besetzten Gebäude. Wie bereits auch in den anderen Etagen sah es so aus, als hätte es hier einen Kampf gegeben. Tatsächlich gab es hier und da auch ein paar Zombies, die ziellos umherirrten. Hier oben gibt es noch einen Haufen Munition. Na gut, dass ich nochmal zurückgekommen bin. Und jetzt auch mit ein paar Taschen, die nicht ganz so gefüllt sind. Hier haben wir noch ein paar... Oh, was ist denn das? Sprengstoff. Oh, vielleicht kann ich den noch irgendwie gut gebrauchen. Den nehme ich unbedingt mit. Oh, okay. Moment, im Helikopter? Im Helikopter, da gab es doch hier auch noch... Da gab es doch hier auch noch dieses Gewehr, oder? Oh ja. Das nehme ich mit. Und hier ist sogar auch noch mehr Munition. Perfekt, das brauche ich unbedingt für die nächste Blutmondnacht. Kann ich das hier irgendwie modifizieren? Nee, die kann ich nicht so richtig modifizieren. Oder? Nee, ich habe jetzt nichts weiter dabei. Was haben wir denn hier noch? Oh, was ist denn das? Noch ein besonderer Griff? Und ein bisschen Munition. Kann ich den Griff anbringen? Den kann ich auch nicht anbringen. Doch, den kann ich anbringen. Oh, dadurch kann ich vielleicht besser zielen. Oh, was, hier liegt auch noch ein Buch rum. Moment. Tag 129. Wir haben die untere Etage verloren. Diese Dinger und die Ravenger haben uns zu sehr in die Enge getrieben. Wir ziehen uns auf das Dach zurück. Tag 133. Wir haben heute viele Verluste gehabt. Die Ravenger kommen jeden Tag mit noch mehr Verstärkung aus dem nächsten Dorf, aber wir bleiben stark. Die Himmelratten werden sich nicht kampflos ergeben. Tag 140. Wir haben versagt. Wir wollen uns mit unserem verbliebenen Hubschrauber evakuieren. Aber der Hubschrauber hat leider keinen Treibstoff, weil er gewartet werden musste. Und um an Treibstoff zu gelangen, müsste man... Gibt es hier noch irgendwo Treibstoff in der Stadt? Vielleicht kann ich das ja benutzen für den Helikopter. Oh, das wäre gut, aber ich kann kein Helikopter fliegen. Hier haben wir noch perfekt was für die Sniper, oder? Kann ich das auch anbringen? Funktioniert das? Oh, tatsächlich. Damit kann ich vielleicht auch ein bisschen besser zielen. Ja, die anderen brauche ich hier gar nicht. Oh, hier gibt es nur noch Munition. Und was ist das denn? Oh, noch ein... Oh, perfekt. Jetzt ist sie richtig zusammengestellt. Oh, wunderbar. Nachdem ich das Dach vollständig untersucht hatte, machte ich mich wieder auf den Weg zurück zu meinem Versteck. Vor meiner Tür wartete wieder einer dieser Nighthunter-Zombies auf mich. Ich wollte natürlich gleich das Snipergewehr austesten, hatte aber das Problem, dass sich dieser Nighthunter zu schnell bewegt hatte. Ich musste am besten bei anderen Zombies auf Distanz bleiben und dann erst das Snipergewehr verwenden. Das nächste Zombie-Experiment wurde freigelassen. Der Riese ist ein Zombie, der zwar sehr langsam ist, dafür aber unglaublich viel Stärke hat. Mir fiel auf, dass es noch einen Ort gab, an dem ich noch nicht nachgeschaut hatte. Der Supermarkt. Wenn es irgendwo noch Gegenstände für die Reparatur des Strommastens gab, dann dort. Wie haben mich denn diese ganzen Dinger gefunden? Ich dachte, ich bin hier... Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das für ein Riese? Oh, der kommt immer näher. Ich muss ihn unbedingt auf Distanz halten. Wenn er nah rankommt, dann war's das, glaube ich. Und die Waffe macht ja kaum Schaden bei dem. Oh nein, der kommt immer näher. Und vor allem kommen noch die ganzen anderen kleinen Zombies. Aber dieses große Ding hier ankommt, der hat sich hier mit dem Spinnnetz verfangen. Boah, was war denn das? Der war ja riesengroß. Vielleicht bin ich ja hier zu... Ah, schon wieder, das gibt's noch nicht. Da ist schon wieder so ein riesiges Ding. Also solange die alleine sind, ist das überhaupt kein Problem. Aber sollten andere Zombies mit auftauchen? Da ist schon wieder einer. Aber vielleicht kann ich ihn am besten mit... Oh, nee. Oh, nein. Eigentlich hab ich noch die starke Ausrüstung vom Militärcamp bei mir. Die muss ich einfach nur auf Distanz halten. Ich glaube... Was ist denn das? Die halten aber auch viel aus.
Ja, wenn mich so ein Ding in der Nacht irgendwie überrennt, dann war's das. Mit irgendwelchen anderen Zombies. Aber so alleine sind die kein großes Problem. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, da kommen immer mehr. Das habe ich doch gerade richtig gehört, oder? Tatsächlich, da ist auch nochmal so ein... Diese Dinger hier haben anscheinend den ganzen Supermarkt überrannt. Aber alleine sind die wirklich kein großes Problem. Na, ein Glück. Oh, was sind das da hinten? Hallo? Was ist denn das da hinten? Das sieht aus wie eine... Oh, und der ist jetzt wieder weg. Was war denn das? Habe ich mir das gerade eingebildet? Was ist das für ein Geräusch? Habe ich mir das gerade eingebildet? Oh, Kupferkabel. Oh, jetzt kann ich den ganzen Masten reparieren. Was war denn das da bitte? Das ist schon wieder da. Und schon wieder weg. Ich gehe lieber weg. Ich, nicht, dass ich hier irgendwie verflucht bin oder so. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war doch hier irgendwo noch... Oder habe ich es... Nee, tatsächlich. Da habe ich mir nicht eingebildet. Hier war noch ein Buch. Da müssen wir gleich mal durchlesen. War ja mal wieder klar. Ich hasse Menschen. Warum mache ich diesen Job? Ich möchte diese Banane reklamieren. Die ist kleiner als der Durchschnitt. Mimimi. Du sollst diese verdammte Banane essen und nicht bestaunen. Nein, es tut mir leid. Ein Umtausch von Lebensmitteln ist leider nicht möglich. Genau, verzieh dich, du. Und ich bin heute mal wieder die Letzte im Laden. War ja klar. Hilfe, was passiert hier? Da sind so komische Wesen am Eingang. Sie kommen rein. Ah, Hilfe, Hilfe. Sie überrennen den Laden. Wer immer das hier liest, bitte helft mir, wenn es noch nicht zu spät ist. Ich bin hinten im Lager. Bitte hilf mir! War das etwa der Geist, den ich da hinten gesehen habe? Aber das kann doch gar nicht sein. Und das habe ich mir doch bestimmt nur eingebildet, oder? Das habe ich mir bestimmt nur eingebildet. Ich meine, ich habe jetzt die Kupferkabel, jetzt kann ich eigentlich den Laden hier verlassen. Als ich den Supermarkt wieder verlassen wollte, bemerkte ich, dass die Schüsse meiner Fernkampfwaffe andere Zombies angelockt hatten. Daran hatte ich natürlich nicht gedacht und ich musste mich beeilen und schnell wieder zurück zu meinem Versteck. Sollten es noch mehr von diesen Monstern werden, dann würde ich schnell überrannt werden. Außerdem musste ich auch noch sparsam mit meiner Munition umgehen. Zwar hatte ich noch aus dem Militärcamp einen kleinen Vorrat an Munition, der würde aber nicht mehr lange halten. In der übernächsten Nacht würde ein Blutmond anstehen. Von daher hatte ich mir überlegt, ein paar Verteidigungsmaßnahmen zu treffen. Ich fing mir an, neben meinem Versteckraum einen kleinen Balkon aus Brettern zu bauen. Dadurch hatte ich die große Straße im Überblick und könnte frühzeitig heranstürmende Zombie-Massen erkennen. Ich wollte trotzdem noch an den anderen Gebäuden, in denen ich noch nicht war, nachschauen, ob sich nicht dort noch etwas Ausrüstung befinden würde. Und tatsächlich fand ich auch ein Haus, in dem ich zuvor noch nicht gewesen bin. Hier geht's noch weiter nach oben. Am besten muss ich mir... Ne, hier ist auch... Was ist das? Verbarrikadiert hier? Ne, ist tatsächlich alles verbarrikadiert. Dann muss ich mir irgendeinen anderen Weg nach oben suchen. Haben die... Moment, haben sich da irgendwelche Leute verbarrikadiert oder was? Wieder das Militär? Ne, hier wurde auch alles... Hier ist alles komplett eingerannt. Oh, was ist denn das? Oh, ein bisschen Stahlerz und eine Stahlspitzhacke. Oh, das nehme ich auf jeden Fall mit. Gibt's hier umsonst noch irgendwas? Aber ich glaube, wenn es hier Spitze angibt, dann gibt es hier bestimmt noch irgendwas anderes. Oh, tatsächlich. Eine Axt gibt es hier oben noch. Und ein paar Bretter zum Verbarrikadieren. Oh, das kann ich für den Blutmond gut gebrauchen. Am nächsten Morgen habe ich noch die restlichen Gebäude untersucht, aber leider nichts Wertvolles mehr gefunden. Jetzt musste ich schnell wieder zurück zu meinem Versteck und es noch etwas zombiesicherer machen. Diese Nacht würde wieder ein Blutmond aufgehen, was bedeuten würde, dass mehr Zombies als gewöhnlich hier auftauchen würden. Eigentlich habe ich noch genug Nahrung aus dem... Ah, es geht los. Der Blutmond geht auf. Jetzt ist es soweit. Aber ich meine, ich habe ja genug Verteidigungsmaßnahmen getroffen. Ich hoffe mal, die kommen hier nicht einfach so rein, aber... Ich glaube, wenn die mich auch nicht gesehen haben... Oder kommen die trotzdem... Ich verbarrikadiere einfach mal trotzdem die Tür. Sicher ist sicher. Ich meine, wenn ich jetzt hier drin bleibe, vielleicht bin ich dann wirklich erstmal sicher. Aber nicht, dass die wieder irgendwas wegspringen. Bis jetzt ist ja auch noch alles ganz ruhig da draußen. Ich meine, ich kann ja mal auf den Balkon gucken. Nee, tatsächlich. Tatsächlich ist hier noch alles ziemlich ruhig. Vielleicht habe ich ja Glück gehabt. Ja, na gut, das habe ich bei den letzten Blutmonden auch gedacht und dann kamen sie auf einmal alle. Ich meine, hier sollte ich wirklich erstmal vielleicht den Balkon erstmal absichern. Ja, ich habe mich mal wieder zu früh gefreut, wie beim letzten Mal. Jetzt kommen sie doch alle angerannt. Ich meine, sobald mich einer gesehen hat, dann werden irgendwie die anderen alle informiert. Wie kann denn das sein? Oh, ich habe schon wieder so einen komischen Explosionszombie. Oh, noch so ganz komische Grunzgeräusche. Das ist wieder dieser komische Nighthunter. Okay, ich muss ganz, ganz vorsichtig vorgehen. Am besten nehme ich erstmal alle Sachen, die ich... Jetzt habe ich hier auch noch einen... So ein infizierter Militärzombie. Ich werfe jetzt einfach meine Granaten hier runter. Jetzt ist keiner mehr hier, oder was? Nicht, dass jetzt... Oh nein, ich höre eine Tür, die zerstört wird. Nicht, dass sie irgendwo hier die Eingangstür zerstören. Das war's. Die Tür ist zerstört. Haben die hier kaputt gemacht? Sind wir etwa schon im Flur? Nee, hier ist noch keiner weiter. Oh, was ist denn hier oben passiert? Hier oben ist alles weggesprengt. Kamen die Dinger vom Dach, oder was? Das kann gar nicht sein. Die haben hier oben alles weggesprengt. Oh nein, das ist überhaupt nicht gut. Ey, wenn die jetzt noch hier die Tür wegsprengen, dann war's das. Ich muss mich hier unbedingt verbarrikadieren. Nicht, dass sie jetzt hier einfach
einfach den ganzen Boden wegsprengen, dann habe ich ein riesengroßes Problem. Ich kann ja auch nicht einfach fliehen. Ich muss mich unbedingt um den Fluchtweg kümmern. Muss man auch mal mehr. Wie viele da unten einfach mal sind. Ich meine, eigentlich bin ich hier ein sicherer. Eigentlich bin ich hier oben erstmal sicher. Als wenn da irgendwie immer mehr da unten. Ich meine, ich habe zwar noch ein bisschen Munition bei mir, aber ich darf vielleicht auch nicht zu viel verwenden. Ich meine, ich werfe hier einfach noch ein paar Granaten runter. Ich meine, dann müsste ich doch eigentlich alle erwischen, oder? Oh, das hat richtig geknallt. Und die werden immer lauter da draußen. Die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Ich bin gerettet. Jetzt müssen die doch alle langsam verschwinden. Oder? Ist hier unten? Nee, Moment. Ich hör noch so viele von diesen Dingern. Hier muss auch noch irgendwo einer sein. Nicht, dass die hier im Treppenhaus sind. Aber ich glaube nicht. Die werden bestimmt da unten irgendwo sein, oder? Und im anderen Gebäude sind die auch. Oh, was sind das schon wieder für ein komisches Grundgeräusch? Kommen die jetzt alle aus vom Dach? Oh, die kommen von oben runter. Oh nein, wo kommen denn die auf einmal her? Die sind doch von hier oben gekommen, oder? Aber wie kann denn das sein? Es sind ja gar nicht mehr so viele hier draußen. Sind die alle wirklich verschwunden? Wahrscheinlich wirklich, als die Sonne aufgegangen ist. Haben die das Weite gesucht? Ich meine, ein paar sind noch hier, aber um die kann ich mich ziemlich entspannt kümmern. Hier sind auch nicht keine Night Hunter dabei. Und auch keine Explosionszombies. Oh, tatsächlich, hier unten wurde alles weggesprengt. Hier waren schon Explosionszombies. Dann ist auch noch einer. Ich brauchte so schnell wie möglich Materialien, um den angerichteten Schaden der Explosionszombies wieder zu reparieren. Ich wusste nicht, ob jetzt die Zombies von den Dächern kommen würden. Deshalb wollte ich den Aufgang zu den oberen Etagen mit Steinen absichern und verschließen. Ich brauchte den kompletten Tag, um alle Schäden an meinem Versteck wieder zu reparieren. Wenn jetzt schon so viele von diesen Dingern kamen, dann würde ich gar nicht wissen wollen, was alles beim nächsten Blutmond passieren würde. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich mich hier mitten in der Stadt befand und beim Blutmond noch mehr Zombies als sonst auftauchen würden. Der nächste Zombie hatte sich aus dem Labor befreit. Der Chainsaw-Zombie rennt in Rage mit seiner Kettensäge umher. Ihm darf man nicht zu nahe kommen. Es war endlich an der Zeit, den Strommasten zu reparieren und dadurch ein weiteres Tor im Labor zu öffnen. Ich hoffte, dass ich die richtigen Materialien zusammengesammelt hatte. Vielleicht würde der Strommast dann auch wieder funktionieren. Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Moment, hat mich irgendwas... Nee, es hat mich nichts verfolgt. Okay, Moment, welche Reihenfolge war das denn nochmal? Das stand doch alles im Buch, oder? Da muss ich mal kurz nachschauen. Wo stand das? Eisenhammer? Ah, hier. Zuerst benötigen wir den Hammer. Danach werden Nagel und danach Kupferkabel. Okay, das heißt, zuerst brauchen wir den Hammer... Es funktioniert! Es funktioniert tatsächlich. Der Strommasten ist wieder aufgebaut. Okay, perfekt. Als nächstes die Nägel. Okay, hier müssen jetzt die Nägel rein. Funktioniert das auch? Ja, das scheint nicht zu funktionieren, oder? Hab ich die... Doch, es funktioniert! Es funktioniert, perfekt. Oh, wunderbar. Jetzt ist die Leitung da oben wieder repariert. Und jetzt hier noch das Kupferkabel rein. Und dann müsste doch das Signal wieder übertragen werden. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Wenn hier jetzt auch noch die Verbindung... Dass es hier funktioniert. Wenn hier jetzt auch noch die Verbindung steht, dann müsst ihr eigentlich... Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Perfekt. Oh, wunderbar. Jetzt kann ich die Stadt verlassen. Jetzt kann ich doch eigentlich die Stadt verlassen. Jetzt brauche ich doch eigentlich nicht mehr hier bleiben, oder? Ich weiß es nicht. Moment, ich... Ich folge einfach mal dem Stromkabel. Wo kommen denn diese Biester? Die kommen schon wieder hier aus dem Parkhaus. Wahrscheinlich, weil es da so dunkel ist. Soll ich einfach hinlaufen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt einfach der Straße folgen soll. Ich folgte den oberirdischen Stromkabeln und fand dadurch eine Straße, die zu einem kleinen Dorf führte. Vielleicht würde es dort noch einen weiteren Schalter geben und ich hätte damit eine weitere Tür im Labor geöffnet. Ich wusste nicht, wie viele Türen es am Ende sein würden. Vielleicht sollte ich nach dem nächsten Blutmond nochmal im Labor nachschauen. Hier gibt es tatsächlich so ein kleines Dörfer. Kommt der da auf mich zugerannt? Das ist ein Typ mit Kettensäge. Ist das ein Zombie mit Kettensäge gewesen? Das ist ja richtig gefährlich. Und da muss ich wirklich aufpassen. Das Dorf scheint ja auch schon länger verlassen zu sein, oder? Also so wie das aussieht, die ganzen Häuser, die zerfallen ja schon fast. Und was ist das hinten? Ist das ein Wachturm? Da oben ist auch irgendeine Brücke aufgebaut. Aber das sieht mir aber nicht aus wie ein typisches Dorf. Typische Dörfer haben doch nicht so eine oberirdische Brücke. Und da hinten, das ist eingemauert. Da komme ich nicht so leicht hin. Weil wenn ich mich noch ein bisschen näher ranschleiche... Was war denn das? Das ist schon wieder so ein verrücktes Ding. Kommen diese Dinger hier aus dem Dorf, oder was? Ja, ich muss schnell zurück. Es wird langsam... Schon wieder! Wie viele sind denn davon hier unterwegs? Ich muss schnell zurück. Also hier zu diesem Dorf muss ich unbedingt wieder zurückkommen. Aber jetzt wird es Nacht. Ich kann nicht beim Nachtanbruch hier draußen bleiben. Dann habe ich ein riesengroßes Problem. Okay, jetzt muss ich so schnell wie möglich zurückrennen.
Da bin ich erstmal sicher. Da mich am Tag zuvor der Einbruch der Nacht überrascht hatte, entschied ich mich, am Morgen von Tag 54 dem Dorf einen weiteren Besuch abzustatten. Was war das für ein abgeriegelter Bereich? Ist mir jemand am Schalterraum zuvorgekommen? Er muss unbedingt vorsichtig sein. Hier sind immer mehr von diesen verrückten Dingern. Aber auf Distanz sind die überhaupt kein Problem. Eigentlich habe ich dieses Scharfschützengewehr oben auf dem Dach gefunden. Aber tatsächlich, das ganze Dorf hier ist verlassen. Nur ein paar Zombies sind hier noch unterwegs. Ich höre die doch schon wieder. Aber hier scheint alles leer zu sein. Ne, hier wurde auch schon alles gelootet anscheinend. Die Barrikaden, die es in der Mitte vom Dorf gab, sahen so aus, als wären sie erst vor kurzem errichtet worden. Ja, hier ist eine dieser Barrikaden. Was sind das? Ah, das ist so ein komischer Geschützturm. Den habe ich doch auch beim Tunnel gesehen. Das ist doch vom Militär. Tatsächlich haben sie sich hier komplett abgeriegelt. Auch irgendwelche Bewegungsmelder? Aber drin scheint nichts weiter zu sein. Oh, was war das denn? Das war gerade ein Militärfunk. Tatsächlich. Ist das Militär etwa hier? Moment, aber da müssten mich doch eigentlich mitnehmen, oder? Die wollten mich doch eh retten kommen. Haben die hier überlebt? Da hinten ist auch der Schalter, da muss ich hin. Da ist aber auch eine Kamera drüber. Ich muss irgendwie einen Weg da reinsuchen. Hier ist auch alles komplett abgeriegelt und da oben wurde auch so eine Brücke errichtet. Kann ich die vielleicht irgendwie nutzen? Ich glaube nicht, da kann ich nicht hochklettern. Aber vielleicht finde ich hier irgendwo noch einen Eingang, der nicht abgesichert ist. Und da ist schon wieder so ein Geschützturm. Oh ne, die Dinger schießen ja sofort auf mich. Ich schätze, die sollen wahrscheinlich auf alles schießen, was sich bewegt. Da ist auch noch mehr. Ich muss am besten hier diesen Zaun als Deckung nutzen. Oh, hier gibt es noch was. Und der Eingang ist nicht Tatsächlich, hier komme ich rein. Oh, perfekt. Jetzt muss ich nur noch einfach schnell zu diesem Raum mit dem Schalter. Am besten auch unbemerkt. Die dürfen mich hier echt nicht bemerken. Sonst habe ich ein großes Problem. Vielleicht kann ich mich da einfach hinschleichen. Vielleicht ganz vorsichtig. Hier ist niemand dran. Okay, perfekt. Aber ich muss mich am besten da zu diesem Schalterraum schleichen. Gibt es hier noch irgendwas? Hier gibt es noch ein bisschen Nahrung im Kühlschrank. Tatsächlich, das scheint auch noch frische Nahrung zu sein. Die scheinen sich ja irgendwie tatsächlich verbarrikadiert zu haben. Ich muss am besten mich ranschleichen. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch einen Weg. Oh, was war das da hinten? Oh nein. Hat er mich gesehen? Ich glaube, der hat mich gesehen, oder? Ist das ein Zombie? Das ist jemand vom Militär. Halt, stopp. Warum greifst du mich an? Warum greifen die mich an? Denken die etwa, ich bin hier ein Überlebender aus der roten Zone? Aber ich wurde doch hier reingeflogen von denen. Oh, da kommt noch mehr. Oh nein, da kommt noch mehr raus. Und die kommen auch mit Waffen auf mich zugerannt. Die scheinen auch gar nicht mit mir kommunizieren zu wollen. Ist hier noch jemand drin? Nein. Ich höre schon wieder den Militärfunk. Da ist noch jemand. Halt, stopp, ich bin... Der Reden bringt gar nichts. Mit denen kann man nicht reden, das kann doch gar nicht sein. Ich muss unbedingt vorsichtig sein. Aber erstmal muss ich den Schalter umlegen. Ja, hier ist der Raum. Perfekt. Aber hier scheinen noch keine weiteren Soldaten zu sein. Ich glaube, ich lege jetzt einfach den Schalter um. Sicherheitssektor D ist geöffnet. Perfekt. Was gibt's hier noch? Und eine Batterie. Oh, die nehme ich auf jeden Fall mit. Die kann ich bestimmt noch gut gebrauchen. Ich höre irgendwo noch einen Soldaten. Oh, es wird langsam Nacht. Ich muss eigentlich schnell zurück. Vielleicht kann ich noch ein paar Sachen mitnehmen. Oh, ein Stahlrohr. Das nehme ich auf jeden Fall. Und ein bisschen Munition. Perfekt. Die haben hier anscheinend noch die ganze Munition gelagert. Die haben sich ja vielleicht verbarrikadiert oder so. Oh nein, Zombies tauchen auf. Wie sind die denn hier reingekommen? Aber die Geschütztürme schießen trotzdem draußen auf die Zombies. Okay, das ist mein Glück. Aber wie sind jetzt diese kleinen Dinger hier reingekommen? Hier muss doch irgendwo eine Öffnung im Zaun sein oder so. Was ist das für eine Explosion? Oh nein, die Explosivzombies kommen schon wieder. Das kann doch gar nicht sein, das ist doch gar kein Blutmond. Aber jetzt kommen die alle reingelaufen. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder eine Explosion gehört. Jetzt von der anderen Seite. Ist jetzt hier auch das Tor aufgesprengt? Ne, die Mauer, nicht das Tor, die Mauer. Das ist jetzt die Mauer. Die Mauer ist jetzt hier auch aufgesprengt. Ich muss schnell zurück. Na gut, dann nutze ich halt dieses Loch in der Mauer und lauf einfach schnell zurück. Wo kommen denn die auf einmal alle her? Wurden die jetzt von der Explosion angelockt oder was? Es werden immer mehr von diesen Dingern. Ach, schnell zurücklaufen. Ich darf hier nicht bei Nacht bleiben. Moment, vielleicht wenn ich jetzt vom Dorf weglocke, vielleicht sind hier am nächsten Morgen weniger Zombies dort. Ich erreichte mitten in der Nacht den Eingang zu meinem Versteck. Ich musste wirklich die Zeit besser im Auge behalten. Noch einmal durfte mir so etwas nicht passieren, vor allem jetzt, wo meine Munition immer knapper wurde.
Jetzt, da das Militär nicht mehr in diesem abgegrenzten Gebiet im Dorf war, müssten es auch eigentlich weniger Zombies sein, da mir die Zombies letzte Nacht bis zur Stadt gefolgt waren. Und tatsächlich, bis auf ein paar Zombies gab es hier keine weiteren Gefahren. Es gab hier und da auch ein paar Orte, die ich auch noch nicht untersucht hatte. Ich fand ein paar nützliche Gegenstände, die ich später auch noch für eine sehr effektive Waffe nutzen konnte. Es war eine gute Idee gewesen, hier noch einmal zurückzukommen. Ich muss mich hier unbedingt genau umschauen. Hier oben gibt es tatsächlich auch noch was. Oh, und Munition. Die Munition kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich meine, bald ist ja wieder der Blutmond und... Ah, hier geht's auch noch rüber. Oh, Moment, was war das? Waren das diese automatischen Geschütztürme? Das ist ja, da muss ich wirklich vorsichtig sein. Und da oben geht's auch noch irgendwo drüber bei der Brücke. Was ist denn das? Ah, das sind tatsächlich von da unten die automatischen Geschütztürme. Jetzt muss ich doch hier irgendwie noch nach oben gucken. Ich werde schon wieder beschossen von da unten. Die haben aber eine hohe Reichweite, dass sie mich bis hier oben sehen. Ah, hier hinten geht's nach oben. Perfekt. Jetzt kann ich auch die Brücke betreten. Wo führt denn die überhaupt hin? Die führt aber von diesem abgegrenzten Gebiet weg. Okay, in irgendein Haus führt die hier. Oder wo führt die genau hin? Ja, tatsächlich, in irgendein Haus. Hier ist auch alles komplett ruhig. Also hier scheinen auch keine Zombies mehr unterwegs zu sein. Was ist denn das hier für ein Haus? Moment, wo bin ich denn hier gelandet? Okay, hier gibt's nichts weiter, oder? Ah doch, hier gibt es noch eine Tür. Das ist ja auch alles komplett verriegelt. Also hier kommt man wirklich gar nicht rein. Wo geht's denn hier hin? Okay, ich kletter einfach mal hier runter, vielleicht. Was ist denn das? Ein paar Computer stehen hier rum? Die scheinen doch noch mit irgendeinem Notstrom zu funktionieren. Was haben wir denn hier alles für merkwürdige Sachen? Hier gibt es noch eine kleine Notiz oder sowas. Ah ne, das ist nicht beschrieben, das ist komplett leer, das Papier. Ein Alarmknopf gibt es ja auch noch. Aber wofür denn der Alarmknopf? Ich komme noch ein bisschen weiter runter. Oh. Ist das hier eine Art... das sieht aus wie ein Büro oder so. Und da drin ist auch irgendeine Rüstung oder sowas. Hier liegt noch ein Stück unbeschriebenes Papier. Gibt es hier auch noch irgendwas? Oh, tatsächlich. 3827. Oh, hier gibt es nichts weiter. Moment, kriege ich damit hier die Tür auf? Ich probiere mal. 3827. Oh, tatsächlich. Glas im Notfall zerbrechen. Was ist denn das? Und ich mach's einfach mal komplett kaputt hier. Ah, das ist ein Strahlenschutzanzug. Oh, den nehme ich mir mit. Den nehme ich mir auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht, ob ich den noch unten irgendwie im Labor gebrauchen könnte oder sowas. Ich nahm mir den Strahlenschutzanzug mit und wollte mich wieder auf den Weg zurück zu meinem Versteck machen. Ich musste aber feststellen, dass ich mir unten im Labor zu lange Zeit gelassen habe und es inzwischen Nacht geworden war. Ich musste mir also hier einen Ort suchen, an dem mich nicht die Zombies finden würden und warten, bis es endlich wieder Tag werden würde. Als die Sonne endlich aufging, war ich mir sicher, dass es wieder Zeit sein würde, zurück zur Stadt zu laufen. Ich hörte zwar hier und da immer noch ein paar Zombieschreie, aber es war bei weitem weniger als mitten in der Nacht. Ich verbrachte den kompletten Tag damit, all meine Gegenstände zu sortieren. Vor allem achtete ich genau darauf, wohin ich den Strahlenanzug gepackt habe, denn wer weiß, was unten in diesem verriegelten Labor beim Sendemast noch alles auf mich warten würde und ob ich dort einfach so hineingehen können würde. Außerdem fand ich heraus, wofür ich all die Gegenstände aus dem Militärversteck verwenden können würde. Ich konnte mir daraus ein Katana herstellen, das durch die Batterie elektrisch aufgeladen wurde. Dadurch würde es Zombies, die ich mit dieser Klinge treffen würde, in Brand setzen. Das war eine unglaublich starke Waffe und ich würde mich damit gut gegen kleine angreifende Zombiegruppen schützen können. Sollten es aber dann doch mehr Zombies werden, dann würde selbst diese Klinge auch nicht helfen. Da bald wieder ein Blutmond anstehen würde und ich in meinem Versteck nicht gefangen sein wollte, musste ich mir wieder einen Fluchtweg bauen. Dafür würde ich aber eine gewisse Menge an Holz benötigen. Da sich neben der Stadt immer noch der Wald befand, konnte ich hier einfach Holz besorgen. Ich hatte mich von dem Lager des Militärs für diese Idee inspirieren lassen. Da ich dort die Brücke gesehen hatte, die die Gebäude miteinander verbunden hatte, dachte ich mir, warum nicht selber auch so etwas ausprobieren. Dadurch könnte ich dann sicher die große Straße überqueren und in Sicherheit im anderen Gebäude ankommen, sollten die Zombies es wirklich schaffen, mein Versteck zu überrennen. Natürlich durften bei der Brücke auch keine Pfeiler fehlen, da sonst die Brücke nach einiger Zeit einstürzen würde. Ich wollte alle möglichen Zugänge zu meinem Versteck mit Barrikaden absichern. Vielleicht würde das ja die Zombies aufhalten, wenn nicht sogar dafür sorgen, dass die Zombies mich gar nicht erst entdecken würden. Obwohl ich sagen muss, dass ich das stark bezweifelte, denn immerhin hatte das Militär hier in der Stadt genau dasselbe versucht und wurde dann am Ende doch von Zombies überrannt. Da kann ich ja wirklich einfach komplett rüberlaufen. Na perfekt, und sollten hier wirklich die Zombies mein Gebäude überrennen, dann könnte ich einfach hier drüben, Moment, hier muss ich mir am besten auch noch einfach einen kleinen Notfallweg machen. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt dann hier drin auch die ganzen Zombies auf mich warten würden, aber ich glaube nicht. Hier ist auch wieder so eine komische Stelle auf dem Boden, hier ist wieder irgendwas reingekracht. Aber hier komme ich dann auf die Straße zurück. Ah, den Gang hier mache ich am besten zu, ich brauche irgendeinen anderen Weg. Vielleicht komme ich ja hier einfach weiter und jetzt einfach hier durch die engen Gassen. Perfekt, und dann kann ich hier einfach fliehen, sollten es zu viel werden. Jetzt musste ich nur noch sicherstellen, dass es nur möglich war, von dem Notfallgang herauszugehen und nicht umgekehrt. Der Zugang zur Straße musste also abgeriegelt werden und ich musste dafür sorgen, dass ich einfach über diese abgeriegelte Barrikade zur Straße springen könnte.
Na, den Strahlenschutzanzug, den lasse ich einfach mal die ganze Zeit bei mir. Ich glaube, jetzt ist ja eh bald der Blut. Was war das? Das war ein Raketenwerfer. Das war ein Raketenwerfer, der geschossen wurde. Das war kein Explosionszombie. Oh nein. Ich hör die Soldaten. Ich höre wieder die Soldatenfunk. Nein, hier ist alles weggesprengt. Die haben meine komplette Tür weggesprengt. Wo sind die? Ich höre die doch. Da kommen sie. Das Militär hat mich gefunden. Oh nein, haben die etwa einen Angriff gestartet oder was? Aber wahrscheinlich, weil ich die... Nein, nur noch ein Raketenwerfer war das. Wahrscheinlich, weil ich das Lager da in dem Dorf angegriffen habe. Oh nein. Ich habe noch irgendwo eine Raketenwerfer. Wo kommen die auf einmal her, die ganzen Soldaten? Haben die sich etwa von dem Dorf zurückgezogen oder was? Noch ein Raketenwerferschuss. Jetzt kommen auch noch die ganzen Zombies angelockt. Nein, hier ist alles weg. Hier ist alles komplett weggesprengt. Oh, es kommen immer mehr Soldaten. Und vor allem, wenn jetzt die ganzen... Moment, hier sind noch meine ganzen Minen, die ich hier in dieser Kiste platziert hatte. Es werden immer mehr. Hier ist auch alles weg. Die kommen von allen Seiten. Oh nein, 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 nein. Nein, schnell zurückziehen. Wenn ich die auf Distanz halte, dann geht das noch. Aber wo ist der Typ mit dem Raketenwerfer? Der muss doch hier noch irgendwo sein. Ich musste so schnell wie möglich alles reparieren. Am nächsten Tag würde ein Blutmond anstehen. Und sollte ich es nicht schaffen, alles auszubessern, dann würde ich ein großes Problem haben. Jetzt sind ja auch noch diese riesigen Dinger unterwegs. Wurden die einfach von dem Raketenschuss angelockt oder was? Wie viel die einfach aushalten, das kann doch gar nicht sein. Die halten so viel aus. Ich habe jetzt ein ganzes Magazin, das geht doch gar nicht. Und das Ding kommt immer näher. Wenn er alleine ist... Jetzt habe ich's. Alleine ist das Ding überhaupt kein Problem. Aber sollten wirklich mehrere Zombies... Das ist schon wieder eins, das kann doch gar nicht sein. Wo kommen denn die auf einmal alle her? Ich brauchte den kompletten restlichen Tag, um alle Schäden so gut wie möglich auszubessern. Es war zwar immer noch nicht so sicher wie vorher, aber immerhin konnte ich den größten Teil absichern. Ich musste mich also jederzeit darauf vorbereiten, beim Blutmond von hier zu fliehen. Da ich immer noch die ganzen Minen hatte, entschied ich mich, diese auf der Hauptstraße zu platzieren. Ich hatte damit extra bis zum Tag des Blutmondes gewartet, da sonst die Zombies in der Nacht diese wahrscheinlich auslösen würden und das dann auch noch andere Zombies anlocken würde. In der Blutmondnacht wäre es aber egal, da sowieso viele Zombies unterwegs waren. Am besten lasse ich wirklich alle wichtigen Gegenstände hier... Ah ne, jetzt geht der Blutmond auf. Okay, aber ich bin gut vorbereitet. Ich meine, ich hab einen Fluchtweg gebaut und ich habe den großen Teil der Schäden vom Raketenwerfer wieder ausgebessert. Ich gucke am besten nach unten. Hier habe ich auch alles zugebaut. Perfekt. Aber hier habe ich auch noch... Okay, ich habe jetzt keine Tür, aber gut, die brauche ich sowieso nicht. Die kommen ja so oder so rein. Ich meine, die werden sich hier eh früher oder später bestimmt wieder durchsprengen. Aber solange ich hier erstmal wirklich den freien Weg habe, ist erstmal alles abgesichert. Ich meine, so kann ich mich wenigstens hier auch noch ein bisschen besser bewegen und bin dann nicht eingesperrt. Das war doch gerade schon wieder irgendeine Explosion. Und da kommen auch schon die ganzen Explosivzombies. Und die ganzen infizierten Soldaten. Das sind wahrscheinlich die Soldaten, die hier angegriffen haben, aber jetzt von den Zombies infiziert worden. Oh nein. Das sind schon wieder so viele hier unten. Ich meine, eigentlich habe ich noch für dieses. Und der explodiert hier jetzt auch. Das sind die Minen. Die haben die Minen ausgelöst. Oh nein, was sind das auch für Monsterschreie? Die Night Hunter sind schon wieder unterwegs. Oh nein, was war das für eine Explosion? Es sind immer mehr. Okay, die haben mir weggesprengt. Oh nein, die haben jetzt schon wieder alles komplett weggesprengt. Oder war das etwa eine Mine, die ist hier weggesprengt? Das kann nicht sein. Und da kommen auch diese Dinger. Oh nein, es werden immer mehr. Ich muss schnell zurück ins Haus. Oh nein, 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 es werden immer mehr von diesen Dingern. Und die haben wir auch weggesprengt. Schnell weg. Ich muss schnell von hier fliehen. Oh, die haben hier das Haus überrannt. Oh, ich habe ja meinen Katana. Damit kann ich die vielleicht aufhalten. Und es werden immer mehr. Oh nein, nein, keine Chance. Die haben das Gebäude hier so schnell überrannt. Die Barrikade hat ja nichts gebracht. Was mache ich denn jetzt am besten? Und noch eine Explosion. Vielleicht kann ich mich hier erstmal verstecken. Vielleicht kommen die ja nicht... Kommen die hier rein? Ich glaube, die kommen hier nicht rein, oder? Nee, die kommen nicht rein. Perfekt, vielleicht kann ich mich noch ein bisschen verbarrikadieren. Aber es explodiert hier auch schon wieder alles. Die haben den Boden weggesprengt. Oh nein, die sprengen alles systematisch hier unten weg. Ich muss sofort weg. Ich muss sofort von hier fliehen. Schnell über die Straße. Schnell über die Straße. Das komplette Gebäude ist überrannt. Und da kommen immer mehr. Und fang mal, aber eigentlich habe ich hier vorgesorgt. Nein, hier ist auch einer von diesen Dingern. Schnell nach unten. Und schnell hier weg. Hier habe ich eigentlich auch alles zugebaut. Und jetzt einfach wegrennen. Einfach sofort weg hier. Okay, einfach über diese Barrikade drüber und jetzt laufen. Aber wo gehe ich denn jetzt am besten hin? Zum Militär? Ne, zum Militärcamp kann ich nicht zurück. Da ist ja auch noch alles überrannt. Ich muss woanders hin. Und ich höre die ganzen Schreie, die verfolgen mich schon wieder alle. Die,
verfolgen mich alle. Moment, wo gehe ich am besten hin? Vielleicht zum Dorf. Moment, im Dorf, da sind noch diese automatischen Geschütztürme. Vielleicht kann ich die noch irgendwie für mich nutzen. Vielleicht könnt ihr ja irgendwie noch die ganzen Zombies aufhalten. Ich meine, das ist die einzige Hoffnung, die ich noch habe. Aber die verfolgen mich ja die ganze Zeit und diese ganzen Schreie. Ich habe auch das Gewicht für mich gar nicht umdrehen. Das wäre bestimmt immer mehr. Das sind bestimmt immer mehr hinter mir. Ah, es geht noch. Es geht noch. Es sind nicht so viele, wie ich eigentlich dachte. Vielleicht einfach laufen. Ich würde sagen, einfach am besten auch weg von der Hauptstraße. Weg von der Hauptstraße, weil sonst sehe ich hier die ganzen Dinger. Ich meine, gut. Jetzt am Ende ist es, glaube ich, eh vollkommen egal, weil die mich eher als alle gesehen haben. Wo kommen denn die auf einmal alle her? Wo kommen denn auf einmal diese komischen Dinger mit der Kettensäge her? Einfach immer weiterlaufen. Muss immer weiterlaufen. Oh nein, oh nein, oh nein. Und es werden immer mehr von diesen Dingern. Es werden immer mehr. Am besten laufe ich hier. Vielleicht benutze ich einfach meine Granaten. Vielleicht einfach hier auf dem Boden liegen lassen. Vielleicht erwische ich damit ein paar. Da war eine Explosion zu mir. Das war richtig knapp. Okay, immer weiterlaufen. Immer weiterlaufen. Da hinten ist das Dorf. Aber ich habe das Gefühl, dass es eigentlich keine so gute Idee war. Ich habe das Gefühl, hier kommen auch so viele vom Dorf gelaufen. Ich glaube, hier ist einfach alles komplett überrannt. Ich glaube, im Dorf ist kein. Hier sind auch so viele. Vor allem haben die mich jetzt alle verfolgt. Wenn ich jetzt die Granate hier einfach so hinbacke? Oh yes. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ich muss weiterlaufen. Ich muss das Dorf auch wieder verlassen. Ich kann ja auch nicht beim Dorf bleiben. Die sind ja auch alle. Wahrscheinlich wurden die auch alle von den Explosionen damals hier angelockt. Vielleicht kann ich. Nee, ich kann nicht hier bleiben. Das wären einfach zu viele. Ich kann mich ja auch nirgendwo verstecken, weil wenn ich jetzt mir irgendwie versuche, mich zu verstecken, dann haben die sofort das Haus überrannt. Ich laufe einfach auf der Straße weiter. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch einen Ort, wo ich bleiben kann. Oh, diese ganzen Schreie. Diese ganzen Schreie von diesen ganzen. Das werden immer mehr. Ich habe das Gefühl, es werden immer mehr. Und vor allem sind es auch diese infizierten Soldaten. Die kommen wahrscheinlich wirklich alle auch aus der Stadt. Da gab es wahrscheinlich noch irgendwie ein paar Soldaten, die mich. Moment, ich versuche hier einfach auf diesen Berg zu rennen. Vielleicht kann ich mich ja irgendwie verbarrikadieren. Ich habe noch ein bisschen Stacheldraht bei mir. Vielleicht kann ich hier irgendwie aufhalten. Am besten immer weiter nach oben, immer weiter rennen. Immer weiter nach oben rennen. Okay, vielleicht versuche ich jetzt einfach hier ein bisschen Stacheldraht zu platzieren. Ah ne, die kommen auch von oben, die kommen auch vom Berg. Das war kein. Die kommen ja sogar über den Berg gerannt. Oh, da kommen vorwiegend wie viele da einfach kommen. Moment, vielleicht komme ich hier irgendwie auf einen Baum. Am besten auf einen Baum. Da bin ich erstmal abgesichert. Am besten auf den Baum und dafür sorgen, dass nicht die anderen Zombies hochkommen. Kommen die hoch? Und erstmal abgesichert. Das werden immer mehr. Wo soll ich denn jetzt am besten hinrennen? Das sind so viele. Das sind so unglaublich viele. Vielleicht helfen ja die Granaten noch ein bisschen. Helfen die? Oh ja. Die helfen. Oh, da kommen auch die ganzen gepanzerten Zombies. Was soll ich denn jetzt am besten machen? Vielleicht kann ich hier oben mit einem Katana irgendwie bekämpfen. Oh nein! Die haben das weggesprengt. Die haben das einfach weggesprengt. Das war keine gute Idee. Ich muss jetzt irgendwo einen. Vielleicht finde ich auch irgendwo einen anderen Baum oder sowas. Oh, da kommen die ganzen Explosiv-Zombies. Die Zombies scheinen die Explosiv-Zombies da immer gezielt hinzuschicken und dann wegsprengen zu lassen. Die wissen genau, wo ich bin. Okay, Moment, ich baue noch ein bisschen Stein. Okay, wunderbar. Ein bisschen Stein. Ich muss mich am besten hier irgendwo auf einen Baum hochbauen. So schnell wie möglich. Am besten hier direkt hochbauen. Und jetzt einfach rüber. Okay, und hier bleibe ich jetzt erstmal. Oh, das sind so viele. Jetzt muss ich am besten erstmal warten, bis. Moment, ich warte jetzt einfach, bis der Blutmond runtergegangen ist und habe ich noch irgendwas bei mir? Moment, ich kann jetzt versuchen, hier noch ein bisschen. Mit diesem schweren Geschütz hier irgendwie. Aber das bringt ja überhaupt nichts. Warum was anderes? Moment. Was mache ich denn jetzt am besten? Vielleicht kriege ich ja die Blendgranate. Moment, ich benutze einfach die Blendgranate. Oh nein, da bin ich auch geblendet. Aber Moment, vielleicht kann ich ja den Moment nutzen. Ich werfe jetzt einfach noch ein paar mehr Blendgranaten und dann renne ich einfach los. Ja, der Blutmond ist untergegangen. Ich laufe jetzt einfach los. Vielleicht verfolgen die mich ja nicht. Wo gehe ich denn jetzt am besten hin? Vielleicht da zum Gebirge? Und hoffentlich verfolgen mich nicht allzu viele. Moment, vielleicht kann ich die noch irgendwie verbarrikadieren? Okay, oh, da kommen ein paar und kommen noch mit. Aber ein paar konnte ich auch blenden. Moment, die muss ich einfach zielen. Oh, da kommen noch ein paar. Ich meine mit dem. Oh, dieses Ding auch noch auf mich zu. Aber es sind nicht mehr so viele. Oh nein, hier unten noch einer. Ich scheine jetzt alle wirklich. Die scheinen jetzt wirklich alle weg zu sein, oder? Also so viele kommen jetzt nicht. Da habe ich wirklich Glück gehabt. Da kommt noch einer. Und das war's, oder? Da hinten sind noch ein paar sind noch da. Aber die anderen scheinen die Verfolgung aufgegeben zu haben. Vielleicht waren die ja wirklich vom. Die waren wirklich wahrscheinlich von der Blendgranate wirklich geblendet.
Hier kommt noch einer. Ich glaube, jetzt warte ich hier erstmal noch einen kleinen Moment. Vielleicht kann ich hier irgendwie... Ja, ich kann mir hier doch irgendwie ein kleines Versteck erstmal so ein bisschen bauen. Moment, wenn ich jetzt hier einfach... Vielleicht irgendwo hier noch den Stein wegmache. Genau, den kann ich hier besser sehen. Oh, ich hab's überlebt. Ich hab das überlebt, ey. Das war ja richtig knapp. Vor allen Dingen, als der Baum weggesprengt wurde. Okay, jetzt muss ich erstmal ganz ruhig bleiben. Erstmal überlegen, was mache ich jetzt am besten? Ich entschied mich, vorerst in meinem kleinen Steinhaus zu bleiben. Naja, es war nicht ganz ein Haus, aber zumindest befand ich mich hier mitten in einem großen Stein und das würde mich hoffentlich vor den Zombies schützen. Glücklicherweise hatte mich keines von diesen Monstern verfolgt und ich konnte anfangen, mir hier ein richtiges Lager zu errichten. Zuallererst brauchte ich etwas Holz, denn davon konnte ich mir nichts aus der Stadt mitnehmen, als mich die Zombies überrannt hatten. Dafür gab es hier im Wald aber umso mehr Holz. Endlich konnte ich mein Inventar etwas leeren und eine Truhe damit befüllen. Jetzt hatte ich endlich wieder Platz zum Atmen. Bevor die Sonne untergehen würde, wollte ich wirklich auf Nummer sicher gehen und versuchen, mein Steinlager so sicher wie möglich zu machen. Dazu gehörte Stacheldraht, den ich aus den ganzen Baumstämmen herstellen konnte. Außerdem wollte ich diesmal mein Versteck mit Stahltüren absichern. Aber nicht nur das. Neben der Stahltür stellte ich auch noch eine Art Fenster her, das ich von innen mit Hilfe eines Hebels öffnen können würde. Wenn jetzt die ganzen Zombies kommen würden, dann müsste ich nur noch den Hebel umlegen und könnte mich hier aus sicherer Entfernung um die Zombies kümmern. Mir fiel auf, dass ich noch kein Bett hatte und fand glücklicherweise im Wald ein paar Schafe. Diese befanden sich in der Nähe eines Gebäudes, was ich zuvor noch nicht gesehen hatte. Um dieses Gebäude würde ich mich aber erst später kümmern, da ich mich immer noch vom letzten Blutmond erholen musste. Endlich habe ich jetzt ein Bett. Jetzt kann ich schlafen. Oh Moment, ich höre doch draußen schon wieder irgendeinen Zombie. Da draußen sind doch schon wieder irgendwelche Zombies unterwegs. Oder? Aber ich höre doch schon so viele. Wo sind die denn? Oh, hier ist einer. Oh, daneben. Aber das... Und da hinten kommen noch mehr. Haben die mich jetzt einfach gefunden, oder was? Oh, ich hoffe mal nicht. Ne, das war's, oder? Hier scheint... Doch, da hinten kommen noch welche. Oh, die kommen alle aus... Oh, die kommen alle aus dem hohen Gras auf mich zu. Woher wissen die, wo ich bin? Ah, hätte ich vielleicht nicht die Waffe abfeuern sollen. Vielleicht soll ich doch lieber nur das Katana hier benutzen. Als ich am nächsten Morgen vorsichtig aus meinem Versteck herausschaute, fiel mir nur ein einzelner Zombie auf, der bereits auf mich gewartet hatte. Das bedeutete, dass mich diese Monster wahrscheinlich noch nicht gefunden hatten. Ich konnte mir also etwas Zeit lassen und anfangen, eine Art Mine zu graben. Das machte ich auch direkt in meinem Versteck, da es außerhalb viel zu riskant sein würde. Immerhin hatte ich hier eine Stahltür, die wahrscheinlich erst einmal ein paar Zombies aufhalten würde, ehe sie diese zerstören würden. Mein Ziel war es, eine Höhle zu finden, denn in dieser konnte man viel schneller Erze finden, als wenn man sich Tunnel graben würde. Natürlich durfte ich nicht einfach so nach unten graben, da ich sonst wieder überraschenderweise in einer Höhle landen würde und mich die Zombies überrennen würden, ohne dass ich einen Weg nach oben haben würde. Ich fand dann auch auf einem sicheren Weg eine Höhle. Allerdings war diese auch voller Zombies und ich wusste, dass ich langsam und vorsichtig vorgehen musste. Von daher ging ich zurück an die Oberfläche, um mir noch die nötige Ausrüstungsgegenstände zu besorgen. Zurück in der großen Höhle machte ich mich daran, nach und nach alle Zombies zu besiegen. Ich hatte gehofft, hier unten wieder diese seltenen Erze aus der roten Zone zu finden. Nur leider war dem nicht so, jedenfalls in dem Gebiet, in dem ich gesucht hatte. Ich schnappte mir also etwas Eisen und machte mich wieder auf den Weg zurück. Wenigstens das Eisen konnte ich noch für Stacheldraht verwenden. Da ich früher oder später noch etwas Nahrung brauchen würde, fing ich an, mir vor meinem Versteck ein großes Feld anzulegen. Wobei, wenn ich so darüber nachdachte, war so ein Feld so nah an meinem Versteck vielleicht doch keine so gute Idee. Denn dann würde man wissen, dass sich hier eine Person aufhalten würde. Da es jetzt eh schon so offensichtlich war, dass ich mich hier befinden würde, versuchte ich mir auch noch etwas weiter oberhalb einen kleinen Wachturm aufzubauen. Vor allem in der nächsten Blutmondnacht würde ich von hier oben einen besseren Überblick haben und vor allem auch besseren Schutz, denn früher oder später würden wieder diese Explosionszombies ankommen und versuchen, meine Verteidigungslinien zu zerstören. Zu guter Letzt zog ich auch noch einen kompletten Stacheldrahtzaun um mein Versteck und meinen Wachturm. Jetzt war ich bereit, einige Zombies abzuwehren, sollten sie es wirklich wagen, mich anzugreifen. Jetzt wird es langsam an der Zeit, hier diesen Zaun zu untersuchen und wow, was ist denn das für ein großes Gebäude dahinter? Das ist ja riesengroß, was ist denn das? Es ist eine riesengroße Einkaufshalle oder was, aber die werden hier nicht so eingezäunt. Was ist denn das für ein großes Gebäude? Hier ist auch so eine große Mauer ringsherum. Die ist doch auch schon teilweise eingestürzt, die Mauer. Das heißt, da drin wurde irgendwas... Vielleicht ist es so eine Art Gefängnis oder sowas. Das sieht ja aus wie so ein großer Wachzaun. Vielleicht ist es einfach ein riesengroßes Gefängnis dort drin. Oh, und das ist vor allen Dingen auch richtig, richtig hoch, das Gebäude. Moment, ich schau mal, vielleicht finde ich ja hier irgendwas noch. Oh, hier ist wieder so eine oberirdische Stromleitung. Moment, das bedeutet doch, dass unten... Boah, das ist riesengroß. Da unten müsste doch jetzt eigentlich wieder so ein Schalter sein. Moment, ich schau mal am besten direkt nach. Vielleicht muss ich dann einfach nicht in dieses große Gebäude reingehen. Vielleicht kann ich einfach hier den Schalter aktivieren und weiterziehen. Hier ist die Tür, die ist abgesichert. Oh, nee, das bedeutet schon wieder nichts Gutes. Aber da drin ist auch der Schalter. Was haben wir hier? Karte. Okay. Warum muss ich jedes Mal die Karte oben beim Gefängniswärter abholen? Das ist so unnötig. Ich will doch einfach nur die Kabel reparieren. Oh nein, bedeutet das, dass einfach dort oben
beim Gefängniswärterbüro die Karte hier für diese Tür ist, oder was? Muss ich jetzt doch da reingehen? Oh, ich hoffe nicht. Ich will gar nicht wissen, was da für ganze Zombie-Massen auf mich warten. Das nächste Zombie-Experiment wurde freigelassen. Die Ramme rennt mit ihrem steinharten Kopf selbst die stärksten Mauern ein. Komm ihr lieber nicht zu nah. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als wirklich hier in das Gefängnis reinzugehen. Ich meine, Ausrüstung habe ich jetzt erstmal genug dabei. Vielleicht hilft ihr mir ja so ein bisschen, aber ich muss wirklich vorsichtig vorgehen. Vor allen Dingen ist das Gefängnis so riesig, ich will gar nicht wissen, was da für Massen an Zombies drin sein müssen. Vor allen Dingen ist es so drin auch komplett dunkel. Aber am besten gehe ich wirklich vorsichtig vor. Am besten wirklich ganz, ganz langsam. Oh, hier scheint auch noch Licht an zu sein. Das ist ja merkwürdig. Vielleicht haben die irgendwo noch einen Notstrom. Am besten wirklich ganz, ganz langsam. Aber hier ist auch komplett ruhig. Hier scheint kein Zombie zu sein. Jedenfalls hier unten nicht. Und hier ist auch die komplette Wand weggesprengt. Tatsächlich. Moment, ich muss ja nach oben gehen. Hier ist doch bestimmt so ein Treppenhaus. Das ist ja komplett auch eingestürzt. Vielleicht finde ich nur irgendwo einen anderen Weg nach oben. Da oben ist auch noch irgendwas. Ah, da oben sind die Zellen, alles klar. Vielleicht finde ich ja noch auf der anderen Seite irgendwie einen Weg nach oben. Moment, ich schaue am besten einfach mal nach. Aber mich wundert es wirklich, dass hier kein einziger Zombie unterwegs ist. Nee, hier geht's noch nach oben, oder? Das scheint mir noch hier ein Treppenhaus zu sein. Ey, hier geht's tatsächlich nach oben. Wunderbar. Am besten laufe ich einfach nach oben. Oh nein, was ist denn jetzt los? Es wurde irgendein Alarm oder sowas aktiviert. Und ich höre sie jetzt schon. Ich höre die ganzen Zombies. Ich glaube, das hat jetzt die ganzen Zombies aufgeweckt. Die waren hier drin wahrscheinlich irgendwie... Oh nein. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich muss am besten weiter nach oben, aber ich kann doch jetzt nicht hier drin bleiben. Und ich kann noch nicht nach unten. Da kommen die ganzen Zombies. Schnell weg hier. Hier ist auch die Treppe eingestürzt. Es sind so viele geworden. Die kommen hier alle aus ihren Zellen raus. Die scheinen hier irgendwo alle drin gewesen zu sein. Und den Alarm kann ich auch nicht deaktivieren. Aber vielleicht kann ich einfach hier um die ganzen Zombies kümmern. Ich weiß gar nicht, wie viele hier einfach unterwegs sind. Da geht's wieder nach oben wahrscheinlich. Und jetzt kommen so viele. Es kommen einfach so viele von diesen Dingern. Hier geht's weiter nach oben. Das ist der einzige Weg. Das Treppenhaus ist eingestürzt und hier geht's... Oh, perfekt. Wunderbar. Jetzt kann ich einfach hier weiterlaufen. Am besten immer weiter. Vielleicht gibt es hier hinten auch noch einen Weg weiter nach oben. Nicht, dass ich jetzt hier einfach bei den Zellen gelandet bin. Das sind so viele von diesen Dingern. Und die kommen jetzt auch aus ihren Zellen raus hier. Schnell weg. Einfach nach oben rennen. Kommt noch mehr? Nee, oh, was ist das für ein Geräusch? Oh, was war das für ein Geräusch? Das hört sich gar nicht gut an. Ja, die kommen hier wirklich alle hinterher. Aber vielleicht kann ich hier so ein bisschen aufhalten, wenn die hier hochrennen. Das kann gut möglich sein. Oh, was ist das? Oh nein, schon wieder so ein riesiges Ding. Schnell nach oben. Und der Alarm geht immer weiter. Oh nein. Ich muss so schnell wie möglich weg hier. Aber das Ding scheint hier nicht richtig nach oben. Oh doch, das kommt nach oben. Das kommt nach oben. Und da kommen noch die ganzen Zombies. Die werden alle vom Alarm angelockt. Oh, da kommen sie alle nach oben. Oh, schnell weg. Was soll ich denn jetzt am besten machen? Ich muss am besten noch weiter nach oben. Ich muss bis zum Büro des Direktors. Am besten laufe ich hier einfach weiter, oder? Ich muss einfach um diese kleinen Biester hier kümmern. Da kommen noch mehr von diesen Zombies. Es kommen immer mehr. Oh nein, jetzt kommen wir nach oben gerannt. Aber kann ich eigentlich aufhalten? Ne, lauf einfach weg. Jetzt wäre hier irgendwie irgendwas durchgebrochen. Kommt die vorhin nämlich noch? Ah, die kommt tatsächlich hinterher. Ich geh ein bisschen weiter. Geht's da hinten? Da hinten ist der Aufgang. Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das für ein komisches Ding? Oh, was ist denn das? Das sieht aus wie... Dann nehmen wir es einfach weiter nach oben. Einfach weiter nach oben. Sofort weg hier. Ja, die kommen auch hinterher. Jetzt bin ich hier ganz oben gelandet. Vielleicht gibt's ja... Hier oben muss doch irgendwo das Büro des Direktors sein. Vielleicht hier ganz hinten. Das scheint so eine Art Büro zu sein oder sowas. Haben wir hier irgendwas... Ne, hier haben wir nichts weiter, oder? Oh doch, hier ist die Karte. Oh, wunderbar. Und noch Munition. Die nehme ich natürlich auch sofort mit. Oh, ich höre sie schon. Ich höre schon die ganzen Dinger. Die kommen jetzt alle nach oben, oder was? Oh, die haben mich alle gefunden. Es sind so viele. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich kann den Weg nicht runtergehen. Jetzt haben die mich hier schon aufs Dach gedrängt. Oh nein, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich machen? Ich kann nichts weitermachen. Oh nein! Oh ja, eigentlich ist hier unten so ein Teich oder sowas. Aber das war richtig, das wäre es fast gewesen. Das wäre es wirklich fast gewesen. Und die kommen jetzt auch alle raus aus dem Gefängnis. Ich muss schnell weg. Ich muss sofort zurück zu meinem Versteck. Ja, nicht, dass ich jetzt die ganzen Zombies hier geweckt habe, dass sie jetzt unterwegs sind hier. Und versuchen mich zu finden. Am besten so schnell wie möglich zurück. Ich hoffe mal, dass die Keycard jetzt hier wirklich reinpasst. Ich hoffe es. Oh, tatsächlich. Wunderbar. Oh, es funktioniert.
Gibt's hier noch irgendwas? Dann kann ich aber gleich den Schalter aktivieren. Oh, Sicherheitssektor E ist geöffnet. Perfekt. Das heißt, es ist jetzt eine weitere Tür da unterm Funkturm geöffnet. Aber jetzt erstmal zurück zum Versteck. Sofort zurück. Ey, die Dinger haben mich tatsächlich verfolgt. Die Dinger haben mich tatsächlich vom Gefängnis bis hierher verfolgt. Und das ist jetzt auch so ein infizierter Soldat. Oh nein. Oh nein, 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 das Tor wieder zumachen. Oh, es sind so viele. Es werden auch immer mehr, oder? Ja, tatsächlich werden es immer mehr. Ich muss sie am besten von hier oben am besten bekämpfen. Oh, da hinten kommt auch noch einer. Oh, ich hätte nicht die ganzen Zombies wecken sollen. Ich meine, gut, was kann ich denn dafür, dass da unten noch so ein Alarm ist, der losgeht? Oh, die kommen alle rein hier. Ah, das müssen sie jetzt eigentlich gewesen sein. Da hinten ist noch einer. Wenn ich mich um den kümmere, dann müssen die eigentlich jetzt alle wechseln. Da kommen immer mehr! Da ich jetzt einen weiteren Schalter umgelegt hatte und damit eine weitere Tür vom Gebäude unter dem Funkturm geöffnet hatte, wollte ich nachschauen, ob denn endlich alle Türen offen waren. Schließlich würde ich dort unten ja höchstwahrscheinlich die Ursache dieser roten Zone, in der ich mich gerade befand, herausfinden. Ich brauchte zwar eine ganze Weile, aber letztendlich sah ich den Funkturm am Horizont und wusste, dass ich auf alles, was mich dort unten erwarten würde, vorbereitet sein musste. Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt müssen doch eigentlich alle Türen geöffnet sein. Was war denn das für ein Geräusch? Schon wieder irgendein Zombie ist hier unterwegs. Sicherheitssektor A, das war doch in diesem kleinen Dorf, in dem ich in Not gelandet bin mit dem Helikopter. Dann war hier der Schalter von der Stadt. Dann dieser andere Vorort von der Stadt. Und jetzt müsste eigentlich das Tor vom Gefängnis kommen. Perfekt. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich weiß gar nicht, was mich hier unten erwarten wird. Hier ist auch noch was geöffnet. Was haben wir hier? Sicherheitssektor F. Es fehlt also immer noch eine Tür. Da muss ich mich da auf den Weg machen. Aber wo befindet sich denn? Irgendwo befindet sich hier noch so ein Schalter. Ich wollte mein Versteck noch sicherer machen und ging deshalb wieder in die Höhlen, um hier nach wichtigen Erzen Ausschau zu halten. Vielleicht würde ich ja Glück haben und wieder diese seltenen Erze finden. Als ich dann auch noch einen kompletten Tag danach mit der Suche nach diesen Erzen verbrachte, gab ich die Hoffnung auf. In dem Bereich, in dem ich mich gerade befand, gab es wahrscheinlich nichts mehr von diesen Erzen. Immerhin befand ich mich ja schon fast im Zentrum der roten Zone und die Erze, die ich vorher gefunden hatte, waren ja noch außerhalb beim Militärcamp gewesen. Die Blutmondnacht stand wieder kurz bevor und ich wusste, dass ich meine Verteidigung noch etwas weiter ausbauen musste. Ich stellte aus den restlichen Baumstämmen, die ich noch hatte, und aus dem Eisen aus der Höhle ein paar Stacheldrahtzäune her und verteilte sie vor meinem Versteck. Außerdem versuchte ich auch noch, eine Art Dach zu bauen. Ob das etwas bringen würde, wagte ich zu bezweifeln, aber vielleicht würde das bisschen, was ich hier noch bauen würde, mich am Ende davor bewahren, von diesen Monstern gebissen zu werden. Oh, jetzt ist er aufgegangen. Da ist der Blutmond. Ah, oh, das heißt schon, die ersten Zombies kommen schon. Oh, was war das gerade? Ist das Ding gerade gesprungen, oder was? Das kann doch gar nicht sein. Oh, die kommen alle auf mich zu. Ich meine, eigentlich habe ich hier vorne die Türen platziert. Der Zaun war mir doch etwas zu unsicher. Wo kommt das Ding jetzt her? Haben die jetzt hier unten den Zaun kaputt gemacht, oder was? Ich habe wirklich langsam das Gefühl, dass die Dinger hier einfach rüberspringen können. Oder das ist auch noch so ein gepanzerter Zombie. Aber bis jetzt scheint die Verteidigung hier relativ gut zu funktionieren. Ja, drin scheine ich wirklich relativ sicher zu sein. Ich meine, auch mit meiner Waffe kann ich mich erstmal um die ganzen Zombies hier aus der Entfernung kümmern. Munition für das Ding habe ich eigentlich noch mehr als genug. Also hoffe ich zumindest. Eigentlich habe ich hier oben dieses Dach gebaut. Ich meine, kann ich die von hier oben relativ sicher eigentlich... Ja, tatsächlich. Oh, was war das? Wo kommt das Ding auf einmal her? Was ist von oben irgendwie gesprungen oder was? Ich muss unbedingt vorsichtig sein. Es scheinen nicht noch mehr Zombies... Ah doch, da hinten. Da hinten sind sie alles, werden doch immer mehr. Aber bis jetzt habe ich noch keinen Explosionszombie gesehen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Vor allem nicht hier vorne bei der ganzen Zombie-Masse. Das heißt, die werden hier wahrscheinlich nichts weiter machen können. Ich muss einfach nur warten, bis die Sonne wieder aufgeht. Aber wo kommt das Ding schon wieder her? Aber es werden auch immer mehr. Ich habe irgendwie die Sorge, dass sie sich irgendwie aufstapeln gegenseitig. Und vor allen Dingen ist hier schon wieder einer runtergefallen. Oh, was ist das für ein Explosion? Was ist das für ein großes Ding schon wieder? Das ist schon wieder so ein riesengroßer Zombie. Wie damals bei dem Dorf. Als die erste Explosion war. Ich muss schnell weg hier. Sofort weg. Und die verfolgen mich alle. Vor allem, das war schon wieder so ein riesengroßes Monster. Und am besten da. Was ist denn das? Das ist eine Buchse oder sowas. Vielleicht bin ich da oben erstmal sicher. Einfach am besten nach hier oben. Das sind so viele. Und vor allem auch so viele Militärzombies. War hier irgendwo eine Militär... Oh nein, nein, nein. Oh nein, nein, nein. Oh nein. Sofort weg.
Sofort weg hier. Es kommen auch immer mehr Zombies, vor allem auch so viele Militärzombies. Hier scheint irgendwo ein Militärkonvoi oder sowas gewesen zu sein. Oder kommen die. Oder sind das vielleicht noch die ganzen Soldaten aus dem Militärcamp? Ah, schnell weg hier. Aber der Blutmond geht auch langsam unter. Ja, wirklich, muss ich einfach nur einen Ort suchen, wo ich erstmal sicher bin. Vor allem muss ich auch erstmal die ganzen Zombies loswerden. Es verfolgen mich so viele. Oh, hier hinter Wald ist eine Art See oder so. Vielleicht kann ich mich ja hier drin. Ah, so viel scheint mich nicht mehr zu verfolgen. Es sind nur noch ein paar von denen. Oh, okay, am besten verstecke ich mich erstmal im See. Also ich scheine auch schwimmen zu können, ne? Aber schnell wieder raus hier. Aber es war's, so viele sind das gar nicht mehr. Ich meine, um die restlichen kann ich mich jetzt eigentlich relativ einfach kümmern. Ein weiterer Zombie wurde aus dem Labor freigelassen. Der Hazmat-Zombie kann selbst unter schlimmsten Bedingungen überleben und ist ständig auf der Suche nach neuer Beute. Ich entschied mich, einfach der Straße vor mir zu folgen. Hier bin ich noch nicht entlang gelaufen. Vielleicht wartet er dort am Ende der Straße ein Schalter auf mich. Oh, hier sieht das Gelände aber merkwürdig aus. Das scheint ja irgendwie verbrannt zu sein oder sowas. Und hier ist schon wieder so ein abgezäuntes Gelände. Oh nein, was ist denn das? Oh, das ist eine radioaktiv verseuchte Zone hier. Oh nein, oh nein. Oh, das ist aber gefährlich. Oh, aber ein Glück habe ich den Strahlenschutzanzug noch aus dem Dorf dabei. Oh, perfekt. Wo habe ich denn die Maske? Ach, hier ist sie. Oh, wunderbar. Oh, jetzt kann ich hoffentlich in das Gelände einfach so reingehen. Ich hoffe mal. Oh, das scheint ja wirklich. Vielleicht ist hier irgendwie eine Bombe oder sowas hochgegangen. Das kann gut sein. Und der Himmel ist hier auch. Die Atmosphäre ist hier komplett anders. In dieser radioaktiven Zone. Aber. Oh, was kommt. Oh, was kommt denn da auf mich zu? Was sind das für Dinger? Das sind ja auch. Zombies im Strahlenschutzanzug. Hier war wahrscheinlich irgendein Forscherteam oder sowas. Und hat das Gelände untersucht. Aber hier gibt es bestimmt einen Haufen Artefakte. Ich meine, das ist immer so typisch in den roten Zonen, dass es immer irgendwo Gebiete gibt, wo es einen Haufen Artefakte gibt. Und hier war vielleicht so eine radioaktiv verseuchte Zone. Vor allem, wie viele sind denn das einfach mal? Es scheinen hier wirklich viele, viele Forscher gewesen zu sein. Aber was ist denn das genau? Da kommt noch einer auf mich zu. Okay, das scheint es jetzt gewesen zu sein, oder? Ist ja noch ein eingekreistes Gebiet. Was ist denn das hier? Ist das auch ein Gebäude? Moment, das untersuche ich aber mal schnell. Ach, das ist ein Flughafen. Oh, da ist auch noch eine riesengroße Bombe. Hier wurde anscheinend auch. Aber vielleicht wollten sie mit einer Bombe hier das Gebiet beseitigen oder sowas. Vielleicht was? Die Bombe ist bestimmt vom Militär. Oh, nein. Die Bombe ist bestimmt vom Militär. Wahrscheinlich wollten sie hier. Ist das Gebiet ja wirklich zu gefährlich, dieser Flughafen. Oh, da hinten. Da hinten sind die Stromleitungen. Ich meine, ich aktiviere einfach schnell. Ich aktiviere da am besten sofort den Schalter und dann sofort weg hier. Und da sind noch mehr von diesen ganzen Zombies. Da hinten ist auch noch der Hangar. Moment, ich gucke einfach mal am besten in dem Gebäude. Wenn da der Schalter ist. Weil ich glaube, so lange darf ich hier nicht in dieser radioaktiv verseuchten Zone bleiben. Das ist einfach zu gefährlich. Es sind auch so viele. Also hier scheint wirklich irgendwie ein Forschertrupp gewesen zu sein. Die scheinen ja wirklich wahrscheinlich versucht zu haben, irgendwelche Proben zu nehmen oder sowas und wurden dann von Zombies überrannt. Okay, aber es scheint jetzt nicht keiner weiter zu sein, oder? Nein, hier ist auch das Gebäude. Da ist auch zu, aber Moment, das kann ich einfach aufbrechen. Da ist auch der Schalter, perfekt. Ich gehe einfach mal rein. Oh, hier hinten wurde auch noch irgendwas gelagert. Aber damit kann ich nichts anfangen. Oh, das hat funktioniert, perfekt. Wunderbar. Achtung, Countdown der nuklearen Bombe wurde aktiviert. Wir bitten alle, das Gebiet zu verlassen. Warte mal, Moment. Wurde jetzt die Bombe hier aktiviert oder was? Oh, ich muss sofort weg. Das Ding scheint gleich in die Luft zu gehen. Ich muss hier einfach weg. Einfach sofort wegrennen. Durch den Wald durch. Oh nein. Oh nein, schnell weg. Oh, ich auch schon. Oh nein, das war die Explosion. Das war die Explosion. Ich muss sofort weg hier. Oh nein. Jetzt ist der ganze Flughafen gesprengt, oder was? Am besten laufe ich sofort weg. Oh nein, hier sind noch Trümmerstücke, die hier geflogen kommen. Die Sonne würde bald wieder untergehen und ich brauchte einen Ort für die Nacht. Da ich zu weit von meinem Versteck entfernt war und ich gerade an dem Vorort der Stadt vorbeikam, entschied ich mich, mir ein Haus zu suchen und mich dort bis zum nächsten Morgen zu verbarrikadieren. Glücklicherweise waren hier keine Zombies unterwegs. Zum Verbarrikadieren brauchte ich auch etwas Holz und fing wieder an, die Bäume in der Umgebung zu fällen.
Mit dem Holz der Bäume verbarrikadierte ich dann die Fenster und hoffte, dass mich hier keine Zombies finden würden. Dieser Vorort war generell ziemlich ruhig, aber ich habe auch nur das äußerste Haus besucht und wusste nicht, ob sich im Militärlager hier mitten in diesem Vorort noch andere Zombies aufhalten würden. Aber wenn hier noch Zombies sein würden, dann würden sie wahrscheinlich gerade in Richtung Flughafen sein, denn die Explosion der Bombe wird wahrscheinlich viele Zombies angelockt haben. Ich kannte inzwischen den Weg sehr gut und wusste, wie ich Orte umgehen können würde, an denen sich Zombies aufhalten würden. Munition und Ausrüstung hatte ich genug und war endlich bereit, das Geheimnis dieser roten Zone herauszufinden. Als ich den Funkturm erreicht habe, schaute ich mich noch einmal sicherheitshalber um, um auch wirklich sicher zu gehen, dass mich kein Zombie bis hierher verfolgt hatte. Es war generell erstaunlich ruhig, fast schon so, als würde man meine Ankunft erwarten. Jetzt müssten eigentlich alle Türen hier unten geöffnet sein. Moment, den Strahlenschutzanzug brauche ich ja hoffentlich nicht mehr. Ich benutze ja lieber die andere Ausrüstung, die ich bei mir habe. Okay, jetzt nach unten. Ich hoffe mal, ich finde heraus, was diese rote Zone hier verursacht hat. Oh, Sicherheitssektor E, der ist geöffnet. Und jetzt müsste auch Sicherheitssektor F geöffnet sein. Tatsächlich. Oh, was sind das für ein Banner? Oh, was ist denn hier unten? Oh, das scheint hier wieder so eine Art Labor oder sowas zu sein. Oh, das sieht mir doch schon... So eine Art Labor kenne ich doch. Das habe ich doch schon in der anderen roten Zone gesehen. Nicht, dass hier schon wieder dieser merkwürdige Wissenschaftler dahinter steckt. Oh, was ist denn das schon wieder für ein Geräusch? Und hier wurde hier wieder an irgendwelchen Tieren experimentiert oder was? Was haben wir hier, das Lager? Vielleicht finde ich ja hier oben noch irgendwas Sinnvolles. Nee, tatsächlich nicht. Oh, was sind das für Geräusche? Was sind das für komische Geräusche? Hier scheinen auch irgendwelche Zombies zu sein. Aber hier oben ist jetzt noch nicht. Ein Glück. Hier ist auch noch ein weiterer Raum. Wo geht's denn? Oh nein. Hier. Oh, was sind das für Geräusche? Hier wurde an den ganzen Tieren experimentiert oder was? Oh, was war das? Oh, was sind das für Schreie? Oh, was sind das für Schreie? Oh nein, das sind über. Hier wurde wirklich an den ganzen Tieren experimentiert. Oh, schnell raus hier. Schnell raus. Waren das gerade die Tiere oder was? Das kann doch gar nicht sein. Wie grausam. Wie grausam ist denn hier der Wissenschaftler gewesen? Oh, hier ist noch eine Tür, die mit einem Zahlencode gesichert ist. Die gibt's doch hier bestimmt irgendwo. Was haben wir denn hier? Heutige Aufgaben. Experiment 7 an Schweinen. 2. Experiment 4 an Affen. 3. Krebsblut ziehen. 4. Neue Materialien bestellen. 5. Den Herrn beobachten. Kommt immer näher. Leider. 6. Am Abend großes Teamgespräch. Themen Teamgespräch. 1. Was tun mit dem Herrn, weil er immer mehr herausfindet. 2. Wohin mit Tieren, die wir nicht mehr brauchen. 3. Allgemeine Probleme. 4. Neue Küche. 5. Warte, was? Spielkonsole auf der Arbeit? Ihr sollt arbeiten und nicht zocken, verdammt nochmal. Wozu seid ihr eigentlich hier angestellt? Okay, 6. Reden über die Arbeitsmoral und was für ein Haufen ihr seid. 7. Haustiere füttern. Wichtig. Und für alle hier, die ständig das Passwort vergessen. Hier ein allerletztes Mal. Wer es dann vergisst, kann draußen bleiben, aber selber schuld. 2704. Ich wiederhole, 2704. Bis heute Abend und seid pünktlich. Dr. Hyäne. Moment, der Name sagt mir doch was. Dr. Hyäne. Das war doch auch bei der letzten roten Zone. Der Doktor... Ne, Moment, falsch rum. 2704. Das war doch der Professor, der hier für die ganzen Zombie-Experimente verantwortlich war. Oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Was ist denn das hier für ein Riesen... Oh, oh. Hier sind alle Zombies, an denen experimentiert wurde, oder was? Die sind hier alle in... Oh nein, das ist überhaupt nicht gut. Das heißt, die Zombies, die wurden tatsächlich wieder gezielt freigelassen. Und hier ist auch diese Explosionszombie. Was ist denn das alles hier? Hier sind die ganzen Zombies, denen ich begegnet bin. Und vor allen Dingen auch so ein riesengroßer Zombie. Oh, was ist das? Das ist dieses Ding. Was immer gezielt die Angriff gesch... Oh nein. Oh nein. Du hättest vernichtet, dass ich dahinter stecke würde. Wie kann das sein? Du bist noch am Leben? Ja, ich bin auch am Leben. Du wirst bald nicht mehr sein. Diesmal lasse ich dich aber nicht entkommen. Du hast mich ein letztes Mal verfolgt. Es gibt nur einen Unterschied zum letzten Mal. Dieses Mal wirst du nicht überleben. Oh nein. Bleib stehen, bleib stehen. Was ist denn jetzt passiert? Wo ist Dr. Hyäne hin? Wo bist du hin? Ich kann doch nicht einfach... Oh nein, was ist denn schon wieder los? Es ist schon wieder nichts. Oh, was? Nein, das ist ein riesengroßer Ding. Oh nein, die ganzen Zombies sind befreit. Oh, die ganzen Zombies sind jetzt weg. Immer sofort raus hier. Die kommen alle auf mich zu. Vor allem dieses riesengroße Monsterding.
Und die kommen alle hier hoch. Schnell weg. Sofort raus hier. Sofort raus aus diesem Labor. Aber wo ist denn jetzt Dr. Hyäne hin? Kommen die hier hoch? Ich glaube, die kommen nicht. Oh nein. Oh, jetzt ist schon wieder irgendein Selbstzerstörungsmechanismus. Oh, sofort raus hier. Und ich höre die ganzen Schreie. Oh nein, das ganze Labor fliegt in die Luft. Sofort raus. Schnell weg. Oh nein, oh nein, nein, nein. Schnell hoch. Sofort weg hier. Sofort weg hier. Und ich komme auf die Zombies. Oh nein, und ein Blutmond ist aufgegangen. Das kann doch gar nicht sein. Fast schon so, als wäre alles geplant gewesen von diesem Wissenschaftler. Oh nein, ich muss sofort weg hier. Ich muss sofort, was mache ich denn jetzt am besten? Das ganze Labor fliegt in die Luft. Und der Wissenschaftler ist schon wieder abgehauen. Was mache ich denn jetzt? Ich muss jetzt irgendwo... Moment, vielleicht finde ich irgendwie einen Weg hier aus der roten Zone raus. Ich kann hier nicht weiter bleiben. Die ganzen Zombies wurden jetzt unten aus dem Labor freigelassen und ich will gar nicht wissen, wo ist dieses große Ding ist. Das scheint mich jetzt mal weiter zu verfolgen. Oh, was ist denn das? Hier ist auch noch ein anderer merkwürdiger Zombie. Ich muss sofort weg hier. Schnell raus aus der roten Zone. Ich finde bestimmt irgendwo einen Weg. Was ist das? Oh nein! Was ist das?